In-game. Ich auch. Sehr schön. Da freuen wir uns doch. Okay. Wo, was war der Plan? Also ich hänge immer noch an Lamas und Co. Ja, das wird sich auch nicht ändern, glaube ich, bei dir. Nee, das bleibt so für die nächsten 10 Stunden. So, Raft. Ah ja, hier war ich. Ihr meintet so, immer einmal Platz dazwischen. Finde ich Humbug. Ja, ist Humbug für mich. In meinen Augen ist es Humbug. Ja, stimmt. Da gab es noch die Diskussion letztes Mal. Schön, dass wir wieder auf unserem Flosi sind. Mhm. Ich würde mal noch hier ein bisschen bauen. Oh, das war es schon super. Lass erstmal auf offenem Meer bleiben. Einfach ein bisschen. Okay. Haben wir einen Anker gesetzt? Waren wir bei der Insel da vorne letztes Mal schon? Ich glaube nicht. Ey, ich meine, lass kurz auf offenem Wasser bleiben. Du sagst, ey, waren wir auf dieser Insel? wir brauchen noch einmal ein bisschen viel, also richtig viel Holz einmal, oder? Ich glaube, da drüben gibt es richtig viel Holz. Auf der Insel. Nein, du hast recht. Okay, dann lass uns mal. Und da hinten ist noch eine Insel, auf die wir schwimmen können, wo es eine Kiste gibt, wo es viel Holz drin gibt. Sollen wir da kurz hin? Können wir gerne machen. Ich sehe sie, ja. Ich slide so ein bisschen durchs Wasser. Ist kein Hai da? Haben wir den Hai umgebracht letztens? Den haben wir. Ja, der ist da. Okay. Der beißt mich gerade. Aber ich zerstöre ihn jetzt. Wo bist du? Da ist er, guck. Scheiße, hat nicht mehr funktioniert. Ich krieg dich tot. Ich hab dich schon einmal tot bekommen. Junge. Junge, Brudi. Das geht auch nochmal. Warum triffst du mich immer, du Stück Scheiße? Pass mal auf, ich kann dem nachschwimmen und denen nochmal so einen Sting geben. So. Ein Stingray. The big Stingray in the house. Bin ich vielleicht ein bisschen zu groß? Ich glaube schon. Nochmal ein bisschen kleiner. Bin ein bisschen unauffälliger. Ich bin weg. So. Und fast tot. Okay. So. Dann bauen wir mal ein bisschen. Dann gucken wir mal, ist hier irgendwo ein Anker gesetzt? Ah ja, natürlich. Aber nee, er ist eigentlich. Ach, wir haben den riesigen Anker jetzt. Ja, der ist. Aber nice, eigentlich Freunde. Ist nice. Der Anker nicht. Der ist nicht gesetzt, ne? Ja, warum ist es gerade, dass der Wind. Weil vielleicht gegen die Strömung. Weißt du, was wir mal bauen können? Ah, wir kommen näher. Wir könnten so eine kleine Fahne bauen, ne? Dann wissen wir auch immer, wo der Wind. Hatten wir eigentlich? Hat die der Hai weggefressen? Ah, da ist sie doch. Hier. Ach ja, du hast recht. Aber wir kommen der Insel auch gerade ganz schnell näher, fällt mir gerade ein. Siehst du, auf einmal ist sie vor uns. Ah ja. Warte, aber wir segeln voll dran vorbei. So. Yes. Willst du? Das Problem ist, ich habe wenig Leben. Wenn du hinschwimmen möchtest, dann kannst du gerne schwimmen. Wenn wir warten, bis wir da sind, dann kann ich auch gerne springen. Ja. Okay, das machen wir. Das war eine Frage mit zwei verschiedenen Optionen. Du sagst einfach nur ja. Ich würde sagen, ich gehe. Okay. Manche Menschen sagen, ich bin lost. Das war dem letzten Sommer so. Da waren wir bei Ikea und wir haben unsere Kücheninsel bestellt. Und dann hat die irgendwas erzählt und ich ja. Und sie dann so, also die Mitarbeiterin, die war so ein bisschen jünger, also von meinem Alter voll witzig, die hat dann gesagt, Mann, das war eine Frage, soll ich dich verzweifeln? Da hätte ich einfach nur ja gesagt. Hallo Stinkies, schön, dass ihr da seid. Okay, töte die Möwe. Wo ist die Möwe? Ich sehe keine. Die Drecksau-Möwe ist, oh scheiße, ich hätte erstmal gucken sollen, ob ich hier hochkomme. Fuck, ich komme nicht hoch. Du, ich komme nicht hoch. Ich mach das schon. Oh, sehr gut, du Gangster. Schnell, du! Easy. Ich lebe jetzt auf diesem Floß. Sehr gut. Ich bleibe jetzt hier, ich baue jetzt hier. Wo ist mein Hammer? Tschüss. Da bist du gleich mal im Alarm. Alarm. Ich slide noch so ein bisschen hier. Ja. Über Fluch der Karibik, aus der so ankam und oh. Und das ging so unter währenddessen, das Schiff, auf dem er stand. Skandalös. Skandalös war das. Und jetzt würde ich mal sagen, cruisen wir mit dem Wind. Da vorne ist eine Insel. Ja, aber scheiß auf den Wind erstmal. Du, aber da ist ganz viel Holz. Aber das, wir brauchen aber Plastik. Ey, aber sonst du. Wird der Ozean nie sauber. Aber du. Auch wenn es egal ist anscheinend. Du, nur noch die Insel, versprochen. Eine Insel nur noch, eine einzige Insel. Boah, wehe, die nächste ist Lama-Insel. Du hast Inselverbot. Ich kann nicht. Ich schwimme, ich opfere jetzt mein Leben, ich kann einfach nicht mehr. Aber dann geh zur Insel. Ich kann nicht. Ich benutze den Greenscreen von Elgato. Guck mal, ich kann nicht aufhören.
Ey, da kann man sogar jumpen. Hey, mein, rufst du gerade jemanden? Der Fluss ist so hässlich einfach. Sag doch sowas nicht. Ja, weil ich nie zu Ende bauen kann. Aber was hast du denn eigentlich vor, mit das so irgendwie ein Star Wars Raumschiff? Das Problem ist, ich kann halt noch nicht mehr so den richtigen Plan machen, weil ich nie dazu komme. Du schießt jetzt gerade die Schuld auf mich. Ja. Ich merke das schon. Wahrscheinlich war das jetzt die letzte Aufnahme. Ich rub das alles beendet. Ich spiele aber privat weiter. kann man gar nicht, ne? Du kannst es. Ich könnte dir meinen Code geben, was würde ich dann natürlich nicht tun. Kann ich den kaufen oder so? Kann man den... Genau, du kannst ihn ersteigern. Könnte ich abspießen? Oh, jetzt habe ich. Mein Speer ist an dir kaputt gegangen. An mir? An mir Fred, ja. Fire? An deiner muskulösen Brust. Ah, das höre ich öfters, dass da Speere kaputt gehen. Hast du gerade eine Shisha am Start? Ja. Das hört man. Echt jetzt? Ja. Ich habe den Rauch gehört. Ihr auch, Leute, oder? Das hat man ganz klar gehört. Ja, das ist ja aber ungesund, Ju. Ist ungesund? Ja. Dann höre ich auch. Wusstest du, dass eine Shisha genauso ungesund ist wie 4 Schachteln Zigaretten am Tag? Ja. Ja. Deswegen rauche ich auch kein Shisha. Sondern E-Zigarette. Ich habe meinen Vaporizer. Was ist denn das? Ein das steckt man sich tatsächlich einfach in den Mund und das andere Ende vom Schlauch. Ja. Dein Vaporizer hat sich anders, wärst du bei ice.de shoppen gewesen. Ja. Der neue Satisfyer 100. Der neue Vaporizer. Der jetzt Vaporizer. Für ihn und für sie. Oh Gott, ey. Vibriert der auch. Der vibriert immer sehr angenehm in meinem Mund. Komm, Alter, ich töte dich jetzt. Wo bist du? Der neue Vaporizer. Jetzt im Handel. Nee, jetzt mal im Ernst, was machst du denn da? Puffst du? Ja, das ist so Dampf, nennt man das. Aber warum tust du das? Das weil ist doch so Liquid-Zeugs, oder? Genau, Liquid-Zeug. Kannst du mit Nikotin, ohne Nikotin, sonst was machen, ne? Mhm. Ja, so ein bisschen, weil ich dieses Dampfen sehr gerne mag. Okay, so aber das ist nicht ungesund. Ich meine, ungesund ist alles im Leben, aber... Also ich glaube, das Gesündeste ist einfach nur Luft zu dampfen, ne? Okay, das ist in Ordnung. Also magst du mal meinen Furz dampfen? Der ist genauso gut. Kann ich auch mal Liquid... Furz-Liquid von Gnu, Alter. Boah. Der zieht richtig rein. Ist ja auch im Prinzip nur Luft einrauchen. Weiß ich nicht, ob das bei dir nur Luft ist. Das sind tödliche Gase. Ja. Und sonst? Und sonst so? Wie geht's dir? Ich so, nicht wenn hoch. Du wiederkommst, ich mache ein bisschen was Gesundes mal für dich. Ja, ich bring dir gerade. Ja. Sehr ne? gern. Ich bin gerade auf den. Plastik ist. Oh ja, stimmt. Ich bin gerade auf der vegetarischen. Seit 2021 bin ich jetzt Veggie. Deswegen. Also, ich versuch's zumindest. Weil ich einfach gut. Ja, genau, weil ich Kartoffeln mag und weil ich mir denke, ich glaube, es geht auch ohne Fleisch. Aber Kartoffeln sind ja auch mega. Ja. Ich kenne keinen Menschen, der keine Kartoffel mag. Ich auch nicht. Gibt's jemand im Chat? Gibt's hier im Chat jemand? Sofort bannen. Sagt's keiner. Ja, doch. Ey. Victoria, Kalinator. Ja, oh doch, schon so viele. Es gibt eine ganze Sekte dagegen. Warum? Habt ihr schon mal gute Kartoffels gegessen? Mit Liebe also zubereitet? Kartoffeln, Bratkartoffeln, Reis, was? Pommes. Pommes! Alles mit Kartoffeln ist geil einfach und wenig Kalorien, Freunde. Ja. Hier, Ju, guck mal, wie viel. Guck mal, Ju, guck mal, guck mal. Was ist das? Ach, Planken, geil. Alter! Nein! Wie viel, wo hast du die her? Ja, alles auf der Insel, auf die du niemals. Hin wolltest. Doch, niemals. Es war alles, so alles von der Insel. Also es waren jetzt 4 Palmen, in der Kiste war noch sau viel. Also Kisten, also Inseln sind am besten, wenn du Holz möchtest. Da liegt doch mehr Holz, das ist nicht mehr eingesammelt. Ja, mein Inventar ist einfach voll, deswegen. Ja, da kriegst du den Hals nicht voll hier, ne? Jetzt hab ich zu viel. Ich habe immer noch kein Plastik halt. Plastik braucht man, ne? Da. Wieso wickelt unser Boot so dumm? Kann so, Alter, was geht mit unserem Boot ab? Merkst du das? Ja, ist los. Das wiggelt richtig. Okay, wir müssen mal weg. Okay, wir haben die Insel vollständig gelootet. Oh, und Seetang hast du. Geil, den schmelze ich direkt mal hier. Mach mal ein bisschen hier das Glibberzeug hier. Guck mal, hier ist auch 4x Kunststoff für dich.
Plastik. Ja, gönn ich. Also wir haben auf jeden Fall 90% der Leute mögen Kartoffeln. Damit können wir schon mal leben, Leute. Also so, das ist in Ordnung. Deswegen haben wir heute auch eine Hörnchenfüllung mit Kartoffeln. Bei mir sind hier nur Kartoffeln. So. Kartoffel. Fopp. Oh, komm. Okay, was ist also der Plan, Ju, der nächste? Also, der Plan ist hier gerade so ein bisschen zu expandieren einfach, ne? Man muss ja auch ein bisschen wirtschaftlicher denken, deswegen auch diese ganzen Netze hier. Und ich dachte, wir bauen ein enorm langes. Also ich würde erstmal ausbauen, damit die Netze so ein bisschen geschützt sind vom Hai, damit er die nicht jetzt direkt tackelt hier. Deswegen brauche ich noch sehr viel Plastik, um drumherum zu bauen. Und danach würde ich mal sagen, gucken wir mal, was es Neues gibt, was wir eigentlich erforscht haben und schon bauen können. Aber ich glaube, diese Grundstoffe werden wir immer wieder benötigen, deswegen sind die Netze so essentiell. Das hast du sehr schön gesagt, ja. Finde ich auch. Sehe ich Habe sehr lange genauso. geübt. Das für diesen einen Moment. Diesen, ja. Ich habe ja gepitcht. Ich muss ja gerade ein neues Projekt an dich pitchen. Die Netze sind alle falsch rum. Das ist egal, Shane. Dankeschön, Nein, für die Information. Das wusste ich tatsächlich selber nicht. So, ich möchte jetzt, genau, also auch an die Community. Ihr könnt auch gerne reinhauen, wenn ihr sagt, hey, das wäre jetzt eine coole Idee oder ihr solltet jetzt das und das machen. Also, was Ju sein Wunsch ist, wir bauen aus. Ich würde tatsächlich gerne Richtung Lama gehen. Scheiß Plot Twist, es gibt gar Lama. keine Lamas hier. Ey, dann wäre ich traurig. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Ne? Wie sehen die denn aus, die Lamas? Ich brauche einen Lama. Greifen wir uns an, die Lamas? Nein, die sind lieb. Ey, das ist eine gute Frage. Habe ich den Hai gerade getötet? Also die Leute sagen auch, wir sollen mehr das Raft groß halten und mehrstöckig bauen. Das wäre vielleicht auch noch ein Ziel, Ja, was. zwei Etagen wären super nice. Ja. Magst du das in Anspruch nehmen? Boah, ich bin der Architekt. Okay, lass mich Okay. den Architekt spielen hier. Okay. Ich habe so viel Architektur damals studiert. Nein, habe ich Was? nicht. Nein, habe ich nicht. Ich gerade so, soll ich jetzt Aber fragen, was? meine Verwandten in Singapur sind Architekten. Haben sehr schöne Häuser gebaut. Demnach traue ich mir das zu. Sehr schön, hau rein, ich bin gespannt. Ich mag so Shoebox-Apartments, so wenn alles so klein, süß gehalten ist, aber halt einfach so richtig funktionell. So Aha. Minimalisten-Style. So ganz Nicht groß mag gut. ich nicht. Warum magst du es eher groß? Nö, ich mag's auch gerne klein. Also so, was Gebäude angeht. Wieso Muss man denke noch ich immer mal. zweideutig? So, ich würde jetzt mal sagen, wir bauen noch weitere Kästen. Cashies. Ein Fass. Wo ist ein Fass? Oh, das ist wieder eine Den Insel. sitzen wir auch einfach Oh, das weg ist wieder eine hier. Insel. Du hast ja gesagt, gegen Insel hast du jetzt nichts mehr, seitdem wir da so geil gelootet haben, gell? Habe ich Seit der das Insel, richtig also ich gehört? brauche eigentlich nur, ich bräuchte nur Plastik. Ja, das hole ich dir. Oh, töt, warte, töten, 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 töten die Sau. Töten, das ist. Ah! Scheiße. Warte, ich habe hier noch Plastik, 7 Stück. 7 Plastik hier auf dem Boden für dich. Aha. Da. Sehr schön. Guck mal, ich habe jetzt 4 Truhen gemacht. Sehr schön. Und ich habe Wir noch machen. 14 Holz für dich. Geil. Und Das ist ein geil, wir haben Leben. jetzt richtig viel, ey. Wo hast denn das alles her jetzt? Und Weißt du, ich wir habe machen noch das. mal 2 Scharniere. Nein, ich wollte Schilder bauen. Hatte aber When schon you ganz viele. tried your best, but you don't Guck mal, jetzt succeed. können wir doch. Music so hot. When you get what you want. Nein, Spaß, hör Guck, auf. wir machen die Schilder da dran und dann machen wir das richtig schön. Das heißt, hier kommt zum Beispiel alles, was mit Essen zu tun hat. Okay, sehr gut. Und wie Oh. geil, guck mal, das Ding geht auf und das Schild ist einfach davor. Wir nutzen den Oh, Grafikfehler ach, für das die ist ja Übersicht. süß. Ach, wie cool. Voll nice. Warte, ich tu mal das ganze Ah, Essen wenn ich so weit bauen muss. rüberpacken. Wir haben ja noch. Ich hoffe, das kann Music das Fleisch so auch hot. verderben, Leute, und sowas. Geht das? Oder so bleibt das Heidi Heidi? Voll gut. Da kommt jemand mit Struktur. Ich wusste schon, dass du Struktur hast, als ich deinen Vlog gesehen habe, dass sogar deine Kabel schön zusammengerollt. Überall liegt alles passend im Regal. Da wusste ich Ja, ich bin schon, da so ein, das ich bin ist so ein ein Mann der Ordnungsmensch. Struktur. Ja, Deswegen ist finde das ich gut. eigentlich das perfekte Spiel. Da kannst du jetzt den Ordnungstrieb richtig rauslassen. Boah, ich lebe das Leben, was ich immer leben wollte hier in diesem Spiel. Guck mal, ich mache noch eine schöne Aussicht für dich hier. Oh.
Jetzt wird's ramondisch. Oh, wir haben ein Fass. Ey, wir haben so viel Zeugs, Jo. Das ist ja richtig. Stuhl. Gang. Ja, Gang hat nicht mehr hingepasst, leider. Du, ich glaub mir, damit würde man Geld machen. Mit deinem Stuhlgang? Ja, mich haben echt schon Leute gefragt, ob sie meinen Gaming-Chair haben können, den ich 5 Jahre hatte, wo ich gesagt habe, Leute, den wollt ihr nicht. Shit, ey, da habe ich, also, das, es gibt so Dinge, die will ich einfach Leuten nicht geben. Das ist wie, ich gebe euch ja auch nicht meine gebrauchten Unterhosen. Und so ein 5 Jahre alter benutzter Stuhl, der hat schon was von einer gebrauchten Unterhose, finde ich. Oder? Sehe ich das zu dramatisch? Ich glaube, du bist da extremst am Überdramatisieren. Ey, wie oft furze ich in diesen Stuhl? Wie oft schwitzt man im Sommer und hat Arschwasser, was auf dem Stuhl landet? Also das okay. ist ja auch nichts. Weißt du, das ist ja auch nichts Geiles. Geil. Und so. Das ist halt alles. Geil? Ja, so, ich brauche immer noch Plastik. Töte die Möwe! Wo ist die Möwe? Ich habe gar keine Waffe mehr für die Möwe. Doch, habe ich. Ja, und jetzt schreibt ihr alle I, ne? Jetzt würdet ihr es nicht mehr wollen. Wer will noch meinen Stuhl? Wer will denn meinen Stuhl? Da habe ich noch nie reingefurzt. Weil ich das glaube ich dir nicht. Ich habe es nie gelernt von meinen Eltern. Glaube ich dir nicht. Furzen meine Mama hat immer gesagt, warum furzet und rülpset ihr nicht? Hat das Mal euch nicht geschmacket? Okay, ist das eigentlich wirklich so? Gesprochen. Bei Martin Luther Kings in seiner Philosophie wahrscheinlich. Aber in Singapur ist auch so. Die Leute rülpsen ein bisschen mehr, die wirklich essen, ihr essen, dann rülpsen die erstmal, da kommen Bröckchen raus so. Und das ist einfach so ein Zeichen, das Essen war geil, das Essen war gut. Ey, das war so witzig, da waren wir in Australien. Und da, ich weiß Busen. Nicht, was es war. Ich glaube tatsächlich lieber mal WhatsApp, ist zu hart hier. Zu hart hier? Ja, ich lass es lieber. Das erzähle ich dir. Okay. Kein also, Mann. Haben. Kannst jetzt immer noch überlegen. Na, ich glaube, das ist schon die Grenze. Nee, das wollen wir nicht. Welchen Stuhl hast du? Jetzt habe ich einen Noble Chair, aber ich hatte sonst immer einen DX-Racer und der war einfach. Das war abartig, was da abgegangen ist auf dem Stuhl. Steinbar. The Last of Us 3, ist es überhaupt schon in der Sprache? Du hast eigentlich The Last of Us 3 gespielt? Nee, habe ich nicht. Zweimal nicht? Zweimal nicht, nee. Also, und hast du... Oh, der blöde Hai! Der da Hai? Hinten! Oh, da kommt man ja gar nicht mehr hin, so groß ist das Floß schon. Scheiße, nein, du Sau! hast du The Last of Us 1 oder so gespielt? Last auch nicht? Nee, hab ich noch nicht gespielt, nee. Kann ich dir empfehlen. Weich, hart. Oh, süß! Echt jetzt? Tust du es nach weich und hart sortieren? Ja, ich wüsste nicht, wie genau sonst, weil ich würde so Schrott und Steine reintun. Warte, warum tust du eine Kokosnuss rein? Ich habe doch extra Essen hier. Na, genug. Ja, da ist doch, da ist doch Essen. Was willst du denn von mir? What the fuck? Hart und weich? Ich würde es eher nach Plastik. Guck mal, hier hast du wieder 6 Plastik, oder Max? Hier. Warte, habe ich mir extra aus dem Körper geholt für dich. Direkt aus deinem Körper geholt. Oh Gott. So. Also jetzt haben wir hier Mittel, da würde ich so Mittelbarre reinmachen, das heißt so Ziegelsteine, alles was wir hier in die Schmelze gelegt haben, Scharniere haben wir auch aus Eisenbarren gemacht. Musst du es so kompliziert machen? Ich weiß nicht, ich glaube es ist sehr kompliziert. Wieso Mittel, was ist denn Mittel? Also Mittelbarre, also so Zwischenprodukte dachte ich, so Nägel, die wir aus Schrott gemacht haben. Ich suche gerade noch nach dem richtigen, zum Beispiel bei Mittel wären auch Nägel drin. Mach du das. Das Problem ist, wenn du nicht mitmachst, dann bin ich jetzt nochmal aufräumen. Ey, nein, ich muss nur wissen, was du reinpackst, dann packe ich die anderen Sachen auch rein. Das meine ich. Sortier du das und ich baue so lange ab. So typisch Mann, weißt du, Mann voll durchgetaktet, die Frau einfach nur so, was? Weiß ich gar nicht, ist das so? Nein, weil manchmal schon, ja. So. Also, wir haben weich. Da kommt zum Beispiel das hier. Da kommt bei Mittel, weil wir das geschmolzen haben, kommt das hier rein. Da kommen noch Ziegelsteine rein. Bei Essen kommt zum Beispiel Samen. Wie dann? Wie mit Liebe er es einfach sortiert. Brauchen wir noch Metall oder sowas? Bringt das was? Ist das hier überhaupt Abbau? Metall? Ey, du kannst gerne alles abbauen, was du möchtest. Okay. Wenn ich das... Ja, erfüllt, ba, ba, so. Ba. Ja, schon. Ich glaube, so sehr wie dich das Sortieren hier gerade erfüllt. So, dann würde ich sagen, säge mal weiter. Ich hau dir mal den ganzen Shit hier hin. Welchen Shit?
Da, es kommt gerade alles aus meinem Körper raus. Plastik. Schon wieder die dumme Möwe, ey. Warte. Ey, ich treffe die nicht mehr. Rezepte, okay, Essen brauchen wir auf jeden Fall mehr. Wir brauchen noch einen Kasten. Wir machen direkt noch einen Kasten. Hey, da fliegen zwei Kistchen weg. Schrott und Schrott. Scharnier. Oh, das fliegt weg. Schrott brauche ich. Scharnier. Ja, ah, wir haben kein Eisen. Okay, Eisen bräuchten wir halt. Ah, nee, wir haben Scharniere. Scharnieri. So, auf geht's in die hohe See. That's what she said, Counter 4. Was? So, Tierprodukt. Tierprodukte. Tierprodukte sind zum Beispiel, ja, Muscheln. Tieri-Produkti. Das hier, ah, das ist eigentlich Item eher. Aber hier Federn zum Beispiel. Oh. Seile sind auch Mittelprodukte, weil die kommen ja von Pflanzen. Aber warum? Ach so, du meinst alles, was aus etwas entstanden ist, quasi. Korrekt. Ach so, da müssen wir auch in Mittel rein. Samen, wer hat denn, hä, irgendjemand tut hier immer so komische. Ich weiß nicht, das muss Baby gewesen sein. Ey, das spielt. Meer geht gerade richtig ab, ne? Ich sehe schon gerade, ich habe das Gefühl, wir sind komplett unter Wasser gerade. Ja, eigentlich schon. Lass uns. Wenn ihr ein Radar baut, aber wie kann ich das? Genau, wir wollten doch ein Radar bauen. Jo. So, diese Farben will ich gar nicht haben, ey. Ein Radar. Knusstuhl. Ein Radar. Wie ging denn das nochmal? Vergiss bitte nicht zu essen und alles, geh. Hast du mich verstanden? So. Ich glaube, ich hab's jetzt gleich. Genau, ich guck mal kurz nach einem Radar. Haben wir den überhaupt schon? Ein Radar können wir, glaube ich, schon bauen. Batterie? Mhm. Ich sehe noch kein Radar. So. Wir können uns größere Flaschen bauen, weil wir haben jetzt dieses Glibberzeug. Ja, sehr gut. Glibbi, glibbi. Und Radar sehe ich nicht, Ju. Siehst du einen? Ich schaue noch mal kurz. Oh, ich habe schon eine Flasche. Guck, willst du sie haben? Oh, hast du eine? Ja. Dann könnten wir nämlich daraus Taucherausrüstung machen. Oder wir können daraus trinken. Hast du die denn? Ja, genau. Mach du dir mal ein Trinkbecherchen. Ich glaube, das fühlt sich für mich besser an. Okay, man kann 4-mal oder 5-mal auffüllen. Das Problem ist. So, ja, eigentlich bräuchte man ja 2. Einmal für Salzwasser und einmal für Süßwasser. Hm. Süßi! Federn? Ich tue nochmal die anderen Sachen. Wo kommt denn eigentlich dann der Haikopf hin und sowas? Und ja, eigentlich bräuchte man nochmal so ein Ding für Equipment vielleicht. Ja. Und Muscheln und sowas? Mhm. Muscheln ist ja Tierprodukt, also hier irgendwo. Ah, okay. Du hast Frierfoto. Ey, das sieht doch gut aus. Chat, was sagt ihr? Was sagt ihr? Warum sind da Palmsamen bei Tierprodukt drin? Und Ananas und Melone? Ja, bei Samen bin ich mir auch noch unsicher. Oh. Ist perfekt. Chat, vielen lieben Dank. Ich werde. Ja, ich krieg mein Lob woanders her. Alles gut. Alles gut. Cry me a river. Cry me a river. Creamy. So, okay, weich. Ups. So, Plastik dachte ich, ist eher weich. Also, ich glaube, das wird sich eh nochmal komplett ändern. Was ist denn EA Sport? Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen am Struggling. Plastik haben wir. So. Okay. Ich würde ganz gerne jetzt ein Radar haben wollen. Ey, du blöde Scheiße. Und dann würde ich sehr gerne damit endlich mal ein Lama orten. Mhm. Und. Unter Empfänger soll ich schauen. Empfänger. Batterie haben wir hier. Ich guck mal kurz in unseren schlauen Tisch. So. Wo ist denn hier? Warum blutet diese Netzteile? Macht ja nichts hier, diese Netzteile. Wir brauchen 8 Segel. Wir brauchen 8 Segel, Freunde. Hi. Stopp. So. Bastard. So. Oh. Haben wir nicht so eins gehabt? Warte mal. Warum gibt es denn überhaupt nichts?
Achso, du lootest die ganze Zeit hier ab, ne? Von den Netzen. Ich loote gar nichts. Haben wir Kupferbarren? Ich brauche eine Leiterplatte, dann können wir einen Empfänger bauen. Du, wir sind noch nie so nah gewesen. Kupferbarren kriegst du sofort. Oh, geil. Mach ich dir. Und hast du noch Plastik oder hast du das gerade? Ich habe kein Plastik mehr. Doch, ein Plastik. Hier. Wo ist die Schmelze? So. Langsam hol mir rein. Dann mal kurz ein bisschen. So, Leute, der Empfänger kommt. Wir kommen, Lamas. Wir spielen jetzt heute Raft und danach spiele ich Among Us Proxy Chat mit coolen Leuten. Dass wir mindestens nicht überleben werden können. Überleben hier. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir sind cool. Ah, guck mal, Seetang. Freunde, Seetang können wir auch erforschen. Immer schön an den Horizont glupschen, ob wir irgendetwas erkennen. Da hinten ist schon wieder eine Insel. Die Flasche könnte ich auch zum Erforschen, aber ich will behalten. Eine Riesenmuschel können wir auch. Eine Riesenmuschel. Da wird die Muschel erforscht. So. Was können wir denn noch erforschen? Ein Vogelnest. Glas. Woher kriegen wir Glas, Freunde? Und Schmutz. Wenn wir drei Antennen haben, dann kommen wir zu einer geheimen Insel. Oh, wir brauchen auch noch Antennen. Oh, ich muss essen, ich sterbe. Ich wollte gerade schon fragen, ob du überhaupt isst. Ernähren sie sich überhaupt? So, ich habe riesigen Fisch gerade gesnackt. Sehr gut. Lecker. Oh ja, warte, wir haben doch hier unsere Foodie-Kiste. Foodie-Kiste. Boah, den versifften Fisch esse ich jetzt mal. Der wartet ja auch schon eine ganze Weile. So. Wasser geil. Auffüllen? Ja. Irgendwie kommt gar nichts mehr an Dingen. Es kommt nichts mehr. Warum? Der Ozean ist komplett leer, der ist komplett sauber. Ja, wir haben es geschafft, spiel's durch. Stress. Kupferbarren, ist der schon fertig jetzt? Kann ich den nehmen? Der ist fertig, wenn er so. Okay. Ja, der ist fertig. Okay, davon brauchen wir zwei. Ach so. Weil dann können wir uns den Empfänger machen. Ach, geil. Und dann können wir Lamas und so holen. Wo gibt's denn Hühner? Alles führt immer zu Lamas. Oh, da hinten ist noch eine Insel. Ich bin entzückt. Sand, Glas, Sand haben wir, habe ich gesehen. Kann mich gar nicht entscheiden. Oder kommen wir daher? Nee, oder? Da sind noch Palmen drauf. Wie ist es eigentlich? Verschwinden die Inseln dann oder kann man die theoretisch nochmal looten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das Spiel funktioniert ein bisschen so, dass man dann immer was Neues findet. Genau, immer was Neues findet. Ich glaube, oder die spawnen immer neu, ich weiß nicht. Sandschmelz, dann kriegen wir Glas. Glas können wir erforschen und dann sind wir rich as fuck. Wir machen Glas-Business auf. Wuhu! Ton auch erforschen? Ah ja. Tön. Metall so. Vielleicht auch erforschen? Oh, wir haben so viel Metallerz. Ja. Echt? Ja, also hast du anscheinend gefunden. Jetzt geht's ja richtig ab hier. Voll die entspannte Musik. Ich höre tatsächlich gar keine Musik in diesem Spiel. Ich weiß gar nicht warum. Warte, ich mach mal lauter. Guck, Nus. Also manchmal kommt Musik einfach random. Nö, ich glaube, wenn du es laut machst, ist die immer da, oder? Nee. Die ist so. Oh, da sind Fässer. Auf 100%. So, Kupferbarren, Miste. Yeah, warte, hole ich gleich. Geilo. Geilo, dann brauche ich jetzt nur noch ein bisschen Kupfer. Geh kurz auf die Insel und dann noch machen... Kupfer? Ich brauche einfach nur noch Plastik. Drei Plastik. Da ist schon mal einer. Warte, machen wir das kurz, bevor wir auf die Insel pacen. So. Und dann können wir nämlich den Empfänger bauen. So. Eine Netzschusskanone brauchen wir dann auch noch, um die Lamas überhaupt zu fangen. Eine Netzschusskanone. So. Okay, jetzt kann ich das anscheinend machen. Let me see. So. Da war der Empfänger. Genau, jetzt kann ich nämlich dieses Ding hier machen. Ah, ich brauche noch einen Kunsti. Ein Kunststoff noch, Ju. Einen, da ist noch einer. Okay, Möwe. Warte, ich hole. Jetzt. Mach die Möwe tot. Bam! Yes. So, einfach jetzt kann ich das gekillt. Herstellen. Und jetzt wirst du gegrillt. Sehr gut, töte sie. Wer will Chicken Wings? Jetzt habe ich doch alles.
Nötig zum Auffinden von Funksignalen in der Nähe. Glas. Ich hab das doch jetzt. Warum kann ich das? Muss ich das reinpacken? Erforschen? Ah, lernen. Geil. Ja. Jo, wir haben einen Empfänger. Aber yes. Lass den dann. Dann müssen wir das Floß auf jeden Fall größer bauen. Ja. Dann haben wir gar keinen Platz. Und demnach müssten wir halt erstmal ein bisschen segeln. Und ich brauche jetzt wieder zwei Kupferdinger. Vielleicht kannst du mir die schon mal machen. Ah. Hier, fortschrittlicher Reiniger, kann mehrere Tassen Wasser auf einmal reinigen, benötigt keinen Treibstoff. Das heißt, wir brauchen keine Planken mehr. Geil. Das bauen wir doch mal. Sehr nice. Und ich würde gerne noch, ich brauche noch mal zwei Kupferbarren, weil dann könnten wir noch mal, könnten wir den Empfänger jetzt bauen. Mach ich das wäre ja. Nice. Alles, was du willst. Jo. Ich brauche sehr viel Glas jetzt auch. Scheiße. So. Okay, wir müssen gleich echt ganz, ganz viel Holz und Plastik holen. Okay. Ich habe, glaube ich, ganz viel. Ich habe gerade eine gute Frage gestellt bekommen. Ich tue es im passenden Ton lesen, warte. Okay. Wozu habt ihr eigentlich einen Anker, wenn ihr ihn nicht benutzt? Ja, eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Nächste Frage. Also wir brauchen den halt nicht, ne? Genau, momentan. Warum? Also wir haben zwar eigentlich nur Deko. Die Winde stehen gut, Freunde. Aber ich kann ihn gerne setzen. Dann hast du auch deinen Frieden. Genau. So, Anker so ich schmeiß dir mal alles, was du vielleicht brauchen könntest. Was brauchst du denn überhaupt? Nur Plastik. Ach so, scheiße, ich auch. Hi! Hi hat gerade wieder was kaputt gemacht. Unser Floß ist so groß, wir merken es nicht mal. Wofür brauchst du Plastik eigentlich? Achso, für das. Um den Empfänger zu bauen. Okay, also, eins nach dem anderen genug. Also wir müssen natürlich, wir brauchen natürlich auch, ne? Eine Prio-Liste. Ich glaube, wir müssen das Floß erstmal weiter aufbauen. Damit wir überhaupt den Stirb. Möwe, Alter. So. Und dann holen wir uns danach erstmal ein. Geschütz, damit wir die Möwen automatisch töten können, falls es das gibt. Oh ja. Wie viel Kupferbarren brauchst du? Ich brauche zwei wieder. Und auf jeden Fall eine zweite. Ganz viel Plastik. Also wir können jetzt ja echt mal auf Plastikjagd gehen. Und wir brauchen, ja, voll viel Plastik. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine zweite Schmelze. Ich baue nochmal eine zweite Schmelze. Mhm. Eine Schmelze. Wir brauchen Trockenziegel brauchen wir. Schmelzi. Nägel brauchen wir. 6 Stück. Ach, Scheißdreck. Ach. So, wo geht das Segel hin? Genau, sehr schön auf die Sachen hierzu. Das muss genauso sein. Nasser Ziegel, davon brauchen wir 6. Perfekt. Die trocknen wir jetzt hier, Freunde. Ist der Anker geschmissen worden? Der ist geschmissen worden. Ach so, ja. Deswegen geht's weiter. So. Dann brauche ich eine zweite Schmelze, weil wir müssen echt anscheinend sehr viel schmelzen. Okay, dann hole ich jetzt schon mal das ganze Plastikzeug aus dem Wasser. Schrott. Genau, morgen ist ab 21 Uhr. Nichts gesagt. So, was? Was hast du gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Nee, warum? Bist du jetzt Schmolli? Nee, wir brauchen Schrott, aber wir hatten Schrott deswegen. Ah, okay. Ja, voll viel Schrott. I rest my case here. Die Ziegel trocknen. Plastik gönne ich mir. Sehr schön. Der Hai gönnt sich mich. Echt? Ich dachte, er holt sich. Okay. Ja, du, das ist voll in Ordnung. So, ich will jetzt Plastik haben. I'm a Plastic Girl. Diese Netzteile sind auf einmal so wack. Ja, jetzt passt es. Aber ich glaube, der Hai hat schon mein Netzteil abgefressen. Ja. Oder? Ja, deswegen muss ich eigentlich schnell bauen. Ja. Ja, das ist weg. Die Drecksau. Ja, der ist immer so ruhig. Der macht das jetzt schon so ganz sneaky. Sneaky peaky. Okay. Wir müssen jetzt auf See bleiben, Gnu. Du weißt nicht, wie wichtig das ist. Ja. Wir holen jetzt ganz viel Plastik. Ich baue meinen Sensor. Du baust aus und machst Netze, oder? Ja, was Netze habe ich Ziel? Eigentlich schon. Aber ich wollte die zweite Etage anfangen. Okay, weil letztens stand schon hier, Empfänger muss auf zweite Etage oder so. Das heißt, dafür brauche ich ja nochmal richtig viel Plastik. Holz und Plastik. Obwohl Holz haben wir eigentlich recht viel.
Okay. Da meint jemand vielleicht bei den Kisten statt hart und weich einfach Rüschte. Nö, gefällt mir nicht. Ja, man muss ja auch ehrlich sein, wenn man wieder angegriffen. Nein, du es nimmst dich persönlich in Anspruch. Doch, doch. Nehmt es schon gerne persönlich. Frohes neues Jahr! Wo fangen wir die zweite Etage an? Hast du eigentlich schon mal Morddrohungen und sowas erhalten? Morddrohung? Ist Nee, es so, nee. dass es jeder YouTuber bekommt? Nein, du hast nie bekommen? Ich habe noch nie welche bekommen, nee. Echt? Hat Holy auch shit. nicht vor, welche zu bekommen, eigentlich. Also, du schon? Ja. Also eigentlich die meisten Leute so, mit denen ich darüber rede. Ja, okay, es gibt natürlich ein paar Leute, die sagen, ey, wenn ich dich sehe, dann steche ich dich ab. Ja, das meine ich ja. Ach so. Ah, das ist doch nichts. Das Kann ist man tatsächlich Routine. alle easy anzeigen. Ist auch ein Business, kann man auch Cash machen mit. Genau, stimmt. Ich werde reich. Ich bin gar nicht, ich bin reich geworden durch die Anzeigen an die Leute. Ja, Bin ist ein Geschäft. Was sind eigentlich so die Kommentare, die dich am meisten treffen, oder bist du schon so abgeklärt, dass dich gar nichts mehr trifft? Ah, das ist eine gute Frage. Die mich wirklich Music treffen. so hard. Ich könnte mir keinen Kommentar vorstellen, wo ich jetzt sagen würde, boah, das hat mich fertig gemacht jetzt. Jetzt geht es mir richtig schlecht. Oder wo du sagst, da bist du echt kurz mal schmolli und das ärgert dich einfach. Boah, eigentlich gefühlt bei fast allem, was der Chat immer schreibt. Das war eine gute Antwort. Die Arme mal voll weggedisst. Wenn ihr Vorlagen gibt, ist es genug Schuld, dass sie gedisst werden. Nein, ich stress mich alles, was ihr schreibt, Leute. Ihr ganzes Gelaber. Ja, Nein. ich hatte doch noch Sand und all den Shit hier. Da vorne ist wieder eine kleine Insel, die wir looten könnten. Nein, keine Insel. Wir Nein, brauchen ganz, Plastik. also die Nein. untergehen. Jetzt, hey, Nein. Ey, hey. wir brauchen Plastik. Ey, willst du mal Plastik, hä? Guck mal, hier. Aber du brauchst ihn doch selber. Ja, siehst du, wie viel das ist? Ey, hör auf, jetzt wie so ein Irrer hinter mir zu bauen. Ich Wie so ein baue. Zuchti direkt, sagt nichts. Reparieren. Aber da vorne ist so eine kleine Plattform, weißt du, da sind wir bestimmt in der Kiste ganz viele tolle Sachen drin. Eine Plattform? Okay. Weil das sind ja oft teilweise 8 Plastik drin oder sowas. Ja? Ja. Das höre Deswegen will ich ich ja gerne. auch immer die Kisten haben. Die gibt es dort auf jeden Fall. Dann darf ich Okay. das ansteuern? Du darfst das ansteuern. Okay. Moment. So. Mit mittlerer So. Maustaste kann man schnell reparieren. Ah, geil, danke dir. Ah ja, geil. Da hinten ist auch wieder eine Insel. Ich kann Nein. nie. Keine Insel, Freunde, keine Ja, Insel. okay. Ich kann nie. Und da ist auch wieder eine. Das macht mich fertig. Oh nein, wir Muss ich ja brauchen wieder bauen. Glibber. Wir haben keinen Rotz. Wie kriege ich den Glibber? Wie können wir den machen? Den Glibber kannst du machen, indem du Seetang in die Schmelze reintust. Boah, kannst du das kurz machen? Das mache ich sehr gerne für dich. Das ist aber sehr nett. Weil dann können wir gleich. Oh, die Also einmal Insel. Glibber hast du hier, ne? Ach so, perfekt. Im Dann hole ich mir den. Mittelding. Entschuldigung, ich blick mit deinem Konzept noch nicht so ganz durch. Ich aber auch nicht. Nee. Das ist gut. So, So, wir Trockenziegel brauchen. sind da. Und Das heißt, zwei wir bauen eine neue Kupfer. Schmelze. Warte, ich. Wo finde ich Kupfer? Kupferbarren. Ja. Bei mir. Gebe ich Hast dir. du die schon? Schmelze die ganze Zeit. Ja, Ah, zwei habe ich. geil. Geil, wo? Mann. My life be like. Yeah. So, jetzt kann ich nämlich erstmal das Wow. erstellen. Lamas ziehen Wale an, die das Boot zerstören. Was? Du lügst. Ey, Was? auf gar keinen Fall holen wir uns Lamas, wenn Warum? das stimmt. Was Lamas denn? ziehen Wale an, die das Floß zerstören. Das Echt ist eine Lüge, jetzt? ist safe eine Lüge, oder? Das wär's. Das fände ich aber witzig. Oh nein, ich brauche noch mal so eine Leiter. Hast du noch mal so eine Leiterplatte? Ne, ich hatte noch nie eine Leiterplatte. Scheiße, wir müssen dann noch eine machen. Das hört ja gar nicht mehr auf.
Oh, fuck my life. Ich muss dann also nochmal, ich brauche nochmal Rotz und Kupfer. Ich brauche nochmal zwei Kupferdinger, leider. Glaubst du, die Ja. kannst du mir nochmal machen? Mach ich, mach ich, mach Sind wir ich. jetzt an der Insel vorbeigeschwommen? Oh nein, da ist sie doch. Sie ist untergegangen. Nee, sie geht unter. Warte, ich gehe da jetzt hin. Moment. Warum geht sie unter? Puff. Weil die nicht gekonkert werden möchte. Manche Inseln wollen einfach mal ein bisschen so Ah, die alleine geht. sein. Nein, die wird jetzt geplündert. Ey, diese Haine. So, Macht die und da alles hinten ist eine kaputt. Insel, by the way. Komm, ich spieß dir ins Maul! Boah, ich hab ihn ins Maul gespießt, dann kann er mir nichts machen. Haha, Bastard, komm zurück, ich mach das nochmal. Warte, komm her. Wo ist die Drecksau? Ich mach den fertig, komm her. Komm her, Bitch. Ich mach grad voll den Unterwasser-Fight, merkst du das eigentlich? Nee, aber ich bin super Boah, stolz ich auf spieß den richtig dich. ab. Boah, der ist abgehauen jetzt, ne, gell? Ha, hast du gesehen? Komm her, so. Ha! Ja. Warte mal, wo ist das Floß? Wo ist das Floß? Das Floß ist weg! Oh mein Gott, du bist voll weit Echt? weg! Wo Oh bist du mein denn? Gott. Ja, ich Spring bin mal. gerade hier. Hier, spring noch mal. Ey, das ist so ein Albtraum mit dem Hai da, ne? Wie der ankommt, das wäre für mich ein absoluter Albtraum, was der gerade macht. Ich sehe dich nicht. Warte, ich komme. Das nehme ich noch mit. Ich habe die Bitch unter Kontrolle, das ist voll cool. Weil ich habe jetzt keine Angst mehr vor dem Hai. Doch, ich habe ihn verloren. Hilfe! Wo bist du Kommst du von der bloß? Insel Richtung Insel? Nein, nein, warte, ich komme. Das ist so eklig, wie der Ich tue auch die anslidet, ganze Zeit nur so, ne? als würde ich mir Sorgen machen. Ich merkte schon, du bist schon Eigentlich gerade sammle ich die fleißig ganze Zeit hier nur. am Schmelzen, bist du schon So, fleißig. nein, scheiße. Brauchst du Hilfe? Hoffentlich sagt sie nein. So. Doch, Hilfe. So. Also der Hai wird gerade richtig bedient, gell, von mir. Also das ist Boah. richtig dirty, was ich Schön hier der gerade heißig. mache. Oh, die Drecksau, Richtig, ja, hat's. aha. Warte, das ist Schwein. Ich finde, die Betten müssen auch woanders hin. Ich bin auch Innenarchitektur. Okay, ich komme jetzt. Das blöde Floß hält nicht an. Ach, warte, ja, klar, ich kann ja Anker setzen. Das würde dir helfen, oder? Nee, nee, warte, jetzt bin ich eh gleich drauf. Okay. Oh Gott. Weg damit. Uff. Uff, 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 Machen uff, wir die uff. Betten hier. Okay, ich brauche mal ein bisschen was zu fooden und zu essen und sonst sterbe ich. So. So. Guck mal, hast du schon gesehen hier? Was? Oh, da kommen ja ganz viel Flossis auf uns zu. Schau mal. Ganz viel Und hier? Fessidis. Warte, ich guck gleich. Warte, warte, warte. Ich darf gerade hier den Jackpot nicht aus. So, jetzt wo? Hier kannst du dich hinsetzen, Oh, Rente hübsch. genießen. Mit Oh, das mache Teppich. ich sehr gerne. Nachdem ich. Oh. Ich bin sehr glücklich. Ich genieße gerade, wie das ganze wertvolle Plastik an mir vorbeifährt. Aber das wird ja alles gecatcht hier. Catch it. Catch it. Kein Plastik hier, was ist da los? Welch? Ein Welch? Plastik. Je. So. Okay, wir brauchen mehr Netze. Wir können nicht dieses mit einmal dazwischen. Das funktioniert nicht. Habe ich jetzt im Gefühl, habe ich im Urin. Funktioniert nicht. So, ich fress mal kurz ein bisschen Hai. Planken Mann! drin. Oh, ich muss trinken, essen. Ja, ich hab's auch total vergessen. Ich vergesse das total. Auch im Real Life, ich habe noch gar nicht richtig gegessen. Echt? Ja. Das vergesse ich nicht. Doch manchmal schon. Wenn ich hart am Zocken bin. Und die Community wieder schreibt, jetzt isst doch und trink mal was. Da habt ihr so recht, da habt ihr so recht. Meine Community sagt, hör auf zu essen. Hör auf zu essen, wir tragen das nicht mehr. So. Ich brauche auf jeden Fall. Ah, genau, die zwei Kupferdinger hast du schon gemacht oder machst du die noch? Ja, habe ich. Sehr geil, weil dann können wir jetzt unseren Shit machen. So, wo sind die? Kann ich die schon nehmen? Die sind hier. Gebe ich dir. Yay, dankeschön. Gerne So, das schön. heißt, ich brauche nur noch einen Glibber. Haben wir noch einen Rotz? Nee, mache ich jetzt auch gleich danach. Okay, geilo. Weil So, dann. was wollen wir? Boah, der Oh, Empfänger ist man voll der kann. Akt. Hängematte könnte man auch bauen. Deliziös. Brauchen wir aber gerade nicht, ne? Warum läuft eigentlich die Musik bei Raft nicht durchgehen? Kann ich das nicht Ja, das einstellen, meine ich ja. Leute? Es hört einfach Ja. mittendrin auf. Finde ich voll schade, weil das ist eigentlich voll entspannend. Geht es nicht, Kadetten?
So. So. Kannst du die Diese Möwe Möwe nervt. umbringen? Genau. Da liegt eh schon eine Tote im Beet. Die habe ich da einfach mal liegen lassen, weil sie mich aufgeregt hat. Ja. So macht man das. Hast du die tote Möwe? Oh mein Gott. Oh Gott. Wow. Hilfe! Oh, hast du das gesehen? Das habe ich gesehen, ja. Ich habe eine Idee, wie ich das jetzt mache. Ich brauche nur extrem viel Plastik Was, wieder. ich kann in den Einstellungen die Länge zu den Liedern einstellen? Ist es jetzt im Ernst? Nägel brauchen. Ju, du hast das Wasser nicht aufgefüllt. Das Wasser hat. Oh, es tut mir leid. Das ist in Ordnung. Einmal lasse ich es durchgehen. ja. Okay, jetzt muss ich planen. Jetzt muss ich planen. Zweite Etage. Ich würde gerne so eine Treppe hinbauen. Ah, tatsächlich lang. Maximal möchte ich es einstellen. Pause zwischen Musiktiteln. Keine. So, ich habe jetzt keine eingestellt. Ich möchte, dass keine Pause kommt. Psst, guck mal, wenn du in die Einstellungen gehst. Ey, der Scheißhai. Stirb. Stirb einfach nur. Stirb. Oh, er ist tot, oder? Wenn du mal auf Einstellungen gehst, Ju, da steht tatsächlich Pause zwischen Musiktiteln. Keine. Kurz, mittel, lang, maximal. Ach, du hast recht. Ich will jetzt keine. Jetzt kommt aber gerade gar keine Musik. Jetzt kommt keine Musik mehr, glaube ich einfach. Ja, muss man warten, bis die Musik kommt, oder? Kurz. So, Ah, wie findest du jetzt. unsere zweite Jetzt. Etage? Sehr, sehr schön. Das ist Dafür brauche ich noch wirklich Holz, perfekt. sehr impressive. Kann ich bauen? Ich es gerade abgebaut? Aufgebaut? Machst du gerade den Clipper schon? Nee, den mache ich jetzt. So, die Kofferbahn habe ich schon mal. Okay. Oh, ist die Ich Musik weiß nicht. entspannend. So, jetzt mache ich keine Einstellungen. Ich mache jetzt keine rein. So, Oh, das sieht aber jetzt. schön aus. Willst du so richtig schöne Wände haben oder? Ich glaube, man Eine kann die jetzt auch Tür. anmalen, ne? Das ist nicht die Frage gewesen. Ich möchte gerne schöne Wände. Obwohl, mach erstmal normale. Ich glaube, so Hightech können wir dann später machen. Hightech ist es nicht, aber das wäre so ein bisschen Nature-mäßig. Ja, ach, ich weiß, mit diesen Blättern. Wir haben ja genug Blätter. Das geht auf jeden Fall. Machen wir das. Ja. Nee. Yay. Okay. Sieht schön aus, finde ich. Ich hole euch heute ein Lama, Leute. Das Lama, das darf dann die Community benennen, oder? Was sagst du, Ju? Sollen wir? Ich finde, es ist eine schwache Idee. Nein, Spaß. Doch, finde ich gut. Gut. Spaß. Oh, schön. Ich habe mir was gedacht. Nicht viel, Aber es reicht. aber es ist ein Anfang. Geil. Jetzt haben wir die zweite Etage. Passiert nicht viel hier oben, aber. Erotisierend. Aha. Geil. Ich liebe dieses Spiel immer mehr. Es macht einfach nur Bock. Boah, Plastik. Juhu. Das war nur So. Holz. Dreck. Now I'm ready. Warte mal, wir können jetzt Antenne gibt es auch noch. Dafür brauchen wir einen Bolzen. Und ich brauche direkt eigentlich nochmal so ein Ding. Sowas. So, und jetzt brauchen wir einen Bolzen. Da brauchen wir Metallbarren. Haben wir einen Metallbarren? Nee, haben wir auch nicht, aber mache ich dir auch jetzt gerne. Okay. Ich brauche jetzt für, weil ich habe jetzt drei von diesen Dingern, damit wir auch gleich die eine Antenne machen können. Wir brauchen auch noch eine Antenne. Heißt, ich brauche jetzt nur noch Scharniere und dann haben wir es. Die haben wir hier drin, ne? Scharniere. Scharniere, Scharniere. Da. So, dich Jetzt bringe bauen ich wir es jetzt auch noch raus. um, du Sack. Sacks. Oh, wie süß es da liegt. Süß. Du musst drei Antennen machen. Holy shit. Das ist eine Bucht. Da vorne ist eine Insel. Ju, ich brauche die Insel. Brauchst du sie wirklich? Ja, weil du brauchst auch Holz, oder? Tief. Warum hast du Holz in hart reingetan? Ist das hartes Holz gewesen? Holz ist hart. Harz ist Holz. Wir haben einen Empfänger. Wir brauchen drei Bolzen und zwei Leiterplatten. Dann können wir nämlich noch. Hier ist der Empfänger. Magst du den platzieren? Den kann man sogar unten hinpacken. Ich gebe ihn dir mal. Hier, geh weise damit um. Da liegt er. Ah, den kann ich platzieren, ja. Geil.
cool. Jetzt brauchen wir noch 3 Antennen. 3 Antennen? Das ist ja echt heftig. Und eine Batterie noch. Ey, das hört ja gar nicht mal auf. Sieht doch ganz Batterie. Nice aus, dass die Möbel. Dann geben wir doch mal einen kleinen Kill. Tschüss. Batterie, kann ich mir eine machen. So, Batterie das haben wir auch. Ich pack mal alles, was wir für die Antenne brauchen, hier in Hard rein. Mhm. Dann haben wir das schon mal. Du kannst auch sonst den Empfänger auch da noch mal reinpacken, solange, wenn du magst. Ja, den Empfänger habe ich, aber ich brauche noch, glaube ich, ein bisschen mehr Platz. Das heißt, ich muss gerade noch mal ein bisschen umbasteln hier. Okay. Ah ja, das ist fertig. Metallbarren sind fertig. Yeah. Den Baum können wir auch, by the way, abhaken, ne? Ah ja, stimmt. Stimmt, sind wir total lang jetzt schon drauf. Gibt auch gut Holz. Holzi, holzi. Und dann können wir auch wieder neue Palmblätterchen einpacken. So. Und dann kriegt er noch Wasser. Genauso wie das hier Wasser kriegt. Und das hier hinten. Der Hai greift schon wieder an, oder? Ich hör's, ja. Hey, der macht unser Floß. Ey, der ist so unnötig, der Hai. So mega unnötig. Ja. Wir haben einen ganz anderen Vibe mittlerweile in diesem Spiel. Ja. Der Hai ist so uninteresting, so. Der ist nicht so. Der ist so eine richtige Zicke. Aufmerksamkeit fehlt ihm so einfach. Ja, ne? Richtig, Aufmerksamkeit ist geil. Ja. Boah. Die so. Netze sind der Burner einfach. So, Anker können wir schmeißen. Das mache ich kurz. So, ich kann dir mal kurz sagen, was wir noch brauchen. Wir brauchen jetzt noch 3 Antennen. Das heißt, wir brauchen noch 3 Bolzen. Also Metallbarren brauchen wir. 3 Stück, ja. Und wir brauchen, ja, wir brauchen 3 Antennen. Ja, das ist es eigentlich. Wir brauchen noch 3 Bolzen. Dann haben wir alles. Also 3 Metallbarren müsstest du noch machen. Ja. Das wäre erotisch. Genau, genau. Und dann können wir auf die Lama-Insel. Ist es eigentlich wahrscheinlich, wenn man das hat, dass man auch schnell eine Lama-Insel findet? Oder ist es so eins, 1 Million zu 1, dass man es überhaupt schafft? Ja. Okay. Lass doch erstmal einen Lama finden, bevor ihr schon Namen überlegt. Die Community überlegt sich schon Namen. Süß. Das ist cute. Ich will da hoch. Ich kann so. Nicht. Dann bauen wir mal den Empfänger. Wow, geil, das sieht nice aus, dieser Empfänger. Der Empfänger, das ist richtiger Gangster, gell? Ja, übel sick aus. Boah, Hightech, Mightech, was ist da los? Ja, Batterie nice, benötigt, wir brauchen eine Batterie. Hab ich. Nummer ist im, Batterie ist im Ding, in der Kiste, bei Hart. Aha. Hallo an euch alle, schön, dass ihr da seid. So, okay, 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 ich mach die ganze Insel platt. Komm du mir, ja. Genshin Impact spielen wir am Donnerstag, by the way. Oh, eine neue Notiz. Antenne, wir brauchen Antenne. Du hast eben gesagt, ja. Wir brauchen 3 Antennen. Die baue ich, ja. Bin ich gerade dabei. Brauchen wir jetzt 3 oder eine? Anscheinend 3. Okay. Oder nur eine. Das dann brauchen wir 3 Metallbolzis. Okay, bin ich gerade am machen. Ach, ich habe keine Planken, deswegen passiert da auch nichts. Ja, der Drecksack-Hai kommt gerade auch nicht zu mir. Ah, okay, wir brauchen. So. Voll die schöne Musik, oder? Das wird mir doch gleich. Ey, ich höre immer noch keine Musik. Echt? Du musst kurz auf kurz machen, dann kommt sie und dann kannst du auf keine machen. Jetzt kommt sie. So, warum das überhaupt so eingestellt ist? Okay. Die Batterie geht alle, ach so. Deswegen sollten wir die dann immer verwenden, wenn wir ready sind. So ist okay, ne? Also einfach ausschalten. Okay. Okay. Ja. Guck mal, oh ich habe die Schmelzen jetzt hier hingebaut. Das Problem ist, ich habe leider keine Planken mehr. Planken? Ich habe voll viele. Hier 20. Nochmal 20, nochmal. Ich habe hier 50 Planken. Boah. Ja, da sieht man mal. Das Gnu, das ist eine richtige Anschafferin.
Das ist richtige Anschafferin, ja. Sei dies. So. Ich fress mal kurz mein Melönchen. Warum kann ich hier nichts hinbauen? Oder kann ich ja. Ah, das sieht doch nice aus. Jetzt haben wir hier schön Platz. So. Betten kommen nach oben. Voll beruhigend die Musik. Das ist ja wie eine Therapie hier gerade. Ein bisschen Abstand, ne? So. Zu Corona-Zeiten, ne? Muss man ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Uhu. So, der Metallbarren macht's noch. Genau, das heißt jetzt Antenne. Schrott kann ich schon mal holen, dann wäre genug. Das reicht auch genau aus. Ja, Schrott bräuchte mir da noch ein bisschen. Hast du noch ein bisschen Schrott übrig? Ich habe, ja, noch 6 habe ich. Perfekt, die kannst du mir vielleicht direkt droppen, weil dann können wir direkt 3 von diesen Antennen machen. Wo müssen die Antennen dann hin? Hey, es läuft voll bei uns. Läuft mega, guck mal, wie riesig unser Floß wird. Hier voll ist Schrott cool. Hinter dir. Dankeschön. Ich noch eine weitere Leiter. Da passt Gefühl. Ja, da können wir ja direkt 10.000 Lamas eigentlich reinpacken, oder? Da sagt er nichts mehr. 10.000 Lamas? Es ist wie wenn so Frauen Männer überreden, endlich mal ein Kind zu kriegen, dann der Mann sagt, okay, 1, okay, 10! Ja, ich fühle mich wirklich so gerade. Ein Lama ist nicht genug. Und ich möchte noch ein Huhn. Ey, hier ist Reis aber hier. So. Ich bin auf jeden Fall gerade massiv konzentriert, Architekt zu spielen. Und ich glaube, man kann sich sehen lassen. Ja, ich gucke das gleich mal an. Ich glaube, das machst du echt ganz toll. Dann haben wir hier noch Reiniger, Wasserreiniger. Da brauchen wir Glas, hast du vorhin auch schon gesehen. Genau, Glas. Hatte ich angefangen, habe ich nicht zu Ende gebracht. Wie alles in meinem Leben. Aber ich habe 2x Glas auf jeden Fall. Sei doch nicht so hart zu dir selbst. Das heißt, aber für Glas brauchen wir Sand. Dieses Game ist unnormal geil. Du kannst in Kisten an den Wänden aufhängen. Du kannst Kisten an den Wänden aufhängen. Das ist ja monster nice. Geil. Genau, den Empfänger, den haben wir schon. Sollen wir es mal hinlegen, weil dann kann ich dir nachher noch Sand holen, während die Metallbarren brutzeln. Aber hinlegen bringt ja nichts, ne? Also wir kommen ja nicht voran dann. Aber dann wird's hell, dann kann ich unten was sehen, weißt du? Ah, du hast recht. Hast du die Bettchen schon hochgebaut? Ja, schön, ne? Ah, das ist eigentlich mein Platz hier. Ey! Kein Spaß. Bist du so einer, der sich immer die Seite aussucht? Nee. Obwohl doch. Ich schlafe nicht so gern an der Wand. Ich bin immer die einfach die Seite gibt. Das ist mir immer wurscht. Du gibst. Ich geb die Seite. Ich sag immer, egal. Hauptsache, ich kann schlafen. Wobei ich an der Tür nicht so gern schlafe, weil ich da Angst habe. Ich schlafe einfach nur nicht gern an der Wand. Weil wenn ich dann irgendwie mal abhauen muss, ne? Ja, stimmt. Ich sehe eh nichts, weil ich so blind bin ohne Kontaktlinsen. Das ist eigentlich egal, ich sterbe eh. Du stirbst eh? Ja, weil ich denken würde, das ist halt jemand, den ich kenne, der jetzt in meiner Wohnung steht. Wie so ein Hund, der dann den Räuber so schwänzelnd begrüßt. So, hallo! Wer bist du denn? Hallo! So sagt aus, die Nase mich schon erwartet. Da denkt sie dann, yeah! Irgendwie riechst du heute ganz anders. Holy shit. Sag mal, hast du Haare auf dem Rücken? Was zur Hölle? Oh, du fühl dich. Du sprichst ja nicht wie immer. Machen wir heute Roleplay? Nein, Spaß. Sehr viele private Eindrücke kriegen wir jetzt gerade hier von dir. Gell? Ah, guck mal, wenn man den Empfänger hat, dann bekommt man einen Code von Insel zu Insel und dann bekommst du mehr Codes und mit dem dritten Code, da ist ein Lama. Okay, das müsst ihr uns gleich nochmal näher erläutern, aber das hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Du, wenn ich heute meinen Lama kriege, dann ist der Tag positiv verlaufen. Du wirst ein Lama bekommen heute. Sehr schön. Oh, was ist denn das? Was? Warte mal ganz kurz. Gehst du joggen? Was? Ah gut, also nicht allein. Gehst du hin, oder? Okay. Schreib mir und pass auf dich auf. Usi. Bitte Prime Sub, Youfett, danke für das Verschenken. Nicolette, danke für das Wander, bitte Vartika, danke für das Sub. Marina, Lotta, danke euch. Pasi, danke euch. Jenna, ebenso. Ebenso, auch ein sehr erhabenes Wort. Was ist ein erhabenes Wort? Das selten meine Zunge verlässt. Ebenso.
Ebenso, stimmt. Die benutzt kein Mensch mehr. Stimmt. Hast du eigentlich alle Planken verbraucht? Leider ja. Aber dafür haben wir eine zweite Etage. Ich dachte, du magst das. Ich muss es jetzt erstmal würdigen hier, bevor du durchdrehst. Warte. Wir haben auch noch eine Leiter hier. Das genau, die kannst du nehmen. Wir haben eine Treppe hier auf schön, ne? Cool. Und sogar ein Bäumchen. Ist wirklich sehr schön. Ja, dass die Palme so schön vorbeiglupscht, finde ich ganz toll. Ja. Das finde ich so ein bisschen. Ja, das finde ich ganz arg precious. Der scheiß Hai schon wieder, aber ich komme nicht ran. Wo ist denn der? Ja, unser Floß ist gigantisch. Ja. Es hört nicht auf. Weiter sailen. Ja, ich habe schon die Segel gesetzt. Yes, ich habe Little Hope weiter zu Ende gespielt, habe ich. Aber haben wir nicht hochgeladen. Ja, der Gnudet geht jetzt joggen, das Fleißige. Was ist denn das hier eigentlich? Ein Zaun? Wer will denn einen Zaun, Freunde? Wer will denn einen Zaun? Voll abwerten, ein Zaun. Ich bitte euch. Zaun ist für mich so die Loser-Tür. Der Loser unter den Türen, weißt du? So hat warum? So dieselbe, so, ne? Es ist halt auch hochkant, aber du kannst nicht durchgehen. Wow. Das stimmt, das habe ich noch nie so gesehen. Ja. Wenn ich so einen Garten mal haben sollte und ich bräuchte so einen Zaun, will ich nur Türen machen. Was macht da nicht dein Pool? Mein Pool, der ist leer momentan. Aber sobald es wieder wärmer wird, knall ich da unglaublich viel Urin rein. Erstmal so reinpissen. Ich komm mit. Wenn du dein Becken voll machen willst, ruf mich an. Ja. Im Sommer müssen wir auf jeden Fall hier mal, muss mal rüberkommen. Eine Pissparty machen. Ja, machen wir eine Pissparty. Sehr gut, bin ich am Start. Wenn es wieder irgendwann erlaubt ist, dann werde ich auf jeden Fall auch mal so. Siehst mich so im Wasser machen. Und auf einmal wird alles gelb um mich rum. Oh Gott, ja. Und dann wird dein Traum endlich in Erfüllung gehen. Dankeschön an Tammy Linde. Dankeschön. Okay. Warum ist der Ozean so sauber? Das fuckt mich so sehr ab, Mann. Da vorne kommt wieder Schrott. Ja, finally. Aber wir segeln komplett dran vorbei. Warte. Ich wisch. So. Jetzt. Ich verstehe nicht, wie kann der Ozean so sauber sein, ey. Das ist so nervig manchmal. Das stimmt, das gibt's echt nicht. Das geht gar nicht, Leute. Das geht gar nicht. Aber apropos pinkeln, ich muss pinkeln. Ich bin gleich wieder da. Los, Ju, entertain das blutsche Volk. Oh Gott, okay, Plot Twist. Ich musste seit 8 Stunden schon pinkeln. Aber ich mache einfach die ganze Zeit in meinen Körper hinein. Ekelhaft, ich weiß. Ich höre auf zu reden. Gnu-Stuhl wurde gar nicht so richtig hier, vorne. Wurde das geschätzt? Ich weiß es nicht. Aber kommt mal mit, Freunde. Werbung. Schön, oder? Ist nicht erst gerade ein Update gekommen? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir das Update gerade spielen. Was beinhaltet das Update denn eigentlich? Warum ist Raft gerade so im Hype? Ich weiß es nicht. Trimax spielt das auch gerade. Ich glaube, wenn Trimax ein Spiel spielt, dann ist dieses Spiel quasi im Hype. Weil so viele Leute zuschauen. Demnach ist halt alles, was er spielt, eigentlich im Hype. Vielleicht ist ein Spiel gar nicht im Hype, sondern es spielt einfach nur Trimax, das Spiel. Versteht ihr? Gnu ist niemand. Back. Du, warum ist der Ozean so sauber? Ja, was ist denn das hier? Ist ja nichts hier. Ist ja. Ja, stimmt. Es kam jetzt nicht der Dreck. Muss die Antenne nicht nach oben? Also der Chat schreibt, Antenne müsste nach oben. So, dann mach das gerne kurz. Aber wo ist denn der ganze Müll jetzt hin? Die war doch voll die Ladung. Ich weiß auch nicht, also die ist weg. Die ist weg. Ja, das war extrem schnelles Schiffen, ne? Du kannst echt schnell schiffen, meine Güte. Okay, erste Antenne ist aktiv. Geil. Okay. Haben wir noch eine? Nee, wir brauchen noch Metallbolzen. Ich habe 6-mal Metallbarren, damit kannst du Bolzen. Oh ja, machen. Ja. Boah, was hast du so viele? Ich brauche 2. Du kriegst 6. Yeah, geil. So, da jetzt kann man Bolzen noch Antennen machen. Wo sind die Antennen? Hier. Oh nee, ich brauche wieder so eine Leiterplatte. Da brauchen wir wieder Schleim und Kupferbahn. Ich brauche 4 Kupferbahnen und 2 Schleimis.
4 Kupferbarren. Ja, und 2 Schleimis aus Algen. Boah, wir brauchen Holz, weil ich kann halt nichts mehr schmelzen gerade. Oh, fuck. Ja. Okay. Aber der Ozean ist einfach viel zu sauber. Ja. Stress. Hier geht gar nichts. Immer stressig. Oh, meine Güte, der Greenscreen. Du kannst den Baum fällen. Stimmt. Der ist ja auch schon wieder da. Den könnte man nicht die ganze Zeit fällen. Ja, guter Punkt. So, ich fäll den Sack. So, 4 Barren. Ich mach kurz. Es spawnen keine Items, wenn das Segel offen ist. Macht doch gar keinen Sinn. Doch, eigentlich immer. Aber kann es sein, dass unser Anker. Nee, der ist auch nicht. Jetzt kommt doch langsam wieder was. Macht doch keinen Sinn. So. Ich pack mal noch ein paar Samis. Samis. Hier rein. Samis. Es muss alles verniedlicht werden. Ja, vorhin so einem Lustfilm. Ich mag deine Samis. Wäre die ganze Stimmung vorbei. Ich mag deine Samis im Mund. Gib mir deine Samis. So. Okay. Geht zur Insel. Ein. Wo ist denn die Insel? Ich habe so. Ach so, bei der waren wir gerade. Da haben wir schon alles abgeholzt. Die kleinen Stinkies. So. Rezepte kommen nicht. Metallbarren ist noch da und Glibber. Wofür brauchen wir diese Feder eigentlich? Die sind doch extremst unnütz. So, ich brauche noch einmal Glibby und noch einmal Kupfer. Essen, du hast auch Seetang bei Essen reingetan, aber ich glaube nicht, dass man das essen kann. Doch, schmeckt bestimmt gut. Hier hast du einmal Seetang in der Schmelze oder Glibberzeug. Mhm. Ist das Glibberzeug oder labern wir gerade einfach? Ist hier Glibber drin bei Mitteln? Nee, in der Schmelze hinter dir ist einmal eins. Habe ich schon genommen. Ach so. Ich brauche noch 4 Metallbarren, dann haben wir es. 4 Metall? Boah. Ja. Kupfer, Entschuldigung, Kupfer. Oh mein Gott. Kupfer, Bruder. Ich muss jetzt in jede Truhe reinschauen, weil ich nicht weiß, wo du was reingetan hast. Hey, no, jetzt Braun. Schieß mal nicht auf. Schieß mal nicht auf mich, Kadett, jetzt. Ich hab echt nichts mehr, ne? Ey, wo bleibt denn? Ich kann nicht mal mehr mir einen Fanghaken bauen, weil mir irgendeine Scheiße fehlt. Mir fehlt eine Planke, deswegen kann ich mir nichts bauen. Eine Planke? Ja. Ich speichere mal ganz kurz. So. Willst du 1 Planke haben? Ja, 1 Planke. 1 Planke hier. Yes, danke schön. Zu edel von dir. Mehr gibt's heute leider nicht. Okay, jetzt muss nur noch endlich mal Zeugs kommen. Ins Inventar soll ich gucken. Und wir brauchen diese neuen Wasserreiniger. Alles noch so eng gebaut hier, das gefällt mir nicht. Hier sind noch zweimal hier dieses Schleimzeug in den Schmelzen. If you need. Nein, das ist mein dummer Speer noch kaputt. Oh nein, er hat mich mit ins Wasser gezogen, um Gottes Willen, die Drecksau. Ich schau dir zu, wie du stirbst. Ja. Nee, die Leute sagen alle Segel. Wo ist unser Segel? Hat der Hai unser Segel? Nein. Oh mein Gott, sind wir am Arsch. Wir brauchen 10 Planken und das Fluss geht langsam unter. Ich weiß nicht, gut, dass wir 2 Etage gebaut haben. Ciao. Die Windrichtung sollen wir beobachten. Ja, wir haben kein Segel mehr. Ja, scheiße. Und daraufhin würde ich mal auf Klo gehen. Entertain die Leute. Ja, wir werden alle sterben. Ich habe nicht mehr was, um die dumme Möwe zu verjagen, verdammt. Ich will ja keine Panik machen, aber es kommt nichts. Ich habe das Segel weggemacht. Nee, das Segel ist immer noch da. Nee, das Segel ist weg. Der hat das Segel weggefräsen. Wir können kein neues bauen, wir haben kein Holz. Das heißt, wir müssen eigentlich warten. Ah, da kommt doch schon das erste Zeug angespült. Ja! Oh mein Gott, ja! Ich war noch nie so glücklich, Holz zu sehen. So, darauf esse ich doch gleich mal eine Ananas. So, wir haben endlich wieder Stuff. Holen wir mal alles an Land jetzt. Komm mal her hier. So. Wenn du dann das Lama gefunden hast, musst du dann erstmal Grasflächen mit Wänden bzw. Zäunen und Türen drum bauen, damit das Lama nicht entkommt. Ach du Scheiße, das kann... Wie will denn das von einem Floß entkommen? So. Ey, kommt endlich wieder ganz viel Stuff, Ja. Die Quelle. Oh, ich sollte öfters pissen gehen.
Ey, das Floß ist komplett unter Wasser manchmal. Ja. Siehst du das auch? Ja, es macht mir irgendwie Angst. Müssen wir uns Sorgen machen, oder? Ich weiß nicht, kann das Floß untergehen? Gott, es ist zu groß gebaut worden. Ja. Ich wundere eh, dass es überhaupt noch schwimmt. So. Sehr schön, da sind ganz viele Plankies kommen da. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, ich krieg nicht genug. Ich hatte jetzt echt Angst, dass wir eine Dürre haben, ne? Wir sind, glaube ich, eben, so heißt es im Chat, eben gegen die Windrichtung einfach gefahren. Deswegen kam auch nichts. Das macht komplett viel Sinn. Also war es gut, dass das Segel weg ist. Irgendwie der Hai hat uns geholfen, weil er dachte, Mann, die checken es nicht. Der Hai wurde so programmiert. Stimmt. Mann. Einfach. So, wo ist denn das Segel jetzt? Genau, jetzt kann ich erstmal, ich würde sagen, ohne Segel ist besser für uns. Ich mache jetzt mal die Metallbarren hier rein. So, ich habe jetzt hier wieder Planken rein. Du kannst jetzt weiter deine zwei Kupferdinger machen. Und ich baue gleich noch meine Segel. Also wir haben gar kein Kupfer mehr. Was? Doch. Ah, doch, einmal Kupfer. Oh no. Und vier Metallbarren. Metallbarren jetzt. Scheiße. Aber das war's. Also ein Kupfer kann ich dir noch geben. Dann braucht man ein Segel und dann brauchen wir eine Insel, weil da finden wir das. Ach, Herr Jemini, wo ist denn das Segel? Segel, hier. Segel. Ja, da brauche ich noch Planken. Da sind noch ein paar, die hole ich mir jetzt. Können Was brauchen Schnapp-Segel? Wir für Segel denn? Blätterschrott und sowas. Haben wir das alles? Ja, das haben wir. Ich hole gerade nur noch ein paar Planken. Eine Frage der Zeit, bis der Hai mich frisst. Ach, es ist ein ekelhaftes Gefühl. Baust du das Segel oder baue ich das Segel? Ich mach's gern. Hab's gleich. Kann's gleich bauen. Dann baut es auf jeden Fall nicht so nah am Rand, wie ich das gerade gemacht habe. Der hat sich da einfach durchgefressen. So. Ja, die Drecksau. Ich nehme mir jetzt auch mal eine Axt. Eine billige Axt dann lieber, ja. So. Das Segel, bauen wir das mal hier hin. Genau, Palmblätterchen brauche ich noch. Macht Motoren, Motoren gibt's auch noch. Oh, fett. Sick. Holy shit. This is amazing. So. Wir haben nicht mal Planken, um das Wasser zu machen. Oh, echt doomed hier. Okay. So. Ich glaube. Läuft wieder, die Maschinen laufen. So. Okay, die Leute meinen, ich hab's kaputt gemacht, weil ich mit dem Speer dagegen gehauen hab. Das höre ich aber nicht gern. Ehrenvoll, dass ihr petzt. Ja, ihr Schweinchen. Echt voll ehrenvoll. Ehrenvolle Petzen. So. Okay, jetzt hier oben ein bisschen Chicken. Chicken! Okay, also, ich glaube, was wir... du hast es doch an den Rand gestellt. Also, ich habe es an den Rand gestellt. Das heißt, kann auch sein, dass ich das war, ihr ehrenlosen Petzen. Knus, die Petzen und Jus. Knus! Eigentlich müssten wir sagen, Jus, haben wir alles in einem. Jus? Jus! Knus und Jus. Ach so. Wir können auch einfach sagen, JJ könnte man auch sagen. J, stimmt. Ich heiße ja auch Jasmin. Ja, ich heiße ja auch Jasmin, deswegen voll lustig. JJ! JJ, yes. JJ, yes! So, dann lass mal Ausschau halten nach einer Insel. Kadetten, wenn ihr was seht, schreit. Genau, wir brauchen ein bisschen hier, ein bisschen Seetang, wir brauchen ein bisschen Eisenerz. Ja, massiv viel Holz generell immer. Ja. So. So, ich gehe mal ein bisschen schwimmen. Ja, einfach reinstürzt. Flop. Boah, sneakt die mir das einfach weg. <hier. lacht> So. Geht's euch gut, Gnus? Plastikstück, alles andere ist mir egal. Plastik, Mr. Plastik, Fantastic. Schwimmst du auch gerade oder warum greift der Hai mich nicht an? Nö, ich habe den vorhin richtig weggerammelt. Vielleicht ist er noch ein bisschen am Blasenzündung auskurieren. Da schwimmt er schon. Gebinkt. Ja, ich geht's gut. Okay, süß. Auf jeden Fall gibt's hier keinen Hai mehr im Spiel.
Doch, der kommt, glaube ich, gerade in Richtung zu dir. Nö, ich stehe keinen Fall. Wenn du einen Speer hast, soll ich ein bisschen ihn mit dem Speer fertig machen? Du kannst ihn gerne mal so ein bisschen so sticheln. Ja, okay, ich stichel die sauber. Bisschen bezirzen hier mit dem... Okay, mit dem. One, two, three. Meine Güte, ich loot hier gerade den kompletten Ozean ab. Warte, der kommt zu mir, hey, Drecksau. Nee, er hat's voll auf dich abgesehen, ne? Ignoriert mich komplett, warte, er kommt zu dir, spieß ihn komplett tot. Warte. Das Problem ist, ich bin so weit weg vom Floß. Na, geht. Oh, wow, jetzt hat er mich aber fertig gemacht, die Sau. Holy shit, der greift gerade aus der Tiefe an, das ist so der Albtraum eines jeden Gnus. So, komm her, du Drecksau, und zack! Wann ist der endlich mal tot, ey? Der braucht auf jeden Fall einige Kratzer. Gerade braucht er echt viel, muss ich sagen. Ha, ja, nochmal aufs Maul. Braucht sehr viel Aufmerksamkeit momentan. Der geht aber gerade richtig steil, ne? Also der tut mich gerade permanent angreifen. Ja, wenn er von unten kommt. Oh, ist er jetzt tot? Ist er tot? Immer noch nicht, ey. Immer noch nicht? Mal, boah, ich sag euch, Alter. Ich glaube, mein Inventar noch nicht. Oh, jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Jetzt bin ich am Arsch. Nicht zu weit weg schwimmen, Freunde. Ja, ich schwimme bis zum nächsten Server. Aber geht doch. Guck mal, so weit weg bin ich gar nicht. Nee, ich versuche auch die ganze Zeit dran zu bleiben. Ich sehe gerade nur den scheiß Hai nicht mehr. Was mich gerade ein bisschen nervös macht. Ah, zack. Ey, wie viele Stiche braucht der denn, Leute? Oh, Zwieback. Ich liebe Zwieback. Kennst du Zwieback? Nee, was ist das? Oh, Zwieback ist so lecker. Das sind so ganz süße. Die sehen aus wie so harte kleine Mini-Toast. Die schmecken richtig lecker. Ja, klar kenne ich Zwieback. Zwieback. Ach, scheiße. Hier kann ich nicht bauen. Das ist ein bisschen kacke hier. Das finde ich nicht schön. Trampolin kann ich. Alter Bro, hör doch einfach auf, Mann, ey. Macht der gerade wieder das Floß kaputt? Yes. Wo? Hast du ihn? Ist wieder aufgebaut. Drecksau, wo bist du? Oh, da ist die Drecksau. Ist auch nochmal gehittet. Sag mal, wie viel brauchst du eigentlich, bis du endlich mal stirbst? Und zack. So. Oh, er ist nämlich immer noch nicht tot. Hilft es überhaupt was, wenn ich ihn unter Wasser bitche? Oder also ist es wirklich nur... Also wenn der blutet, dann ist es immer... Ja, der blutet, aber das ist eigene es... Ego. Aber, aber ist das Blut nur da, weil er dann gehittet ist, dass ich es weiß? Oder... Du fragst Fragen. Also hilft es ihm zu punchen, oder... Punchen? Ich glaube, du musst ihn wirklich mit dem Speer... Der kriegt sie die ganze Zeit voll in den Rachen rein, aber der kriegt nicht genug. Der braucht so ein paar Spitzen. Die kleine Sau. Ja. Da muss man öfters mal so rein, raus, ganz rein, raus. In diesen Hai. So. Die kleine Drecksau. Ja, ganz schön viel. Ja, ich hör auf jetzt. Ich will nicht, dass... Ja. Nee, ich würde gerne hören, wie die Geschichte weitergeht, also. Die Geschichte endet, dass der Hai irgendwann zu viel im Maul hatte und deswegen dann dran erstickt. Aha. Zu viel im Maul. So detailliert wollte ich es auch nicht wissen. Zu oft gewaltsam den gleichen Speer eingeführt. 30 Hits braucht der. Na, sag mal, ich glaube, ich spiele. Schau mal, da vorne ist eine Insel, wunderschön, oder? Schau mal. Precious. Freshe Insel, wir brauchen auf jeden Fall Sand für Glas, dann holen wir uns diese dicken Reiniger hier. Geilo. Aber wir dürfen nicht den Kupfer erstmal vergessen, weil dann haben wir den Scheiß endlich. Ah, das wäre die Drecksau. Hi. Komm her, du Sau. Guck mal hier. Oh, hey, oh, Arschloch. Hey, Drecksau, komm. Ja! Sand. Ich loot mal wieder hier. Oh, trinken und essen. Ihr habt recht, um Gottes Willen. Bei so viel du, glaube ich, auch, Ozean, oder? Würde ich auch schwimmen gehen. Hm, ich. Nee, ich bin voll. Boah, ich hab Holy shit, ich habe 33 Kupfer gesammelt. Wie das? Wo das? Wann? Kupfer, sorry. Oh, Plastik. Ah, es ist derselbe. Alles gut. Ich habe auf jeden Fall einiges Holzkunststoffmäßiges in meinem Inventar. So. Das heißt, ich wollte immer schon mal einen Kalender haben. Sehr schön, ein Kalender. Ein Kalender. So, Glibber nehme ich wieder. Mittel haben wir das hier. Tier, da würde ich dann... Ach, der Motor war ein riesen Spoiler, sagt einer von meiner Community. Oh, hört auf uns zu spoilern. Der war ein riesen Spoiler. Guck mal, was ich hier habe. Einen Kalender. Oh, süß. Wir sind 24 Tage am Überleben. Geil.
das würde ich sagen, ist Ghetto Blast. Das ist Ghetto Blast? Redet die Jugend heutzutage so? Nee. Verrückt. Die Jugend, du bist doch selber noch jung. Boah. Finde ich schon. Danke. Mein Chat sieht das ganz anders. Nein, warum? Die sagen, ich bin kurz vorm Sterben. Och, sage mal. Ja, Chat macht immer nur Späße, ne? Die wissen ja gar nicht, dass sie mir extrem wehtun damit. Genau, so jede Nacht so. Wo ist das Botox? Wo ist das Botox? So, meine Hacke ist gleich kaputt. Dann brauche ich noch mal ein bisschen Stein. So, wo ist das? Wo ist das hier? Seil. Töte es! Du, töte es! Sehr schön. So, danke. Ich will gar keine Federn haben, die bringen mir doch gar nichts. Bin mir da nicht so sicher. Boah, wir haben so viel Plastik. Das ist ebbisch. Anker auswerfen haben wir gemacht. Natürlich haben wir das vorbildlichst gemacht. So, okay, dann lass mal jetzt. Dann brauchen wir was? Kupferstein? Wir tun jetzt einfach komplett alles mal looten. So. Die Möbel kommt hier drauf. Planken sind da. Ach, Federn ist für Pfeile später. Oh. Ah, okay. Interessant. So. Die nehmen wir mit. Uns geht's das und die nächsten Möbel. Alter, die kommen echt oft, muss ich echt schon sagen. Kackmöben. Tot. Man kennt mich, den Möwentöter. Der Möwentöter, jetzt im Kino. Episode kommt am Sonntag nochmal. Ein Vogelnest können wir bauen. Was bringt das? Das ist eine gute Frage. Was bringt das? Oh, ich bin abgestürzt. So, Kupfer ist eher weiter unten oder oben, Leute? Sand hast du auch gesagt, gell? Da bringe ich gerade ganz viel. Oh ja, geil. So. Was ist ein Vogelnest? Das konnte ich doch irgendwie erforschen noch. Dankeschön, Annabollen für 5 Monate. Nee, ich hab mich schon. Oh, ich werde gerade hier vom Hai geschlagen. Warte mal, du Sau, was? Der kommt hierher? What? Das bringt uns mehr Möwen, Freunde. Nee, danke. Ey, dieser scheiß Hai, ne? Ey, dieses blöde, dumme Arschloch. Meine Riesenmuschel. So, wo ist der Sack? Wo brauche ich das denn hin? So, komm. Genau, er kommt da durch. Dieser ekelhafte. Voll verbuggt. Der dumme Hai. Oh, da kommt er wieder! Ich mach den jetzt platt, okay, den Scheißhai. Ich bring den jetzt um. Es reicht jetzt, weil dann können wir alles looten, weil hier hat's echt viel. Genau, komm her, du Drecksau. Und zack. Hey, wie oft muss ich dich noch abspießen, du dumme Sau? Ich weiß es nicht, aber es ist mir auch egal. Kommt zurück. Alter! Alter! Ey, der sieht schon echt mitgenommen aus, ne? Platt? Nee, der sieht einfach nur disgusting aus und greift eigentlich die ganze Zeit durchgehend an. Der Arme. Was er macht, ist einfach nur unlogisch. Der hat sich das Leben nicht so ausgesucht. So. Wo ist die Sau? Ich muss mal ein bisschen aufräumen hier bei mir. Ist er wieder bei dir? Kann es sein? Nee, ich bin komplett auf dem Floß, in Sicherheit. Der ist abgehauen. Ich habe eben noch gesehen, es gibt einen Sprengler, das heißt... Hey Sau, komm her. Irgendwann muss man jetzt gar nicht mehr gießen. Jetzt reicht's, komm her, Drecksau. So. Ich bringe den jetzt um. Unser Floß sieht so schön aus. So, komm nochmal Hits, weg. Leute. Das ist der Fight. So, und zack. Yes, ich habe ihn umgebracht. Hast du umgebracht? Drecksau. Geil, dann gibt's ein bisschen Hai zu fressen, würde ich mal sagen. Holy shit. So, jetzt ganz schnell looten. Wie lange ist der Hai weg, Leute?
Weil dann können wir jetzt echt schnell alles looten. Ich pack mal schnell alles jetzt, sorry, ohne rein, ohne irgendwie jetzt System zu haben, mal hier rein. Ja, pack alles rein, ich tue alles schmelzen. Ja. Genau, geil. Endlich ist die Sau tot. Endlich ist die Sau tot, ey. Oh mein Gott, das hat so lange gedauert. So, ich fress noch schnell die Kokosnuss. 10 Minuten, glaub. Easy. So, okay. Pop. Boah. So, ich loote alles ab, was geht. Ich glaube, vielleicht ist es besser, wenn du mir hilfst. Ja. Weil es ist echt viel. Und mein Haken ist auch gleich am Arsch. Oh, ich habe nicht meinen Haken. Ich baue mir einen. Ja. Moment. Kannst du mir gleich nochmal mit einen mitbauen, weil meiner geht auch gleich nochmal flöten. Okay. Auch wenn du keinen Bock hast, aber. So, ich habe Kupfer, glaube ich. Oh ja, Ton! 2 Bolzen. Nein, die sind komplett voll. So, hier ist ganz viel Kupfer. Yes! Ton ist das. Wir haben jetzt Kupfer. Geil. Antennen. Wir kommen. Seil und Schrott. Oh, ja, schwierig. Wir brauchen sehr viel mehr Schrott. Schrott hole ich. Hole ich. Hole ich, hole ich. Hat sie überall. Sehr viel sogar. So, ich hole mal alles einfach. Jetzt echt die Zeugs. Ja. Also. Okay, hast du noch einen Haken für mich? Nee, leider nicht, weil wir brauchen noch Schrott. Ah, okay, warte. Haben wir hier nicht sau viel Schrott? Ich guck mal. Ja, oder ist es halt in anderen Truhen drin? Weil eine verehrte Dame hier. Nein. Und ich weiß, was weich ist. Was, wir haben echt kein Ding mehr, jetzt mehr verschrott. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Ist der Hai endlich tot? Ach, ich komme hier komplett durcheinander jetzt auf einmal. Warte. Was sind wir denn jetzt hier? So, das ist ein Stein. Please, no. Wir hatten so viel Schrott. Scheiße. So. Warte, wirf am besten einfach alles auf den Boden beim nächsten Mal. So, Stein kann ich auch schon mal reinpacken. Das ist ja klar, wo es hinkommt. Kupfer habe ich auch. Ton, Sand, Holz. Scheiße. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwo rausstreamen kann und ein Ding sehe. Ein Fass. Weil dann könnten wir eventuell noch Schrott drin haben. Ja, Schrott brauchen wir auf jeden Fall. Schrott kann ich nicht mit der Hacke irgendwo abhacken, ne? Nee, ist kein scheiß Fass in der Nähe. Nein, nein, es tut so weh. Hier liegt zu viel scheiß Schrott. Und ich kann es nicht mit meiner Ding wegnehmen. Oder doch, ach, kann ich es auch mit dem Hammer abbauen? Nee, scheiße, ich kann es nicht mit meinem Hammer abbauen. Aua, es tut so weh. Warum? Hier liegt zu viel Schrott rum. Mit meinem Speer vielleicht? Nein. Nein! Scheiße. Ich bin maximal verwirrt. Hä, wir hatten so viel Schrott. Wo ist denn das hin alles? So, ich glaube, ich habe aufgeräumt. Was kommt denn da? Da kam doch gerade eine Truhe. Aus dem Nichts. Da müssen wir leider weiter. Ja, brauchen leider weiter immer gerne. Brauchen leider Schrott. Ich wollte aber das ganze Zeugs noch. Aber vielleicht können wir schon mal Kupfer dann wenigstens vorbereiten. Dann machen wir das Kupfer halt fertig. Yes. So, Kupfer. Was mit Metallhaken, Ju? Ja, ich kann, weil wir brauchen ja Schrott dafür. Für Metallhaken? Nee, Metall. Mhm. Ach, ich kann einen Plastikhaken machen. Ach aber so, warte mal. Das ja, ist ja. Mega uncool. Wir sind ja schon ein ganz anderes Niveau. Na. Das reicht doch easy. Nein, wir brauchen ein neues Level. Na, das geht auch so. Na. Hauptsache, wir haben was zum Abbauen jetzt. Komm, mach dir jetzt du machst dir jetzt einen Plastikhaken, Mensch, und kommst mit runter. Du bist ja voll die Lady. Warum, weil ich sage? Nein, weil du dir zu fein bist, jetzt den alten Plastikhaken zu nehmen, verdammt. Nee, ich sehe es einfach noch nicht ein. Ich hab auch so, ja, auch ein bisschen Allüren auch schon mittlerweile bekommen. Schluss jetzt. Hol dir deinen Plastikhaken und dann ab ins Wasser. Ich habe ganz viel. Oh, ist der Hai schon wieder da? Might be. Aber ohne Metallspeer mache ich hier gar nichts. Oh, der Hai ist schon wieder da. Hä? Das ist ja voll nervig. Ah. Oh, so. Nö. Brauchen wir noch Schrott oder was brauchen wir? Ich habe jetzt ganz viel Sand. Wir brauchen gerade ganz viel Schrott auf jeden Fall.
Okay. Also, Mitte. Schrott konnte ich jetzt nicht so viel holen, weil der bringt mich gerade um. Moment, es ist alles so durcheinander hier gerade. Ich bin jetzt nur noch am Aufräumen. Bin hier am Surviven. So. Gib mir gleich auf jeden Fall die Sachen. Ja. So, Moment. Schrott, ich kann gerade nicht aufhören zu looten. Ganz durcheinander. So, alles Schrott. Das brauchen wir alles. Kannst du vielleicht kurz in High ablenken gehen, weil ich bin bald... Ja, gut, kann ich machen, ja. Sag mir wann. Warte, er lässt mich gerade in Ruhe. Algen müssen wir auch sammeln, sagen die Leute. So, ich habe echt viel Schrott gesammelt. Okay. Hoffe ich zumindest, dass es ausreicht. Schüttel. Diese scheiß dreckige Möwe, scheiße. Alter. Gott. Ich zerstöre dein Leben einfach. Weißt du, warum ich die Möwe so hasse? Warum? Weil wir die ganze Zeit Federn bekommen, die wir für nichts gebrauchen. Ja, können. Das verstehe ich. Das stimmt allerdings. Verständlich, dass man da abgrundtief sauer wird, oder? Ja, ich finde die nervt. Die ist einfach unnötig. Ich finde, die hätten sie nicht so oft spawnen lassen sollen. So, ich habe jetzt hier noch ganz viel Zeugs für dich. Okay. 10 Schrott, 4 Sand, 3 Metallerz, 7 Stein, 3 Algis und eine Muschi. Boah, eine Muschi. Also. Erstmal einen Schrott haben. Nein! Richtig. Jeder kriegt einen Schrotthaken. So, ich gebe dir einen geilen Haken hier. Einen geilen Haken? Ja. Da. Dankeschön. Der ist super nice. Ja, der ist so ein bisschen so mit Schrott verziert, ne? Nice. Dachte, du stehst drauf? Voll. Jetzt brauche ich so einen Überreiniger. Kunststoff haben wir. Geilo. Geil. Geil, mega nice aus. Und ich würde sagen, machst du gerade schon das Kupfer? Nee, aber das kannst du gerne reintun. Brauchst du nur Kupfer und... Genau, das packe ich da einfach nur rein. Das lege ich einfach nur rein. Yes. Okay, sehr nice. Weil dann können wir das jetzt... Leute, es ist gleich soweit. Die Lamas! So, jetzt wie funktioniert das? So. Ja, einfach hier rein. Wollen wir noch irgendwelche Samenzeugs oder sowas? Ah, man kann richtig viele reintun. Ah, nee, doch nicht. Doch. Man kann 4-mal was reintun hier. Ich weiß nicht, ob das was braucht. Braucht es noch was? Was meinst du? Also braucht man doch Planken oder irgendwas? Oh, oder? Nice. Da kommt jetzt Wasser raus. Cool. Schmeckt. Schmeckt. Ach, du hast die anderen weggepackt? Ja. Ach so, brauchen wir die da nicht kann mehr? Man jetzt 4-mal Wasser aber holen. Aber ich brauche das zum Gießen. Ach so. Ja, dann baue ich. Hier. Da sind sie. Aber nehmen wir die zum Gießen erstmal, oder? Genau, kann man machen. Ja. So. Okay. Very nice. Hier, wenn ich würde die Vogelnester ein bisschen weiter reinmachen, weil der Hai kann es sonst wieder kaputt machen. Ah ja, stimmt. Die Drecks. You have rights. So. Okay. Ist schon fertig. Ist schon oben. Da braucht man schon wieder einen Barren hier. Eine Planke, Leute. So, sieht doch gut aus, Freunde. Ich bin richtig begeistert. Ja, es wird richtig fesch hier jetzt. Wir könnten eigentlich jetzt dann auch mal wieder losdüsen. Ja, gerne. Und, Zeugs craften. Also, was können wir noch brauchen? Wir könnten natürlich noch mehr Anbauflächen bauen. Wir haben echt sehr viele Samen. Früchte sind immer ganz gut, weil die halt auch trinken und Hunger stillen. Ja. Also Durst und Hunger. Genau, deswegen fühle ich die echt gern. Oh, der Baum braucht frisches Wasser. Aber dafür bräuchten wir mehr Schrott und wir haben keinen Schrott mehr. Echt? Schon wieder nicht. Reicht das mit dem Schrott, dass er weg ist? Einen Topf könnten wir auch machen für erstaunliche Mahlzeiten. Ja, das sind dann diese... Oh, der Hai ist irgendwo. Da hinten schon wieder. Also ich muss ja sagen,
Der Hai, der kommt immer viel zu schnell. Ja, man kommt auch nicht so gut gerade hin. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen ausbauen. Die Drecksau. So, dann genau, mal ab in hohe See. Wir gehen aber, müssen aber eigentlich gerade in die andere Richtung. Plastik am Start. So. Und dann, ja, immer noch die Antennen, Leute. Wenn wir die haben. So. Wenn wir die haben, Leute, dann geht die Scheiße ab. Ich finde es voll süß, dass eigentlich, ich finde es irgendwie so verrückt am Streamen, dass da so viele Süßis irgendwie sitzen und uns beiden zuschauen, wie wir hier Spaß haben, oder? Ist doch total süß. Oh, meine sind nicht süß hier in der Community. Doch, glaube ich schon, dass sie süß sind. Seid ihr süß? Ihr seid Süßis. Seid ihr Base oder? Seid ihr Base? Vor allem auch die ganze Zeit reintippen, die ruhigen, die stillen, die nebenbei gerade auf Klo sind und uns zuschauen. Du bist das. Mhm, ja. Du bist das. Total cute. Einfach nur cool. Boah, auf einmal schreiben. Ich dachte, alle sind ja noch am Start hier. Ja, die sind voll süß. Die schlummern nur, die warten nur. Voll süß. Warten nur, bis wir endlich ausmachen. Genau so, oh, endlich. Können wir nicht so aufhören zu tun, als würden wir sie mögen. Die ganzen Hater, die nur warten, bis wir eine falsche Info rausgeben. Ja. Warum? Ach, weil ich wieder kein Holz habe. Wir haben wieder kein Holz. Ey, kann doch nicht sein, ey, Mann. Oh, Leute, seid solche Süßis, wenn ich das alles lese. Ich lese übrigens sehr viel im Chat. Ich kann nur nicht alles, nicht nur alles laut vorlesen, weil ich gerade mit Schuhe am Zocken bin. Das ist ultimativ Cutiness. Los Antentos. Also ich finde, die Haie könnten sie ein bisschen weniger spawnen. Ich finde, wenn man zum Beispiel jetzt einen getötet hat, sollte man schon mal 15 Minuten wenigstens seine Ruhe haben. Und ich finde, so eine Krake wäre auch ein geiler Gegner. Oh. Nee, du. Nee? Jetzt noch eine Krake nebenbei? Nee, also entweder oder. Achso. Aber wenn man die dann wegfetzt, ne, und die dann isst. Dann gibt's Kalamaris. Kalamaris. Kelimiris. Selemeris. Selemeris. So. Ach, wie geil, der Tank ist ja mega nice. Habe ich jetzt viermal. Boah, das ist ja mega nice. Was okay, du musst auf jeden Fall so einen Trinkbehälter hier machen. Dann kannst du einmal das Ding voll machen mit vier, fünf Schlücken. Mhm. Dann hast du erstmal gar keine Probleme mehr. Im kompletten Leben, ey. Und hast wir brauchen ein Segel. Hast du noch einen Metallbarren vielleicht? Ja, natürlich habe ich das. Einen Kupfer, warte mal. Weil ich müsste kurz noch den Kupfer machen. Ich habe zwei Kupfer gemacht. Hast du noch einen Kupferbarren? Nee. Und wir haben auch keinen Kupfer mehr hier leider. Doch, ich habe noch einen. Weil ich habe gerade drei Kupfer reingepackt. Hast du schon einen verschwendet? stimmt, du hast recht. Ich habe die hier. I'm sorry. Hier sind sie. Ah, gut. Ah, drei, okay. Hey, dann haben wir ja genug. Warte mal. Oh, wir können wieder was looten hier. So, haben wir noch Glibber? Ja, ja, haben wir. Oh ja, geil. Viel. Okay. Warte, das könnte jetzt sogar ausreichen. Was brauchst du? Nee, wir brauchen noch einen Kupferbarren, dann haben wir's. Und Kunststoff. Was wolltest du denn bauen? Kunststoff haben wir richtig viel. Ich will jetzt noch die Antennen fertig machen. Ah, das nützt einem Lama, ne? Nee, Femirimilimi. Oh Leute. Wir kommen den Shit immer näher. So. Holz. Jetzt haben wir Plastik. Jetzt haben wir aber kein Holz mehr. Was ist denn da los? Oh nö. Ich hab da voll viel reingepackt, oder? So, jetzt. Ohne Insel. Hat mich persönlich getriggert. Eine Insel. Ist dein Hals schon trocken? Tatsächlich. So, okay, Leute, jetzt packe ich das hier rein. Geiler Scheiß, Mann. Ju, es ist gleich soweit. Was ist denn soweit? Dass wir jetzt drei Antennen haben. Haben wir so viele schon? Ja, ich baue gerade. Wir haben jetzt gleich drei. Warte. Eine hast du ja, gell? Ja, muss man irgendwas machen hier mit den Vogelnestern hier? Sind die falsch? Müssen die nach oben? Weiß jemand, was mit den Vogelnestern so abgeht? Eventuell?
Da ist die Insel. Ups, ich steuere die gerade gar nicht an. So, jetzt. Okay, okay, okay. Kupfer, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Die Community will es auch sehen. Wir wollen Lames. Okay. Es bringt Federn, noch mehr Federn. Aus Federn kann man Pinsel, Pfeile und Hängematte craften. Ich glaube, der Joe will keine mehr. Wie viele Hängematten will man denn haben, Alter? Da können wir Eier und Feder bekommen. Genau, die Möwen fühlen sich hier bestimmt Eier wohl, nachdem wir die 1 Million Mal abgeschlachtet haben. Merken die sich auch gar nicht. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Wer fährt dich endlich? Auf großen Inseln kommen. Es gibt noch größere Inseln anscheinend. Pfeile sind sehr wertvoll. Okay, Chu, es ist ja, soweit. Der Moment in Time. Antennen. Eins. Oh, warte, wir brauchen Schrott. Warte. Nein. Nach oben. Wir brauchen Schrott. Ich habe 1 Schrott. Ich habe auch nur 1. Hier ist 1 Schrott. Hier ja, ist 1 Schrott. Da müssen wir an die Insel und dann kurz nochmal den Schrott sammeln. Dann können wir endlich diese blöden Dinger machen. Gerne. Genau, Schrott brauchen wir. Und Plastik. Nee, gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur Schrott. Give me 1 moment in time. Habt ihr schon Motoren? Nee. Noch nicht. Sieht nicht so aus, aber wir sind doch kurz davor, oder? Ja. Also was hier ganz passiert, das ist ja pure Magie. Ich bin ganz aufgeregt. Heute. Vielleicht ist hier Schrott drin. Schnell! Wie viele Fässer es da so gibt, ne? Oh, ich hab Schrott. Warte mal. Ich kann schon mal eine Fässer bauen. Boah, ich hab gehört. Eine gebaut. Hier, Yu. Hier ist die Antenne. Nimmst du sie? Ja. Komme, während ich loote. Hier liegt sie. Da. Warte mal. Ich muss mal kurz. Die steuern gar nicht die Insel an. Oh, da ist sie ja. So, Moment. Hopp. Da ist der Hai wieder, ey. Oh no, die Drecksau. Okay, Leute. Die nächste Insel wird eine Lama-Insel. Ach geil, die werden ja so vernetzt miteinander. Ach, dieser scheiß Hai. Ich hasse ihn so sehr. So. Okay, wieder eine dumme Möwe. Hey, die Drecksau hat eine Ding gefressen, gell? Eine Melone. Das ist gar kein Problem. Für mich ist das schon eins. Ich pflanze direkt neu. Sehr gut. Okay, dann mache ich mich jetzt auf Schrottsammlung, damit wir noch die letzte machen können. Ich habe schon 2, das heißt, viel brauche ich nicht mehr. So. Ich finde, okay. Es läuft sehr gut. Das kann man doch auch mal gesagt haben, oder? Läuft sehr, sehr gut. Gelobt uns mal, Kadetten. So ein bisschen Lob ist. Das brauchen wir, glaube ich, gerade psychisch ein bisschen. So. Ey, das Spiel, das ist ja never ending story. Du hast ja 1 Million To-Dos die ganze Zeit. Mhm. Aber voll cool eigentlich, das ist so. Vielseitig ist. Wenn das Leben so langweilig ist, dann gönnt euch hier Raft. Wow, Raft. Okay, so. Ich jumpe schon mal. Ja? Achso, soll ich mitjumpen? Nö, ne? Nö, ich mach das schon. Bin nur gewappnet auf den scheiß Hai. Ha! Mach mal hier. So, mal wen hat's mehr wehgetan? Dann... Mir oder dir, du Drecksau? Ach, komm. Ich leg einfach den Anker. Du leckst den Anker? Ich lecke den Anker. Das ist sehr romantisch. Ey, unser Floß geht einfach unter. Maximal Belastung. Bin gleich tot. Bin gleich tot? Ja, ich muss gerade mal ein bisschen abhauen. Der Hai bringt mich gerade irgendwie echt um. Die Drecksau. Dann kommen wir nochmal zurück, oder? Ja, ich mach kurz die Insel hier. Okay. Platt. Und dann hole ich noch ein bisschen Schrott, damit wir endlich diese verdammte Antenne haben. Und wir bauen währenddessen Stühle. Nein, wir bauen auch was Geiles. Eine Uhr? Nee, wir... Gucken wir lieber nicht auf die Uhr, ne? Wieso? Weil du schon wieder weißt, wie viel Zeit da rumgegangen ist. Ja. Eine Angel. Wir können noch mal langsam wieder angeln. Ja, stimmt. Dafür brauchen wir auch Schrott. Ey. Oh nein. Also ich bin gerade am Schrott kloppen. Kannst du vielleicht den Hai mal kurz ablenken? Ich glaube, der snackt mich gleich ja, weg. Ja, kann ich machen. Warte, ich brauche aber eine Waffe. Metallbolzen, das kriegen wir. So. Und Metallwaren. Wo ist noch was? Ja, hier ist noch Holz. So. Schrott, 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 Schrott. Das nehmen wir alles mit. Wir brauchen Schrott.
Rein damit. Da ist er. So, seht ihr noch irgendwo Schrott? Ah, hier. Schrott, 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 Schrott. Oh, Mann. Trifft er mich jedes Mal, ey. Weiß nicht, ob ich dich treffe. So. Ja, jetzt. Bam, zweimal. Schrotti, Schrotti, Schrotti. Hier jetzt nochmal Schrott. Ich habe noch ganz viel Schrott gefunden. Noch ein bisschen ablenken könntest. Ja. Könnte ich noch... Oh nein, ich sterbe! Nein, echt? Ich bin tot. No, Ju! Shit, ich habe alle meine Items weg. Kann ich dich noch retten? Mich. Ja, ich kann dich retten. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo... Das ist das Schwierige. Auf jeden Fall in der Nähe der Insel. Okay, ich suche dich. Weißt du, wie du es beschreiben kannst? Du kannst einfach da liegen bleiben, oder? Ich könnte auf jeden Fall, ich glaube, ich sehe da vor mir auf jeden Fall wirklich die Insel auch so ein bisschen, das zwischen Floß und Insel natürlich. Du brauchst also, es läuft keine Zeit ab, oder? Nee, das nicht. Du kannst schön entschuldigen machen. Das ist jetzt schwierig. Bist du in der Nähe vom Floß, also straight vom Floß zur Insel gestorben, oder? Ja. Okay, also musst du da irgendwo rumschwimmen, zwischen Insel und Floß. Ja. Okay. Ah, ich sehe dich. Ja. Sehe dich. Gott, das ist gruselig. Ich weiß überhaupt nicht, wo der Hai ist, ey. So. Ja. Da. Oh. Sie hat mich. Gnu hat mich. Yeah. So, ab ins Nest mit dir. So, und stirb. So. Nein, das war voll der... Das war ein Move. Das war so ehrenvoll von dir, ne? Danke, danke, danke. Aber bitte beim nächsten Mal mich nicht so lange warten lassen, danke. Ja. Wir haben die letzte Antenne hier, Ju. Du darfst alles platzieren. Yes, Leute. So. Okay. Essen kommt hier rein. Okay, Antenne. Machen wir hier, guck mal. So. It's time. Aha. Aha. Und was sagt's dir? Kannst du es lesen? Ich kann es lesen. Und jetzt müsste man, glaube ich, das Journal aufmachen. Warte, ich komme gleich. Ich will das auch sehen. Guck mal, Radio Tower. Hier steht eine Nummer. 8414. Wir können zum Radio Tower fahren. Guck mal, wenn du T drückst, ne? Da hast du die erste Seite und einmal... Ah. Ne, da steht 8484 und ich konnte hier Zahlen ändern. Okay. Ah ja. Und wir brauchen einen Netzwerfer, damit wir die überhaupt fangen können, gell? 8414, ja so. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Netzfänger. Aha. Okay, ich guck mal, was wir dafür brauchen. 8414. Und dann müssen wir dahin. Das heißt, wir müssen das Segel dann nach da richten. Aha. Ist ja complicated, Alter. Das ist ja ein anderes Spiel jetzt auf einmal. Netzfänger? Wo finde ich den Netzfänger? Hier war das. Netzwerfer brauchen wir, ne? Ja, wo ist der? Ah, hier. Dafür brauchen wir Schrott, zwei Bolzen. Also haben wir ja noch voll viel Goldbarren, oder? Metallbarren. Ich mach mal zwei Bolzen. 1601. Ach, warte, kannst du den Anker kurz lichten? Nennt man das so? Ja. Dann gucken wir mal, dann guck ich mal, ob wir in die richtige Richtung gerade cruisen. Ja, 160. Ja, okay. Ich habe das Segel darfst du nicht mehr ändern. Das habe ich genau richtig jetzt gemacht, glaube ich. Geilo. Ja. Leute, jetzt das geht's heißt, ab. Wir, jetzt geht's zur Radioinsel. Radioinsel. Wer wartet dort auf uns? Und einen Metallbarren brauche ich noch. Die Möwe ist wieder da. Möwe ist weg. Leider nicht getötet, aber Metallbarren haben wir. Und Schrott und Kunststoff. So, okay, wir haben einen Dings. Guck mal. Wie sehe ich aus? Boah! Nimm du mal, ich will es auch mal sehen. Boom. Aber keine Munition, ne? Oh, echt? Stimmt, wie kriegen wir die Munition, Leute? Das Spiel lässt einen nicht in Ruhe, ne? Ja. Okay. Mach dir aber auf jeden Fall mal auch eine große Trinkflasche, wenn wir jetzt auf eine größere Insel gehen oder sowas, ne?
Radar müssen wir ausmachen, sonst die Batterie leer. Oh, shit, stimmt. Gut, dass ihr es sagt, Kadetten. Aber wir nähern uns. Mach dir mal eine große Trinkflash. Ich glaube, das ist super important. Was machen wir? Große Trinkflash. Ja. Eine Trinkflashen. Flanken brauchen wir ja auch. Mach nochmal ein zweites Reinigen. So, mein Hammerchen. Können wir eine große Eigentlich Trinkflasche machen? Auf einer großen Insel können wir dann währenddessen trinken. Bin ich smart. Yeah. Ich denke weiter. Ja, Leute, das wird doch, das wird doch. Kugelfische für Moni. Was, Kugelfische? Hast du schon deine große Trinkflasche oder soll ich dir eine craften? Ich wäre sehr geil, wenn du mir eine machen könntest. Da hinten ist eine Insel, gehen wir auf die zu? Ah, nee. Ich würde das Segel gar nicht mehr umsetzen jetzt, sondern direkt auf die Radioinsel, oder? Ich mache nichts, ja. Was ist eine Radioinsel? Genau, das wollte ich hören. Gibt's da. Gibt's da auch. Also gibt's da Lamas? Ich glaube, dass es einfach die Quest ist, die wir jetzt zum ersten Mal machen können. Ich glaube, da geht's nach Hause. Wir wohnen da eigentlich. Du brauchst Kugelfischer. Einen Kugelfischen, den du mit Pfeilen tötest. What? Und erst dann kann ich einen Lama fangen. Sag mal, was brauche ich eigentlich für dieses scheiß Lama alles? Du brauchst auch gefühlt den Hai. Skandal. So. Ich finde das so schön. Meine Güte. Kann man machen. So. Ich hole den ganzen Scheiß hier mal ran. Bei den großen Kugelfischen töten für Muni. Ich habe noch nie einen großen Kugelfisch gesehen. Hast du einen Kugelfisch gesehen? Nee, ist eine Lüge, sowas gibt's nicht. Nur in so Filmen gibt's sowas. Also ich habe hier in dem Spiel noch keinen Kugelfisch gesehen. Kadetten. Kadetten? Bin mal gespannt, wo uns das jetzt hinbringt. Sieht so schön aus. So. So. Guck mal, jetzt kann ich... Oh nein, das wollte ich nicht. Ach so, was, wenn wir dann so nah an die Kugelfische ranschwimmen, dann explodieren die. Wo soll es sie denn geben? Ah, ich glaube, es verarsche. Wasser haben wir immer jetzt genug. Geil. Das Wichtigste überhaupt. Da vorne ist eine Insel. Wir tun straight auf eine Insel zu steuern. Das ist so spannend. Wo ist eine Insel hier? Da ganz vorne. Aber wir sollten nicht vom Kurs abkommen. Nee, das ist genau die wahrscheinlich, zu der wir hin müssen, denke ich mal. Die eine ist 1260 Kilometer noch entfernt. Ach so, echt? Hm. Holy shit, aber so weit wie schnell schwimmen wir? Kann man so weit schauen? Kann der Mensch so weit schauen? Und wie weit? Blossenbonjo. Und wie weit sind wir jetzt gerade? Also wie schnell sind wir gerade? 7 Knoten. Ich habe keine Ahnung. Möwen töten! Möwen töten! Ja. Hab schon. Gut. Oder ist hinter mir noch eine? Nö. Nö. Sehr gut. Okay. So. Wo bist du? Wir lassen mal den Kurs, gehen kurz zur Insel, weil die ist genau straight vor uns. Und dann machen wir kurz einen Bogen und. Aber nimm mal das hier mit, was ich ja jetzt rausfallen lasse. Oh ja, eine Fläche, danke schön. Das kannst du, guck mal hier hin. Komm mal hier. Das kannst du komplett einmal voll machen. Geil. Kann ich meinen Trinkbecher wegschmeißen eigentlich. Genau, den kann man. Ja, den werde ich auch. Tschüss. Warte, bevor du das nimmst jetzt, mach einmal mit Süßwasser hier, mit Salzwasser. Ah, damit ich die andere fülle, ne? Genau. Boah, wir sind so intelligent, Alter. Yes. Ach, die ist immer noch voll. Achso, ich kann das jetzt komplett so. Das wird noch schwierig. Ach, die kann ich komplett dann auffüllen. Geiler Scheiß. Da nehme ich doch gleich mal einen saftigen Schluck draus. So. Das brauche ich nicht mehr, ist eh tot. Ist auch tot. Am Segel in der Nähe vom Sender. Ja, das stimmt. Am besten das Segel, beziehungsweise den Sender am Segel befestigen, beziehungsweise die Nähe machen, weil dann muss man nicht die ganze Zeit hin und her rennen. Weißt du, was ich meine? Ach, du redest mit mir, sorry. Ja, es war so monoton und langweilig, dass es... Am besten den Sender neben dem Segel platzieren, weil da kann man leichter navigieren.
Das stimmt. Das ist komplett richtig. Soll ich Danke das machen? Danke für den Hinweis. Ja. Mache ich aber nicht. Dann ist es auch okay. Einfach so verweigern. Nö, kein Bock. Nö. Not today. So. Ich mach kurz die Insel hier platt. Jo. Ich werf Anker. Ja. Ich werf Sehr Anker. Nice. Geh hoch hier, ja. Sehr schön. Boah, da hinten ist nochmal, da ist jetzt so viel Zeugs hier. Gehen, ne? Loot. Kriegst du's hin? Wo brauche ich denn das Segel hin? Nee, gefällt mir nicht. Das passt nicht in die Architektur hier rein. Wir sollen ein zweites Segel bauen, dann sind wir schneller. Ja. Viel schneller. Klar. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, sehr gute dann Idee. Dann meinte Chat, nee, bringt gar nichts. Hast sehr schön nachgesprochen. Er leckt mich am Arsch. Was redet ihr überhaupt mit mir? Mit dem Falsch rum. Oben auf der zweiten Etage können wir noch ein Segel bauen. Das ist eine gute Idee. Ja, dann müssen wir trotzdem mal drunter und dann nach oben, ne? Mhm. Alter, Junge, was ist denn hier mit dir los, ey? Junge, hast du einen Hunger? So. So. Dann brauchen wir erstmal ein bisschen mehr Fläche hier noch, ne? Dann müssen wir natürlich... Wunderbar nicht. Boah, wir viel Zeugs wieder, das, gell? Das brauchen wir hier auch nicht mehr. Nutzen wir eh nicht. Das braucht man, Alter. So, das macht ja viel mehr Spaß mit dem Wasserfläschle. Hoch. Ich kann den Schenkel nicht nehmen. Ich kann den gebratenen Schenkel nicht nehmen. Lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Okay. Warum? Weil du gerade so ruhig warst. Ich bin maximal konzentriert, weil ich jetzt das Segel hier hinbauen werde, aber ich merke, ich habe kein Holz. So, wir haben wieder 12 Schrott. Uff, haben wir viel Zeugs, ey. Das ist beachtlich, Kadetten. Das ist beachtlich. So, ne? So ist auch richtig. Ja, nee, noch ein bisschen mehr nach. Ja, da hat es gerade gepiept, das ist normal. Ja, es ist das Radar, das piept. Okay. Aber ich hab's wieder ausgemacht. So, bist du noch auf der Insel? Essen? Nö, ich bin schon längst zurück. Dann. Oh, ich habe immer mega Angst, wenn du jetzt hier an den Truhen bist, ne? Also no front, aber front. Ich hab ja, das jetzt echt gut. Alles sortiert. Guck mal kurz. Wo ist eigentlich unser Palmi? Ach so, habe ich weggemacht, weil das haben wir eh nie benutzt. Ach so. Hat so viel Platz eingenommen. Du nimmst so viel Platz ein. Nein, Spaß. Das ist schon mal falsch hier. Badadadam, badam. So, das ist auch falsch hier. Das ist auch falsch. Was ist falsch? Also, Holz ist ja eher weich. Ach so, ja okay. Weich, wenn du es so siehst, naja, das ist... Ja. Und Seil ist ja ein Zwischenprodukt. Das heißt, in Mittel. Ich nenne das mal. Nicht Mittel, sondern Zwischen. Mach mich nicht fertig. Eisenbarren ist ja auch ein Zwischenprodukt, weil das ja kommt aus der Schmelze raus. Aber ich denke so gar nicht. Ich gehe einfach von der Festigkeit aus des Materials und pack's dann ein. Nee, nicht alles, was hart ist, kommt in die harte Kiste. Doch. Wenn es weich ist, packe ich es in die Schlaffe. Der scheiß Hai, ey. Warum auch nicht mehr? So. Das tun wir auf dem Ich glaube, ich kann den Hai jetzt voll gut umbringen, weil ich habe gerade eine Lücke gefunden, wo der nicht rankam. Er sich. So. Wo ist die Drecksau? Oh, da ist die Drecksau. Warte, komm her. Vielleicht findet er mich hier nicht. Ach, glaube ich, das bringt nichts. Was okay, ich ist alles komm. Weich? La. Pflanzen sind weiche. Ist weich, ne? Weiches Gestrüpp. Du bist weiches Gestrüpp. Ebenso. Vielleicht nehmen wir einfach mal einen schwereren Metallspeer. Ich mache mir jetzt mal einen, weil dann kann ich den richtig wegsnacken. So, der letzte geht dann dicht. Ach so. Also, wenn du läufst bei der Möwe, dann kriegst du sie nicht, by the way. Okay. Habe ich gelernt. Und Metallspeer habe ich auch schon, ja.
Echt, hast du einen? Mhm. Ich überlege gerade, ob wir nicht so einen Sprengler bauen, dann müssen wir nie wieder gießen. Dann haben wir es komplett outgesourced, aber... Und Metallbolzen? Haben wir keine Metallbarren mehr? Doch, haben wir noch. Eigentlich genug. Aber bei Zwischenprodukt. Ja. Wie so ein leerer Ton. Aber dumm ist genug. Bei Zwischenprodukt. Das ist das letzte Mal, dass du mit mir gespielt hast, oder? Nein. Überhaupt nicht. Meine Schwester ist Lehrerin, du weißt, was das bedeutet. Was denn? Dass ich ständig belehrt werde. Echt, jetzt ist es so? Ja, da wird der kleine Finger gehoben und dann, das ist aber so nicht korrekt. Die ist genauso, aber ich finde es in Ordnung. Batterie raus, wird auch so verbraucht, geht. Also, sieht nicht so aus. Wir sind komplett am Ziel vorbei. So, was, ich bin total hell, sagt ihr, findet ihr? Ich bin halt einfach käseweiß. Nee. Ich weiß nicht, Leute. Meine Kamera spackt zurzeit. So, ich würde jetzt gerne den Hai umbringen. Sollen wir mal weiter düsen oder Hai umbringen? Ja, wir können weiter düsen. Nee, Hai umbringen. Okay, wo ist die Schlampe? Also nee, Hai brauchst du nicht umzubringen. Ach so, okay. Ach, so, ich setze mich jetzt hier. Da kommt aber schon wieder angeschissen. Nur eingeschaltet wird verbraucht, würde ich jetzt auch mal sagen. Das wäre mega stressig. So. Okay. Ich habe ihn einmal gespießt, das reicht mir. Du musst ihn füttern. Wen muss ich füttern? Mich. Dich. Jetzt regnet's. So, ich tu mal jetzt... Achso, ist schon. Okay, also das Segel ist da, wo es sein soll. Hast du es richtig eingestellt? Was habe ich eingestellt? Ja, das Segel. Soll ich noch eins bauen? Ja, ich könnte noch eins bauen. Soll ich oder du? Ja, kann ich. Ich kann es machen. Ja, wie du willst. Mega verwirrend. Ich baue. Nee, bau du. Nein, bau du. Du machst besser. Aber ich baue. Lass auch nach oben bauen, oder? Ja, hier, bitteschön. Ich habe dir eins gebellt. Da, für dich. Cool. Wir sind echt Gangster, Mann. Gangster. Gangster in Paradise. Schön ist es jetzt nicht. Sei nicht so hart. So, ein zweites Segel bringt so nichts. Aber das sagen alle, dass es was bringt. Was jetzt, ihr Theorie-Menschen? Ah, okay. Oh, wir sind viel schneller. Wir sind schneller. Ist es so? Ja. Siehst du es an den Knoten? Ich sehe das einfach an der Entfernung. Wir sind 900 Kilometer entfernt. Uhu. Es kommt. Wir machen den Shit hier. Geil. Hat jemand so ein geiles Floß wie wir? No. Nobody. Niemand. Hast du wieder die Batterie ausgemacht? Nee. Wollte ich jetzt machen. Okay. Im nächsten Zuge hier. Ach, du machst das Ich schon. Hab's ausgeschaltet. Nein, man kann den Anker runterfallen. Ich sterbe und werde angegriffen. Doch, ich habe überlebt. Und komm stärker zurück. Boah, jetzt hab ich den richtig mit dem Metallbarren ins Maul rein. Das gefällt dem bestimmt nett. So, sieht doch gut aus. Was kann man denn Geiles bauen? Ich habe richtig Bock zu bauen. Ablage. Pff. Sollen wir mal malen? Wie halt einfach alles so angetackert ist an das Floß, damit auch ja nichts wegfließt. Verwandle dein Floß in ein buntes Zuhause. Ey, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Oh! Ich wollte den gerade hacken. Hast du es gesehen? Ja. So. Ha, Drecksau. Seil ist ein Zwischenprodukt, deswegen gehe ich in die Zwischenkiste. Oh. Boah, das ist halt direkt totes Hühnchen, gell? Mit dem Metallspießi. Ah, okay. Brauchen wir Farben. Wir haben gar keine Farben mehr, ne? Die haben wir einmal weggeworfen. Ja, die Blumen brauchen wir. Also es gibt aber ganz viele auf den Inseln. Also da kannst du unendlich viel farmen. Okay, sick. Das ist sick. Das ist sick. Wir haben wieder keinen Schrott. Doch. Aber irgendjemand hat einen Stein und hier einen Metallbarren in Weich reingetan. Hier. Ich will niemanden angucken jetzt, ne? Aber. Du hast wirklich sehr viel getan. Aber mein, an die Community, das ist doch. Ich mach das halt. Hilfe! Ich mache das einfach nur nach Feeling. So, was ist weich, was ist hart? Ja, ich merke schon, dass es erst nach Feeling ist. Aber guck mal, hier.
Das sind weiches Rohmaterial und hartes Rohmaterial. Ja, und da kommt alles, rein. Genau, bei Zwischen kommt nur das rein. Zum Beispiel Ton hast du ja gefunden. Das heißt, das kommt eher bei hart. Aber Zwischen ist alles, was wir gecraftet haben. Was wir, genau. Seetang haben wir ja gefunden. Das heißt, es ist weich und kommt Schimpf in weiches... Schimpf mich nicht! Ich glaube, du hörst mir gar nicht mehr zu. Doch, du hast schon recht. Ich habe nur gesagt, schimpf mich nicht. Nee, nee, ich habe immer recht. die Allüren kicken, Freunde, die Allüren. Ich habe immer recht. So, Spaß, Freunde. So ein kleiner Joke unter ganz viel Wahrheit muss auch manchmal sein, ne? Muss auch manchmal gedroppt werden, ja. Revier markiert. So, warte, habe ich da Seil gesehen in weich? Obwohl es ein Zwischenprodukt ist? Oh, sorry. Alter. Warum lässt ist mich da ein hier ganz schön, drin? Du lässt mich hier, das ist einfach nur, das war nur Verzweiflung. Du lässt mich hier ganz schön dumm aus. Dankeschön, Benchiton, für 10 Stufe 1 Subs. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, verrückte Nudel. Merci und ein frohes neues Jahr. Da, 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 da. Ja, ja. Mhm. Ist da vorne die Insel? Da ist wieder eine. Okay, nee. Was kann das so, jetzt? Wie weit sind wir noch? Okay, wir sind bald da, ne? Wir sind bald da. Das ist ganz spannend. Ich speichere mal unsere Welt. Was denn? So. Ach so, okay. Hier kommen die Blumen rein und dann wird daraus Farbe gemacht. Stark. Jetzt wird... Ach süß, was ist denn das hier? Da kamen die Blumen rein, dann wird daraus Farbe gemacht. Ach, witzig. Und dann habe ich hier diesen Pinsel hier. Witzig. Und damit kann man dann Das ist ja malen. Witzig. Es gibt übrigens Kugelfische und alles bei großen Inseln, deswegen haben wir noch keine gesehen. Mhm. Interessiert Alea, dich voll gerne. Wir mal den Sonnenaufgang oder Untergang zeigen. Sieht bestimmt schön aus. Süß. Können wir auch mal machen. Das machen wir für dich. Je, yeah, auf jeden Fall. Das ist drin. Boah, es ist überall Rieseninseln, aber es ist nicht die, wo wir hinsteuern. Ich bin ganz fickrig, ich bin ganz fickrig. Und die Community ist auch ganz, ja, fickrig. Kennst du das? Wenn man aufgeregt ist? Ich bin ganz fickrig, heißt, ich bin ganz aufgeregt. Und ich hau dir gleich ein paar auf deine Fotze. Das kennst du aber, oder? Nein, bitte nicht wieder auf die Fotze hauen. Oh. Kennst du aber, oder? Das kenne ich, ja. Hast du das, wenn mir das passiert? Nein. So. Yes, Mann. Das wird ja richtig nice hier. Riesig hier. Wo ist das ganze Schrott hin? Hab ich. Sag mal, hast du den gerade komplett verpackt? Wie so ein Psycho, deswegen habe ich gerade dieses Geräusch gehört. Brauchst du? Nein. Aber da war gerade voll die Sucht in dir. Ich so, diesen Sound meinst du? Dieses. No, ich habe hier eine kleine Liebeserklärung. Wollte nur kurz sagen, dass ich. Justina, die gerade in deinem Chat ist, über alles Liebe von Mr. Hoppenstedt. Na, ihr kleinen Romantiker. Was ist denn jetzt Ey, bei hier mir los? War ganz schrecklich damals. War richtig Partnerbörse bei mir. Die haben sich Echt? Einfach connected hier. Haben und die haben alle Liebe sich gemacht. Gepaart? Es sind ganz viele Kinder im Stream, die so ist neu es da geboren nicht, sind. Ist es da nicht Inzucht, wenn das die eigene Community macht? Also bei uns Gnus oh ja, ist es targeted, weil wir sind ja eine Gnu-Family, bei uns ist es Inzucht. Ich habe immer gesagt, sie sollen sich mit anderen Communities paaren, also gerne rüber mit zu den Jews und paart euch dort, aber... Ja, paart Meinst euch du? Untereinander, unter den verschiedenen Communities. Genau. Ne? Dann kommt Gnubas raus. Gnubas. Lol. Gnulien Bams. Gnulien Bams. Klingt so lame irgendwie. Hey Leute, ich bin's Gnulien Bams. Auch so vertraut irgendwie. Gnulien Bam, Leute. So, Freunde, ich bin gespannt auf das... Warte, wir müssen gucken, ob wir noch richtig segeln gerade. Ja, ich glaube schon, oder? Oh, ja, ja, nur noch 313 entfernt. Wuhu. Sehen wir es schon? Siehst du schon irgendwas? Nee, ne? Nee, ich glaube, das dauert noch. Es wird spannend, Freunde, es wird super spannend. Machst du es wieder aus? Ich tanze gerade. Waves, Alter. Ja, ich hab's wieder ausgemacht. Gut. Da war doch jemand einen Sonnenuntergang sehen, da präsentier's mal. Ich mach mal wieder mein Fenster zu.
Wir brauchen Flocken. Ich glaube auch, wir brauchen jetzt, glaube ich, wirklich diese ganze Ausrüstung, um überhaupt Kugelfische und alles zu jagen, gell? Genugelfische. Genugelfische. Ja. Oh, ey, da vorne, ich sehe es, riesengroß. Oh mein Gott, wenn das jetzt abstürzt, wie sollen wir das denn schaffen? Ich gucke. Oh ja, es... Dankeschön, du Übertreiber, vielen Dank. Nice. Also mit dem Radar können wir halt solche verschiedenen Stationen finden, die in unserem Buch dann eingetragen sind. Nice. Ich glaube auch nicht, dass es eine Insel ist. Nee, das sieht irgendwie sehr verlassen aus. Ich hoffe, dass es halt nicht abstürzt. Ah, ja, stimmt. Ja, das stürzt bestimmt ab. Glaubst du? Oh, ich muss essen und trinken, stimmt. Essen und trinken. Da, wo wir hingehen, brauchen wir nicht zu essen und trinken. So. Holzi, hier, ist Sonnenuntergang gönnen. Einmal für Alea. Hier. Oh. Das war ein schneller Sonnenuntergang. Zack, ist er weg. Ja, ich habe noch so ein Date mit einer Frau und hast du voll. Denkst du, bei Sonnenuntergang küsst du sie? Oh, scheiße, es ist dunkel. Oh, ist schon vorbei. Ja. Und dann kommt noch deine Familie so: ah, bist ja ein Küssen hier, ne? Und du so: ah, oh, scheiße, peinlich. Oh, scheiße, fass mein Bein an. Und dann küssen deine Eltern dich die ganze Zeit. So: hey, das ist gar nicht Papa. Und dann sagt Papa so: lass es zu. Oh mein Gott. Lass es zu. Ey, Junge, der blöde Hai. Geh doch einfach, als ob wir das einzige Floß hier auf dem Meer sind, ey. Ja, wahrscheinlich, ne? Es wäre lustig, wenn man auch andere Online-Gamer finden könnte. Das wäre funny, ja. Ey, guck mal, da drüben ist Trial. Aber nicht, wenn, aber nicht, wenn die uns auch irgendwie ausrauben könnten. Das fände ich nicht witzig. Ach, stimmt, ja, okay. Das, da würde ich sauer werden. Schon haben. Oder okay. Wenn die mit Lamas traden, das wäre geil. Das wäre echt funny, ja. Oder wenn man die Floße dann auch zusammen connecten könnte, das wäre witzig. Das wäre funny. Boah, wir haben so viel Pflanzen, ich mache die jetzt alle weg, indem ich daraus Seile mache. Ah, okay. Also was brauchen wir denn eigentlich alles für... Hä, was? Was hast du gemacht? 60 Seile gebaut, warum fragst du? Holy shit. Wir brauchen eigentlich noch Flossen. Wow! Und es gibt eigentlich auch noch, gibt es nicht sowas wie Taucherausrüstung noch außer die Flossen? Habe ich doch irgendwo gesehen, oder? Meinst du, wir müssen tauchen? Ja. Es geht vielleicht auch runter, ja, kann sein. Ja, müssen wir. Aber ich würde jetzt mal Anker setzen, ja, gleich. Ja, Anker setzen. Anker wird gesetzt. Let's go. Oh, ja, da müssen wir tatsächlich tauchen, ne? Auch. Ich habe einen Aktenkoffer, eine neue Notiz. Oh, geil. Ich glaube, es wäre so eine Sauerstoffflasche gar nicht schlecht. Spannend, hier ist ein Telefon. Oh Gott, hat sie hier viel Zeugs, ne? Ist die Notiz hier drin oder was? Ja. Brauchen wir dafür Taucherausrüstung? Also wir hatten doch auch irgendwo Taucherfläschchen, oder nicht? Irre ich mich etwa? Ja, aber konnten wir alle noch gar nicht bauen, ne? War noch... Ja. Oh, hier geht's nach oben. Kann ich hier nicht ins Fenster rein? Nee. Okay. Wir müssen ja mal jeden Raum absuchen. Ah, hier ist Schrott in... Also hier ist Schrott... Ach, den Schrott kann man einfach nehmen. Ist ja funny. Und hier ist die Tür. Lass mal versuchen, nach oben zu kommen. Okay. Ich mach mal den Dangerous Shit. Uff, hoffentlich bricht mir das jetzt nicht das Genick. Oh mein Gott, nur Scheiße hier. Ah, da ist eine Kiste. Eine riesige Kiste. Boah, meine Fresse, ist da viel drin. Okay, ich habe überlebt. Gut. Okay. Huiuiui, das ist ja nice hier. Uff. Sagt in mein Inventar. Oh, ist noch locker. Bist du oben oder was? Ich bin gerade, ja, nee. Ich habe gerade ein bisschen durchsucht. Ich bin gerade so zwischen. Hier oben ist geht mega was ab. Ja, mach du oben. Ich bin gerade mein Leben auf das Spiel setzen. Ein bisschen ordentlich. Oh, nee, mit dem Hai oder was? Nee, weil ich halt ganz tief unten tauche und ich weiß, ob ich es
weil ich Angst habe zu sterben, weil ich ja auch sticken könnte, wenn ich nicht mehr rauskomme. Von oben ist unser Floß, by the way, extremst hässlich, ne? Echt? Nein, ich bin runtergefallen. Ja. Ich die Drecksau einfach gesehen habe, ne? Bin ich jetzt gerade nochmal nach oben gekommen. Hier, warte. Took boat, won't be back. Hier sind so viele Nachrichten überall. Hier haben Menschen gelebt, hier haben Menschen gearbeitet. Was ist deren Geschichte hier? Vielleicht bummst gerade den Hai. Vielleicht kann ich ihn gleich echt umbringen. Du bummst den Hai gerade? Ja. Pim kommt bald. Oh, er ist tot, oh mein Gott! Okay, komm nach oben. Geil, hier geht Mann! So einiges ab. Ich weiß nicht was. So, eine neue Notiz habe ich bekommen. Okay, nice. Ich komme hoch. Ich muss in jeden Raum reingehen. Hilf mir, ich komme nicht hoch. Ich bin zu dick. So, jetzt. Wo warst du denn schon überall, ist jetzt mal die Frage. Das ist eine gute Frage. Ein Hinweis habe ich aufgehoben. Bottles. So witzig, wenn man auf einmal die Sachen, die man immer im Wasser aufsammelt, da stehen sieht, gell? Voll, voll. Weirdo. Ich werde etwas Riskiges tun. Ich werde hier balancieren müssen, damit ich... Boah, meine Fresse, war das risky. Plünder, 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 plünder. Jetzt muss ich auf die Leiter hier. Ey, muss ich auf die Treppe springen. Boah, okay. Freunde, ihr wisst sehr gut, wie gut ich springen kann. Oh, hier geht's ja voll hoch. Ah, du bist auch. Tip boat won't be back. Geil, die Nachrichten hier. Wow, unser Floß sieht halt einfach mega geil aus. Muss ich schon mal sagen. Irgendwie nur groß. So, Leute, ihr erinnert euch bestimmt noch an die Zeit, wo ich sehr viel gesprungen bin. Jumpst du? Ja, und immer daneben. Deswegen muss ich immer wieder neu laufen. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt hoch kann. Wo willst du hin? Es ist so schwierig zu erklären, wo ich gerade bin. Ach, die Liane hier. Aber ich versuche gerade ganz. Ah, ich weiß, doch, da kann man hoch. Aber ich sehe deinen Namen gerade die ganze Zeit. Ja, ich glaube, da kann man hoch. Die Treppe meinst du, gell? Da bist du, ja. Give it a try. Oh. Schlecht. Oh mein Gott. Das geht eigentlich so. Weiß jemand, ob wir da hochkommen, Leute, oder ist es einfach nur Zeitverschwendung? Ich bin hoch. Oh, nice. Hol alles, was du finden kannst. Hier ist halt nichts. Echt? Ah, doch. Hier kann man vielleicht drauf. Unbefriedigend. Ja, okay. Ich gucke zu, wie du es. Kommst du mit nach oben? Zu mir? Ich wollte dich das machen lassen. Ach so. Ich habe versagt. Ich würde wieder ein bisschen unten noch looten. Ja, guck mal, was unten noch alles gibt. Doch, ist mega viel, sagen die. Okay, sehr gut. Ich gehe noch mal ein bisschen nach unten und hole noch mal, was wir brauchen, weil, wie gesagt, der Hai ist jetzt weg. Das sollte ich auf jeden Fall ausnutzen. Das Spiel hat irgendwie sofort die Wendung angenommen. Oh, hier geht's noch weiter nach oben. Lol. Alter, ist unser Fluss hässlich? Nein. Ach komm, so schlimm Freunde, ist es doch gar nicht. Nee, das, boah, ich muss ein Foto machen. Nein, das ist nicht hässlich. Meine Güte, da dachte ich, baut man halt was echt Krasses. Das ist echt hässlich. Nein! Boah, nee, du, glaub mir, das, was ich gerade sehe, ist kein Floß. Das hat nichts mehr mit Floß zu tun. Nein, sag doch sowas nicht. Wir haben ein Monster kreiert. Wir haben ein Monster. Ich finde es voll so eine precious. Hand, die so macht. Nein, das oder? Ist voll precious. Nein, die ist schön. Nee. Hör nicht auf ihn, Floß. Wir kriegen das schon hin. Was geht hier ab? Hier ist irgendwas passiert, hier gibt es eine ganze Geschichte. Wir können Stirnlampen jetzt bauen. Geil, da können wir auch in Höhlen bestimmt, oder? Oh, das war knapp. Oder? Ja, genau. Geiler Scheiß. Boah, das hat's ja richtig gebracht. Errungenschaft habe ich gerade. So. Ah, wir haben auch eine neue Nummer bekommen. Vasagatan. Ich lese einfach mal, während du suchst, einfach mal. Ja. Ich lese einfach mal vor.
Sauerstoffflasche brauchen wir auf jeden Fall. 2 Monate lang haben wir an diesen Reaktoren gearbeitet. 2 Monate Arbeit, um die Welt zu retten und ohne jemanden, dem wir unsere Geschichte erzählen können. Unsere Namen sind nicht wichtig. Sie gaben uns allen Spitznamen. Nachdem diese Vorarbeiter alles über das Testprojekt am Nordpol verraten hat. Als ob das einem Unterschied gemacht hätte. Verdammt. Als ob einer von uns an dieser Seite, an dieser Stelle überhaupt einen Unterschied machen könnte. Sparrow war seit dem ersten FLD, ach so, Feld, vorsichtig gewesen. Vor allem bei den Details, die verschönert worden waren. Anscheinend ist der Prototyp bei weitem nicht stabil. Es wurde nicht erwähnt, was mit dem chinesischen Team passiert ist. Ja, es sind natürlich die Chinesen wieder gewesen. Das war es. Ren sollte einer von ihnen sein, aber er lässt es nicht zu. Ovi murmelte etwas über den über das Notkühlsystem, das schlampig aussah. Was aber nicht die halbe Wahrheit war. Aber ich wusste es besser, als darüber zu quatschen. Ich meine, sie haben uns an einen trockenen Ort gegeben, an dem wir arbeiten können. Gott weiß, dass es nicht viele von ihnen gibt. Sehr ramondisch. Boah, das haben wir noch echt fucking viel Text hier. Januar. Ich wünschte, ich wüsste, wo wir waren. Dass wir einen Ort hätten, auf den wir hinweisen könnten. Außer dem Funkturm in der Ferne. 12, 16 und 8 scheiterten heute nach 3 Tagen Testzeit. Der Kern des 16er brannte so heftig und schnell, dass er sich direkt durch den nassen Schacht fraß. Seine Nutzlast sank in den Ozean. Heiß genug, um 100 Jahre lang zu brennen. Sparrow überprüfte die Strahlungswerte, die bei jedem Test freigesetzt werden. Sie sagten, sie werden sie in Schutzräumen benutzen. Wir können das in Ordnung bringen, sagte sie. Und das Verrückteste ist, wir waren uns einig. Wie wir überlasteten, erschöpften Bürogummis würden also die Welt retten. Also das von, also was davon übrig geblieben würde. Jedenfalls. Februar stellte sich heraus, dass Ren uns verpfiffen hat und die Verantwortlichen wütend machte. Sie müssen gewusst haben, dass wir sie beim Arbeiten um 12 und 24 inhalten. Diese Dinge geben so viel Strahlung ab, dass sie um Himmels Willen grün verbrannten. Außer, dass sie sie trotzdem genommen hätten. Sicher. Ole und ich haben uns gestritten, aber dieser Haufen Sportler hat uns einfach herumgeschubst. Sparrow und Reaktor 8 nahmen sie auch mit. Schließlich wusste Ren, dass sie die Einzige waren, die die Intelligenz hatte, sie im Laufen zu halten. Sie ließen uns an dem Reaktorprüfplattform zurück und sprengten dann die Fundamente. Das Wasser stieg langsam an. Ole denkte, wir sollten ihnen hinterherlaufen. Ich wünschte, ich wäre nicht einverstanden mit ihm gewesen. Wenn du das verstehen kannst, was du liest, ist das nicht das Ende. Wir haben den Motor so hart und schnell wie möglich hochgejagt, aber ich glaube, er ist uns ausgebrannt. Wir haben uns gerade noch bis zum Funkturm geschafft. Ole sagte, das Boot ist unbrauchbar, doch ich kann es reparieren. Sie sind uns wahrscheinlich weit voraus, aber ich denke, sie sind auf dem Weg nach Setene. Ich will das nur an einem Ort lassen, an dem es jemand finden kann. Wir haben das nicht verursacht, aber wir haben verdammt gut getroffen. Und bei Gott, wir werden versuchen, das in Ordnung zu bringen. Wir werden dort ankommen und wir werden den 12er und 24er abschalten und wir werden Sparrow zurückholen. Und dann werde ich sie vielleicht fragen, ob sie mit mir ausgeht. Und sie wird mich nicht derart komisch angucken, als ob ich dieses Mal verrückt wäre. No. Ole hat mein Notizblock gefunden, aber ich habe ihn wiederbekommen. Ich muss ihn beim nächsten Mal besser verstecken. Dieser Marker macht es wirklich schwer, Dinge zu löschen, aber wir werden zurückbekommen. Das müssen wir. Guck, guck. No. Das ist eine richtige Geschichte, ja? Guck mal ganz schnell auf dein Handy. Mein Handy? Yeah. Oh, wir haben eine Möwe, die liegt ja, da. Ja, süß, gell? Und jetzt, ich schick dir auch ein Foto von dem Floß und gönn dir mal. Das ist doch hässlich, oder? Nein. Siehst du? Doch. Es ist hässlich, oder? Es ist halt hässlich. Voll aus der Form gekommen. Geil. Wo ist denn die? Ach, da ist die Möwe, ja. Süß, gell? Mhm. Also wir haben fressen alles, ihre ne? Kinder, ja. Weißt du, was wir jetzt haben? Wir haben eine neue Koordinate. Das Geil. Ist die 8489. Geil, da gehen wir hin. Da sind wir dabei. Das ist prima. Bist du eigentlich jemand, der ewig lang joggen kann? Joggen kann? Ich kann keinen Meter joggen. Warum? Weil ich komplett kaputte Knie habe. Ach echt, vom Breakdance? Ja. Ach krass, wirklich? Mhm. Also würdest du sagen... Deswegen lasse ich mich immer tragen, während ich jogge. Aber ist es wirklich so, dass du das merkst? Auch durch die ganzen Sprünge? Ich hatte wirklich Knorpelrisse gehabt. Boah, krass. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Laufen mega krass vermisse. So ein bisschen laufen kann ich noch. Also weglaufen kann ich ganz gut vor Verantwortung. Ja.
Krass. Nee, weil ich würde so gern viel joggen, aber ich bin einfach. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich bin nicht der Typ dafür. Während zum Beispiel auch mein Freund, der rennt halt einfach 100 Jahre, den stört es nicht. Hast du gerade den Halm gefressen, den ich hier draufgelegt habe? Nee, ich habe den mitgenommen. Ah, okay. Während zum Beispiel mein Freund, der rennt einfach 100 Jahre, der ist ein richtiger Läufertyp und dem macht das halt gar nichts. Der ist nie irgendwie außer Atem und auch sein Vater und ich bin immer so voll so ein Trampeltier dagegen und kann nach 10 Minuten nicht mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, man muss auch erstmal laufen lernen, so dumm sich das anhört. Ich habe das erste Mal gehört, dass man irgendwie mit den Fersen abrollt und tippelt. Ich bin halt immer gelaufen wie ein Elefant. Ich glaube, ja, ich glaube, laufen, also es gibt wirklich viele Leute, die können einfach nicht so gut laufen. Also ja. Als ich noch laufen konnte, so richtig, konnte ich halt auch nicht gut laufen. Ja, ich glaube, ich auch nicht. Also ich weiß es sogar, mein Lehrer hat gesagt, na, lass mal das. Echt jetzt? Ja, hat gesagt, ich trampel wie ein Elefant. Aber hart, ehrlich. Wie ist mit euch, Kadetten? Seid ihr gerne Läufer oder nicht? Oder was sagt ihr so dazu? Seid ihr Läufer? Seid ihr kleine Faulis? Seid ihr lieber Pumper? Macht ihr lieber dann Sport und tanzt? Wann kommt wieder Rav mit Gnu? Ja, Empfänger ausschalten. Oh, oh, oh. Der heißt schon wieder da, ne? Ja. Wir haben Federn. Dumme Sau hat nichts gelegt. Sollen wir weiter düsen? Was ja, du können wir machen. Zu welchem Punkt müssen wir denn gehen? Zu dem Viereckigen wahrscheinlich dann, oder? Die Grünen sind, glaube ich, einfach nur normale Inseln. Ist das richtig? Gute Frage. Kraftspurt und viel Spaziergänge, das lobe ich mir doch. Ja, dann gucken wir mal. Also ich würde jetzt gerne mal Richtung Lama gehen. Dieses Lama existiert nicht. Es ist ein riesiger Prank gewesen von der Community. I'm sorry. Hm. So. Was können wir Geiles bauen jetzt? Was Großes? Motoren? Ich glaube, die haben Motoren wir noch gar nicht. Motoren habe ich noch nirgendwo gesehen. Aber ich gehe nochmal zum Forschungstisch. Vielleicht und check nochmal die Lage, Marge. Ich glaube, das brauchen wir tatsächlich als nächstes Taucherzeug. Oh, da viele Kistchen. Da kommen so viele Kistchen. Ich kann nicht aufhören zu looten. La 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 la. Hey. Ich tue auch mal ein bisschen angeln, ja? Ja. Ein Gehege fürs Lama, Ju. Es wird langsam mal Zeit. Ach Leute, das Lama gibt's doch nicht. Doch. Sag doch solche Dinge nicht. Töricht, was sie davon sich geben. Lenkrad bauen, das ist sinnvoll. Wir können ein Lenkrad bauen. Oh, what? Nee, können wir noch nicht. So, ich schmeiß mal ein paar. Lama, safe nicht, Alter. Nervig. Oh, echt? Nein, die labern. Du kennst sie schon. Insel. Grün gleich große Insel gleich Lama, for real jetzt. Aber was ist denn die Quest? Ist das mit den das Viereck hier quasi, ne? Oh mein Gott, das wäre so ein Traum für mich. Echt? Doch, die Lamas an Lama Loft. Lara, Lama Loft. Lama Loft. Lama Willkommen, Lamas Loft. Lama Loft, ey, geil. Das muss ich ja nachher sagen. Oh. Haben wir keinen Kupfer mehr? Tatsächlich. Lama Loft. Detailessen habe ich, by the way, in die Truhe getan, ne, bei Essen. Sehr gut. Kannst auch was snacken, wenn du magst. Ja. Würde gerne. Irgendwie. Irgendwas bauen, aber wir können da gar nichts mehr bauen. Lämme lebt. 1, 2, 9. Ja, okay, wir segeln auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich brauche noch Seetang. Was können wir hier erforschen? Fernglas, Sauerstoffflasche. Also gehen wir zu einer Lama-Insel. So, wirklich. Ah, nee, wir fahren eigentlich zur nächsten Quest, wo wir anscheinend danach Motoren bekommen und sowas. Lämme. Und dann sind wir maximal schnell. Lemi. Rucksack. Lemi. Wir brauchen fürs Lama, brauchen wir eh eine Wiese, ne?
Gieße sie ein wenig und erhältst Gras für deine Tiere. Und dafür brauchen wir Schmutz. Und Schmutz habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Schau doch mal mich an. Stimmt, ich sehe es jeden Tag. Mann, gibt's Hühner? Gibt's nicht Hühner davor noch? Irgendwas? Das weiß ich nicht. Ich weiß das nicht, Mann. Ich weiß nicht, wo wir sind gerade hier. Ich will hey, Gnu. Ja. Wo sind die Lamas? So, ich weiß es nicht. Aber. Ja, so immer dieses Überrissene so. Überrissen. Auch ein sehr erhabenes Wort, überrissen. Das ist echt überrissen. So redet ja keiner im Echt. So redet doch keiner in Echt, Mann. Genau, so redet doch keiner in Echt. Was sollen wir jetzt tun? Komplett unter dem Ozean, Mann. Oh mein Gott. Das hässlichste Floß, wir müssen das irgendwie geiler machen. Lass uns ein Zeichen malen, ein riesiges Zeichen. Das ist ein Zeichen. Wenn man von oben drauf guckt, dass wir sagen, Mashallah, schönes Floß. Mashallah. Voll die hübsche. Voll die hübsche Floß. Da vorne ist eine riesige... Oh, was ist das für eine Insel? Oh mein Gott! Eine riesige Insel. Oh mein Gott! Das ist ja... Das ist ja ein Berg. Siehst du's? Ich seh's nicht, nee. Ich bin abgestürzt. Hilfe! Cruisen wir dahin gerade? Ja! Guck's dir an, Ju! Ich gucke gleich. Moment. Hier! Dreh dich doch endlich mal um. Jetzt genieß doch mal. Komm. Ich genieße. Da. Wow. Wow. Cool, Holy gell? Holy fucking shit. What Geil. The fuck. Heavy. Da gibt's nicht nur Lamas. Da gibt's einfach eine neue... Alles. Ey, ich bin richtig fickig, da drauf zu gehen, ne? Das ist eine ganze Bevölkerung, finden wir da gleich. Wahrscheinlich bringen die uns jetzt um und dann war es das Level vorbei. Dann war es das, ja. Wir fahren ein bisschen lang vorbei. Ich bin glücklich. Boah, und die Netze funktionieren auch richtig gut. Ja, voll gut. Ich bin happy. Auch danke an die Kadetten, die uns hier immer die geilen Tipps gegeben haben. Auf großen Inseln gibt es auch Beeren. Ich packe gerade mal mein ganzes Zeug weg, damit ich jetzt gleich Platz habe. Um fett zu looten. Und wir... Ah, warte. Sollen wir noch mal vorher angeln und ein paar Fisch, ein bisschen Fisch mitnehmen? Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir auf einer großen Insel uns und wahrscheinlich... Und wir sollten Anker lichten und dann schlafen gehen, damit es hell ist. Und ich glaube, wir fahren vorbei. Ist das so? Ja. Ich glaube, wir sollten mal kurz unsere Dinger dahin richten, um da kurz zu landen. Weil es ist eine Lama-Insel. Wenn wir schon eine Lama-Insel haben, dann nehmen wir die auch mit, oder? Definitiv. Auf geht's. Geil. Aber Moment, Moment. Ich würde noch ein bisschen was bauen. Und zwar magst du dir auch noch eine Angel holen, dann angeln wir beide gleich richtig viel. Holen uns ein bisschen Fisch, machen uns die Flasche voll. Mhm. Hört sich gut an. Hört sich total gut an. Und ich baue nochmal einen Grill, damit wir gleich richtig geil... Was war das? Das war echt, Entschuldigung, gehustet. Du hast gehustet? Ja. So hustet doch kein Mensch, oder? Was? Das ist so abnormal gewesen. Im Ernst jetzt? Das klang so. Ach so, tut mir leid, das wollte ich nicht. Das klang wunderschön. Wow, welch liebliche Geräusche aus deinem Hals. Bitte mehr so, davon. Guck mal, wir haben 3 Premium-Grille. Geiler Scheiß. Seile. Holz. Holz, immer gut. Holz, sehr gut. Holz und voll viel Plastik, ey. Holz ist immer gut. Sollen wir mal den Anker gleich lichten und dann, boah, ist die riesig, die Insel, ne? Ja, die ist riesig. Aber nicht so riesig wie die Fische, die wir jetzt angeln werden. Nett umgeleitet. So, wunderbarst. Oh yeah. Bogen brauchen wir. Ja, wir brauchen Bogen und müssen damit die Fischis nämlich. Ich würde sagen, ich mache jetzt den Anker und dann gehen wir schlafen und dann geht's ab, Leute. Ja, lass nicht schlafen, lass angeln die ganze Zeit. Dann nehmen wir nämlich Fisch mit. Okay. Bin ich auch mit einverstanden.
nicht immer hier schlafen und schlafen, ne? Also, wenn man schon die Möglichkeit hat, durchzumachen, machen wir durch. Ja. Da ist ein riesiger Vogel, sagen so viele, was? Riesiger Vogel. Oh oh. Ey, die Insel sieht so groß aus, ich habe Angst, dass wir uns gleich da verirren. Ja, wir speichern auch erstmal, würde ich sagen. Nicht, dass wir sterben, weil ich glaube, dass der Vogel uns was antun kann. Wie sieht es denn waffentechnisch so aus? Äxte. Wäre nicht eine Axt was Gutes? Ich habe eine Axt, ich habe einen Haken, ich habe einen Speer. Gut, ich speichere mal. Hast du eine Angel? Wir brauchen Schaufel für Schmutz. Oh, Ja, geil, Schmutz. Das müssten wir auch, Ich mach mal kurz zwei, okay? Ja. Weil aber ich einfach so nett bin. Mach aber die guten Schaufeln. Ja. Also, wenn, falls welche... Gibt ja auch nur gibt. Eine gute, oder? Ach so, gibt nur eine. Dann ist es wahrscheinlich nicht schlecht. Pfeil und Bogen, willst du dir gönnen? Gönnen wir uns. Hey, ich habe Flaschenpost geangelt. The fuck is this, man? So. Was ist das denn? Was ist das? Lul. So, ich drop dir mal deine Schaufel. So, hier. Ja. So, wir brauchen anscheinend einen Bogen für den Vogel, weil der wirft mit Steinen. Okay. Was ist denn das für ein Arschloch? Können wir auch schon einen Bogen machen? Hier. Ich glaube, wir können mittlerweile jedes Werkzeug machen. Ja, Bolzen brauchen wir noch. Die sind so krass einfach. Okay, dann machen wir das jetzt. Meine Kleine hat ein krasseres Floß. Es ist nicht schön, das Floß, ne? Aber es ist sehr... Ach, sag doch sowas. Sehr effektiv, dieses Floß. Okay. Maschinen können wir uns dann holen. So. Okay. Große Insel gleich Höhle, gleich Schmutz, gleich Wiese, gleich Lama. Meine Güte. Meine Güte. Was eine To-Do. Und dann nehme ich noch Federn. Holy shit. Let's get ready to rumble! So, ich mache mir gleich mal ein paar Speerchen, weil ich glaube, dass wir den ganz schön aufspießen müssen. So, ich glaube, jetzt habe ich genug Pfeile, ja. Okay, ich habe jetzt halt einfach nur... Also, ich glaube, den können wir jetzt richtig penetrieren. Ja, lass ihn richtig penetrieren von beiden Seiten. Den so Sack. Spieße mit den Beeren machen und mit sehr den schön, das machen wir. Finde ich immer gut. Das machen wir. So. Okay. Ich glaube, ich warte, bin bereit. Ich angel noch. Wir müssen eh erst noch mal grillen und all das, ne? Wie du so dich den Moment genießen willst. Lass mal nicht so schnell machen jetzt. Nee, ich will einfach nur Essen mitnehmen. Nicht, dass wir gleich sterben da. Wir sterben doch nicht. Wir doch nicht. Ja, doch, genau wir halt. Nein. Mittlerweile. Sag sowas nicht. Boah, so. Der ist riesig. Der Netzwerfer. Wir brauchen, ach, da kann ich ja unter Wasser auch Kugelfische fangen. Boah, das könnte jetzt hier richtig lang bleiben und geilen Shit machen. Ja, lecker. Uff, ist die Insel groß. Da looten wir ja 10 Jahre, ey. Ja. Uff. Deswegen der Fisch. Da, pass. Nimm dir gleich ein bisschen was vom, was mit. Und mach der, deine Wasserflasche auf jeden Fall gleich noch. Hab ich schon. Okay. Das ist so nett, wie du dich hier sorgst. Ja, ich will nicht, dass du hier aushungerst. No. Boah, hier wird richtig gebraten, Alter. Meine Fresse. Ach, in meiner Flasche ist Salzwasser. Oh, du hast recht. Oh, tatsächlich. Mann, bin ich ein Kacknoob. Guck, ich mach jetzt beide sind voll, ja. Das heißt, wir können gleich einmal unsere Flaschen füllen, aber guck auch. Mal, dass du dann genug schon zu trinken hast. Ja. Oder oh, da wird er richtig gebraten. Hier ist er voll gegrillt erstmal. Alter, hier. Richtig Korean Barbecue hier. Oh, geil. Es gibt aggressive Wildschweine. Ich glaube, auf der Insel geht es gleich richtig ab, gell? Ich glaube auch. Das wird jetzt sehr spannend, Leute. So weit war ich noch nie. Aber deswegen gehe ich mal pinkeln. Bis gleich. Mach das. Jetzt wird gepisst. Inventar leeren. Ah ja, genau. Inventar müssen wir auch noch leeren. Boah. Riesige Fische.
Was kommt denn hart rein? Außer der Dick. Das hier brauche ich jetzt, glaube ich, erstmal auch nicht. Den Hammer lasse ich immer bei mir. Nee, brauche ich auch nicht. Rezepte brauche ich halt auch gar nicht, ne? Dann nehme ich den Hammer wieder mit. Boom. Holz bräuchte ich noch einmal fürs Grillen. Vielleicht kommt genug zurück und wird überrascht sein, wie viel Essen es hier einfach gibt, Alter. Holy shit. Ich glaube, das reicht an Essen. Das reicht an Essen. Ich habe genug zu essen. Ich habe genug zu trinken. Alter, habe ich viel Fisch. Das ist schon zu viel. Wir brauchen eine Truhe für Werkzeuge eigentlich noch, ne? Was machen wir? Scheiße, die Rezepte will ich behalten. Bauplan kann man wegtun. Haben wir natürlich rein. I'm back. Bist du back? So. Okay, Moment, ich gebe dir mal ein bisschen Fisch, ja? Ja, intravenös bitte einführen. Ja, hier einmal, intravenös. Ach, den soll ich mitnehmen dann quasi oder genau. Jetzt essen? Oh, süß, du hast, das ist deine Idee, jetzt verstehe ich's. Und jetzt einmal Wasser füllen. Ja. Und dann sind wir ready to go, oder? Geil. Voll. Ich glaube halt nur, dass ich gar keinen Platz mehr habe, um zu looten. Ach so, ja, muss auf jeden Fall nochmal free räumen. Okay, beziehungsweise... Okay. Ja, ich glaube, ich habe genug Platz. Ich mach dann das auch mal kurz weg. Hier. Trink Flup. Durch nach hier. Flup. So. Ich könnte jetzt schon was essen. Okay, Kadetten, wir sind gleich ready. Wir sind ein bisschen aufgeregt, geh? Ein bisschen in Ordnung? Ein bisschen. Ich glaube, es geht aber gleich richtig zur Sache. Ein bisschen, liebe Freunde. Oder betreiben wir gerade ein bisschen Netze? Die Netze können wir, wie gesagt, die Netze kann ich erst machen, wenn ich die Kugelis umbringe. Und das kann ich gerade nicht. Let's go! Wie bist du da jetzt hochgekommen? Achso, noch gar nicht. Okay. Wir müssen gewappnet sein. Wir nehmen erstmal hier alles mit, was geht. Errungenschaft freigeschaltet. Lama-Insel! Ist yeah. Es die Lama-Insel? Oha, es ist die Lama-Insel! Endlich! Wir haben es tatsächlich geschafft. Die Lama-Insel. Liebe Freunde. Geil, Ladies Mann. And Gentlemen, da nehme ich doch direkt meine Blume mit. Geil. Oh nein, es ist meine. Oh. Was haben wir denn noch hier Schönes? Meine dumme noch Axt ist jetzt kaputt. Ich muss mit. Mal kurz ja. aufs Flöß. Pass auf, wenn der Vogel da ist, der schmeißt mit Steinen. Das ist ein Lama! Ein Lama bei mir! Oh nein, echt? Ich hab ein fucking Lama! Süß, du musst es jetzt noch fangen! Ich töte es. Wo bist nein, du? Nein, nicht umbringen! Komm, hier hast du dein Lama endlich. Warte, ich muss so kurz noch mir wieder ein Ding bauen, eine Axt. Moment. Dann, bis dahin ist es tot, ne? Nein, nicht umbringen, hör auf. Wir haben einen Lama, wir haben einen Lama gefunden. Endlich. Du kannst ihn einfach töten! Was denn? Nicht töten. Mann. Hast du es jetzt umgebracht? Noch nicht. Es läuft weg. Wie läuft's? Sieht's gut aus? Es springt wie in Karnickel. Oh. Und da hinten warte. Ist ein Wildschwein. Pass auf, die sind gefährlich. Warte, ich komm gleich. Ich fühle etwas Böses. So, oh Moment. Mein Gott, ist ja mega nice. Wie warte, Spiel, ich komm. Alter, das Spiel jetzt erst so abgeht. Wir nennen es Dietrich. Kann ich Bambus mitnehmen? Bambus ist doch auch so stabil. Damit könnte ich doch auch viel besser basteln hier. So, lass uns mal zusammenbleiben. Ja, lass uns zusammenbleiben. Und ich speichere mal. So. Ja. Im Wasser sollen wir aufpassen, da gibt, wenn es Blubbergeräusche gibt, ist es ein Kugelfisch und der ist tödlich. Uff. Ja. Voll die Herausforderung hier. Ich mache erstmal alle Bäumchen kaputt. Lass uns erstmal alles von oben nach unten abluten und das hier genießen. Okay. Du rennst so voll so. Wah! Was geht da nicht? Ich bin da! Was ist denn los? Geil. So. Das ist Lama weg, oder? Das ist abgehauen, ja. War das süß? Ich hab's versucht, für dich zu töten. Nein, nicht töten. Wir müssen es fangen. Da vorne ist ein Wildschwein. Das muss ich umbringen, oder, Leute? Das bringen oh, wir jetzt da um. Da ist das Lama. Siehst du's? Süß, wie steppt, ja. Es ist total so stolz. Total lieb. Oh, guck mal da. Oh, das ist gar nicht so tot. Easy mit Pfeilen und Bogen, ne? Ich muss viel näher ran. Ja, schieß mal. Warte.
Oh. Es kommt, glaube ich, oder? Ja. Oder vielleicht ist es nur eine optische Täuschung. Nein, es kommt. Ah! Oh, oh Scheiße. Oh mein Gott. Können wir es auch mit Sperren umbringen? Oh, shit. Komm, threesome. Wir yes, tot. Yes, wir yes, tot. Sehr gut. Bring's um. Oh, so sieht das eklig aus. Leder haben wir. Metallpfeile. Und ich habe diesen Kopf. Austricksen mit Wegspringen und Hochklettern. Ah, guter Punkt. Brauchst du Metallwurfpfeile? Was? Ninja-Sterne? Ich habe 3 bekommen, ich glaube. Was? Ninja-Sterne? Ich habe 3 Metallpfeile bekommen. Ich glaube, es waren deine, die hast du da reingeschossen ins Schwein. Oh, ja, gerne. Also kannst du mir. Behalt sie nochmal und gib sie mir. Du hast einen Schweinekopf auf. Echt? Ja! Ich bin der Schweinebändiger. Oh, geil. Oh, die Lamas. Also, ich würde sagen, Leute, der Plan ist, wir lassen die Lamas am Leben, looten die komplette Insel. Werden danach, wenn wir die Insel komplett gelootet haben, uns um die Lamas kümmern. Weil dann können wir nämlich nachher tauchen und können uns die kleinen Schweinchen nämlich holen. Das ist der Plan. Die kleinen Schweinchen holen? Die kleinen Pauch. Schweinchen. Geil. Die Pfeile hat der Yu für mich mitgenommen. Ach so, nee, ich habe die vor dich gedroppt. Oh, scheiße, wo? Da, wo wir eben beide zusammen standen. I'm sorry. Oh. Bist du jetzt sauer auf mich? Weil nein. Ich kann das nachvollziehen. Übertreibt. Ich find's nicht mehr. Die Lamas kann man tragen. Oh. Kann man tragen? Das heißt, muss man die töten und dann muss man die tragen. Süß. Nein. Ich find's nicht mehr. Naja, egal. Ich hab genug. Ich hab den Riesenvogel gefunden. Echt? Sag mal, wo bist du denn lang gedüst? Ich bin einfach nur weiter geradeaus. Ich dachte, ich laufe dir hinterher. Oh no. Aber ich komme nochmal zurück zu dir, ja. Weil den Vogel kriege ich nicht alleine hin. Okay. Da. So. Okay. Da ist der Vogel. Siehst du den? Oh ja, holy shit, er kommt. Ihhh. Wie soll ich den denn treffen? Oh, da unten ist er. Da unten ist er. Er bumst gerade den Boden. Hast du es gesehen? Ja. Da muss ich gucken. Boah, der fliegt da. Alter. Warte, ich glaube, der geht gleich wieder runter. Ich glaube, wenn er auf den Boden. Guck mal, der geht schon wieder auf den Boden. Was macht der? Ach, der holt sich Steine, ne? Holt sich Steine. Oh, Scheiße. Ja. Oh, mein Gott. Oh, Scheiße. Oh, lauf. Ah! Hat er geschmissen? Oh! Die Drecksau. Ja, hat er. Okay. Warte, wir gehen zu seinem Nest. Wir gehen zu seinem Nest, ne? Okay. Hier oben. Habt ihr eine Idee, wie wir den platt machen können? Wir werfen Steine zurück. Boah, die Sau, ne? Der holt schon wieder Steine. So ein feiges Stück Scheiße. Das ist echt ein feiges Stück Scheiße. Hat er dich getroffen? Hat mich sogar getroffen, ja. Oh no, hat's viel abgezogen? Nee, geht eigentlich, geht. Halt ganz schön schwer, wenn er sich so bewegt, mit Pfeilen zu treffen. Man muss ein Netz machen, damit auf Lama schießen. Okay, das Netz ist jetzt, das holen wir nachher. Wie sollen wir den Vogel am besten umbringen? Ich glaube, wir gehen zu seinem Nest. Vielleicht greift er da an. Hier oben ist was. Hier ist noch ein Lama. Nee, ein Bock. Ein Ziegenbock. Können wir auch einen Ziegi holen? Oh, nicht Ziegis umbringen. Ich liebe Ziegis. Bitte nicht. Ziegi. Oh, nein, ich bringe den nicht um. Der Goldi, Leute. Der Goldi. Oh, schnuckelig. Da könnt ihr den Vogel leichter töten. Okay, das machen wir jetzt. Was denn? Vogel sollen wir einfach mit Bogen töten, indem wir hochgehen an die höchste Stelle. Ah ja. Okay. Was ist denn das hier? Hier hat hier ein Mensch gelebt. Also hier hat jemand gewohnt. Sieht aus wie eine Wohnung. Hm, mit dem gestörten Vogel macht es bestimmt ganz viel Spaß. Und hier ist auch eine Kiste. Ah, guck mal, hier müssen wir hoch. Oh, die dumme Sau. Oh. Boah, shit, da geht's ja nochmal hoch. Holy shit. Ich warte auf dich hier. Ja. Warte. Oh. Einmal gebrochen. So. Oh. Da müssen wir rüber. Oh, diese dumme Sau. So. Das ist eine Goat. Okay. Oh, eine Goat, eine Mountain Goat. Okay, Leute. Ich muss da hoch. So. So komisch, ne? Vom Meer auf einmal auf so eine Kletterinsel. Das voll, ist wirklich sehr weird. Fühlt sich total seltsam an. Hier hat ein Kind gewohnt. Oh. Oder der kleine Mensch einfach. Ein kleiner Mensch. Muss mal ein bisschen was essen. Beweg dich. Ich glaube, der schmeißt gleich wieder Steine auf uns.
hier jetzt nicht, ne? Also, wo ist denn das Nest von dem Vogel? Gibt's überhaupt ein Nesti? I don't know. Boah, und der Fluss ist ja noch hässlicher geworden von oben jetzt. Nein, auch. Nicht doch, das Nest. Sieht, nein, und der Fluss sieht mega geil aus, weil es sieht aus wie so ein Kampfjet. Dieser Stealth-Jäger. Hier. Kennt ihr die Chat? Ich schick dir ein Foto. Jetzt erkenne ich es. So, wir müssen jetzt mal den dummen Vogel umbringen, weil der schmeißt mir schon zum 10.000. Mal oh ja. Zeugs auf den Schädel und ich bin gleich tot. Wie mache ich das am besten, Leute? Das ist auch eine schöne Ansicht. Ich finde es gar nicht leicht, den Sack zu treffen. Die Ziege kann man melken. Oh! Gerade was da stand, irgendwas kann ich hab den Netzwerfer, aufnehmen. Leute, ich hab nur keine Muni. Ja. Scheiße. Jetzt wird's dunkel. Ich töte dich jetzt. Gnome muss das ja nicht wissen. Komm her. Nein, nicht die Ziege. Boah! Die Ziege greift mich an. Echt? Also, das war der Vogel. Ich wollte gerade sagen, das geschieht ja dann doch recht. Nee, die ist abgehauen irgendwie. Schade. Ich wollte sie nur mal ganz sanft streichen mit meinem Speer. An den Vogel kommt man ja gar nicht ran, oder? Wie kann ich den dummen Vogel umbringen? Speichern? Genau, ich speichere, wenn mir das Ding auf den Schädel schlägt. Nee, irgendwie gibt's hier nichts. Also wir können hier nicht viel machen, ne? Also es ist schwierig, den zu töten. Doch, also eigentlich würde ich sagen, wir gehen runter und gucken jetzt, wo diese Kugelfische sind, weil damit können wir nämlich Netze werfen und können da eine Ziege und ein Lama mitnehmen. Schon richtig gehört, aus einem Lama wurde jetzt auch eine Ziege. Vorsicht, der schmeißt gleich wieder. Ja, aber nicht auf mich, oder? Nee. Oh, doch, auf mich. Lass uns mal ganz runter gehen zum Floß. Ja. Weil dann gehen wir mal pennen, warten bis hell ist, holen uns die Kugelfische und holen uns eine Ziege und ein Lama. Fast gestorben, es gibt ja doch Fallschaden hier. Ja. Ach echt? Aber wenn man hier so ein bisschen runterslidet, geht das. Das wusste ich nicht. Das war eine crazy Reise, liebe Freunde. Das war wundervoll. Nehme ich mit. Es gibt auch eine Höhle, sagen die Leute. Also wir sind hier noch lange nicht fertig, ne? Ich gehe nur kurz zum Floß, damit ich mal kurz meine Sachen alle ablegen kann. Ja, mach das. Und damit wir auch mal was Kleines jagen können. Ja, fein. Ich baue mal noch eine weitere Insel langlaufen, ne? Oh Gott. Ah, da ist doch. Schrott und Seil brauchen wir. Metallpfeile habe ich schon gemacht, die habe ich leider alle verschossen an den Schweinen. Ich muss den Bogen durchziehen, okay. Ich müsste eigentlich auch nochmal einen Bogen machen, ne? Ja. Aber ist das auch so, dass der dann wieder kommt? So, Assi? Oder wie ist das? Kommt der dann auch wieder? Oh, Süßi! Oh, ich brauche einen Lama, Mann, die laufen so goldig. Ein Lama und eine Ziege gibt's hier. Der Vogel ist dann weg, okay. So, Lama und eine Ziege. Boah, ich habe hier so viele Sachen. Ach, ist das stressig. Puh. So, jetzt gehen wir hier auf dem schönen, offenen Himmel schlafen, damit der Vogel uns in der Nacht die Steine von hoch oben über den Kopf schlagen kann. Meinst du, der findet uns? Ich hoffe, dass er uns nicht am Floß angreift. Aber... dahin schmelzt. Oh, ich will die Ziege im Arm haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schlafen, dann holen wir uns Kugelfische, dann holen wir uns mal die Ziege und das Lama und dann machen wir den Rest. Schmutz und okay. Alles. Ich möchte nicht, dass Ziege und Lama jetzt auf einmal verschwinden.
That's a nice plan. Das wieder das Boot sieht aus wie so ein Tetris-Stein. Das sieht aus wie ein Stealth-Jäger. Ich hatte auch eben noch ein bisschen Fleisch gehabt. Komm schlafen. Ach, hier. Das Brat. Danke, MXMX. Nicht umsonst haben wir ein Wildschwein umgebracht. Aber wie machen wir das Netz für den Netzwerfer? Da habt ihr irgendwas von Kugelfischen erzählt, stimmt das? Oder brauchen wir das gar nicht? Music so hard. Ey du, hier sind auch nochmal 6 Wurfpfeile, ne? Oh. Falls du die brauchst. Die tue ich mal in die ganz linke Truhe. Das ist alles so, was Equipment okay. angeht. Okay. Boah, geil. Steak einfach. Oh, jetzt habe ich wieder Hunger auf Lama. Nein, hast du eins umgebracht? Nee, leider nicht. Die kann man nicht umbringen. Nicht leider. Wir brauchen ein Gehege. Siehst du, wir brauchen sehr vieles für dieses Lama, ne? Das ist mir wurscht. Ich will das jetzt. Ich würde sagen, wir holen jetzt Kugelfische, dann machen wir Gehege. Dann holen wir die Tiere und dann machen wir Schmutz und alles, was wir sonst brauchen. Wir bleiben jetzt eh eine Weile, ne? Das ist jetzt klar. Ja, ich meine, Insel. Alles andere haben wir ja genug, ne? Ja. Haben wir in Hauf. Jetzt leg dich hin! Ja, okay, ich habe alles aufgeräumt. Leg dich schlafen jetzt! Nee. Ich beobachte dich jetzt wirklich. Ey, richtig Psycho, ey. Wenn mir jemand so vor meinem Bett stehen wird und dann schwingt er noch seinen Stock so gruselig. Ich würde durchdrehen. So, Kugelfisch bringt Schießpulver. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich sein soll, aber ich suche jetzt so einen scheiß Kugelfisch. So. Oh, süß. Du willst sogar eine Granate reinschmeißen. Nein, Ju, nein! Was denn? Ju! Du bist so gemein. Achso, ich dachte, die legen Eier. Ja, aber nicht wenn du die. Wenn ich die zerstöre, legen die Eier. Aber nicht wenn du die piekst. Ist das nicht bei Vögeln, dass man die zerstört, dann legen die Eier? Nein, so funktioniert das leider nicht. Wie soll es anders, wenn du ins Wasser pissen? Ja. Might be. Oh, geil, Alter, ich ist dick jetzt. Oh, yum, yum, yum. So, ich mach mal ein paar Seile, ey. Wir haben so viel Zeug. Alter, heute ist richtig. Boah, richtig Gönnertag. So, jetzt wird hier mal richtig ausgerastet, Leute. Jetzt werden wir laut. Wie sehe ich eigentlich aus mit dem Wildschweinkopf? Sehe ich nicht aus wie... Welcher Anime ist das nochmal mit dem Wildschweinkopf? Du siehst einfach nur precious aus. So. Jetzt haben wir 10.000 Seile. Wie kann ich denn hier reinpacken? Wie hieß nochmal der Anime mit den... Dem Wildschweinkopf. Demon Slayer, war das Demon Slayer? Ah ja, klar, genau. Stimmt. Sagen auch alle Demon Slayer, ja. Demon Slayer. Okay, wir können weiter. Ich meine, nochmal auf die Insel oder was dein Plan? Ich würde sagen, auf jeden Fall noch. Also wir gucken jetzt mal nach Kugelfischen, oder? Ich will jetzt so ein Lama haben. Die sind so süß. Ich kann nicht gehen, ohne eins zu besitzen. Es geht nicht. Ich brauche es in meinem Leben. Ich habe mich verliebt. In eins Lama, ja. Let's go dann. Und ich will auch eine Ziege. Ich hab echt wirklich eine Schwäche für Ziege. Also ich liebe Ziegen. Es sind meine Lieblingstiere neben. Aber neben Gnus. Nee, es geht so. Liegende Ziegen. Lieben lebende Ziegen, dich auch. Oh yeah. Jetzt kommt wieder der scheiß Hai, gell? Liebe zurückgebliebene Ziegen. Auf 7 Wiegen. Oh, das ist wieder der scheiß Ding. Ach, der Hai kommt gar nicht auf der Insel. Geil. Wir haben Hai frei. Ach so. Glaube ich, ja. Du bist unter Wasser jetzt, ne? Ja. Ich suche jetzt Kugelfischis. Direkt mal am Start. Ah, ich habe einen Kugelfisch. Oh, was? Boah, die greifen mich an, oder was? Ja, warte, ich komme. Ich habe Pfeil und Bogen. Die explodieren. Ja, das wollte ich, hätte ich noch sagen sollen. Ach so, ja, gut. Okay, der Hai kommt. Der Hai greift mich auch an. Ja, komm mal zu mir. Und ich bin tot. Echt jetzt? Oh no.
Ich glaube, ich bin vergiftet oder so. Ich sterbe. Warte, ich komm. Oh, ich bin auf dem Fluss gestorben. Aber du bist noch... Ich kann dich noch holen, oder? Ja, du kannst mich holen. Das ist nervig, dass der Hai noch lebt. Aber das war nicht der Hai. Ich wurde vergiftet von irgendeinem Fisch. Oh, da liegst du tatsächlich einfach da, ja. Das Gift ist sehr stark. Ja, ja, danke. Ich mach mal die Sau platt. Jetzt ist er ganz weit weg, der Hai. Also, vielleicht... Ich müsste den Hai töten, um temporär Zeit allein zu haben. Okay, ich mach das. Wenn die Drecksau mal kommt. Nimm dir mal dein Metallspeer und spieß auch mal den Hai auf. Ja, wenn das Problem ist, ich habe halt so wenig Leben gerade, dass wenn ich runtergehe, ich direkt tot bin. Okay. Sonst sleep einfach. Der Kugelfisch ist giftig. Danke, Chat. Hey, genau, der boxt mich mit seiner Seite. Welcher Hai macht denn das? Bin jetzt auch gleich tot, gell? Sollte, glaube ich, mal kommen. Wenn ich jetzt den Stich verkacke, bin ich tot. In 3, 2, 1, zack. Ach Gott, Glück gehabt. Komm her, du Sau. Komm her, du Sau. So. Nur ganz schnell auf die Insel. Ich bin gleich am Arsch. Oh Gott. Hilfe. Gar nicht so easy, die Scheiße. Und ihr macht einen Haiköder, dann habt ihr ein bisschen Ruhe. Das könnte man auch machen. Da sind die Vögel wieder. Die Birds. Brutz. So, ich kann die an die Seite machen. Ja, dann... Ich glaube, ich baue noch ein bisschen. Da ist wieder der scheiß Hai. Ich möchte nicht zu mir kommen. Wenn ich nah an der Insel bin, kommt der tatsächlich nicht, ne? Der Sack. Music nee. So. Er kommt nicht, wenn ich nah an der Insel, wenn ich weg bin. Weil wahrscheinlich zwei Gegner dann sind, ne? Ist ja geil. Nee, er kommt nicht. Ich hätte so gerne eine Taucherflasche. Oh, schön. Ah, hinten ist ein Kugeli. Ich sehe einen Kugeli. Versuch mal, den Kugeli gleich zu holen. Der Kugeli? Guck mal, wie es aussieht mit einem Haiköder. Haben wir denn die Fische überhaupt, die wir dazu brauchen? Ich glaube, die haben wir auch nicht mal gerade. Ach, komm, ich probiere es so. YOLO! Wo war denn der jetzt? Der Kugeli-Fischi. Oh, da kommt der Hai. Zack! Komm her, du hast du dem gegeben, dem Hai? Ja, richtig, ins Maul. Ist stark. Und gleich nochmal in 3, 2, 1, zack. So, nochmal schön einen mitgespießt. Man macht meinen Spieß viel mit. Und nochmal in 3, 2, 1, zack. Nochmal schön eine rein. Ja, jetzt blutet er schon. Blute, Bitch, blute. So, wir müssen auch noch, vielleicht kannst du mal gleich gucken, Ju, wo du schon mal einen Kugelfisch siehst. Weil wir haben, wenn der tot ist, nicht mehr so viel Zeit, wenn der Hai weg ist. Okay. Kurz Luft holen. Voll am Start. Oh, scheiße. So, ja, so. Er ist bei mir, er ist gerade explodiert. Ja. Du bist jetzt vergiftet, ne? Muss aufpassen. Ja. Aber wenn die explodieren, die Fische, ne? Haben die dann, kann man da irgendwie was getten von denen? Muss man das Gift irgendwie jetzt nehmen? Ich glaube, das geht nicht. Da muss man die wirklich vorher töten, weil ein Stich und das Ding ist ja schon tot. Nur also mit Pfeilen. Ein Stich und dann will das schon explodieren. Ja, das geht, glaube ich, nur mit Pfeilen. Nee, dann ihr müsst vorbei. Die erschießen. So. Oh, scheiße. Jetzt bin ich auch noch verwundet, ne? Also bleib mal bei mir. Kann nämlich sein, dass ich jetzt gleich sterbe. Ich hole mir noch mal ein bisschen oben. Ich bin schon fertig. Ich hole mir kurz ein bisschen Fleisch. Okay, Fleisch essen bringt gar nichts. Ich habe mal reingebissen. Okay, so. Ich bringe das mal... Wir gehen mal zusammen runter und gucken, weil jetzt ist der Hai tot. Das sollten wir nützen. So. Und let's go. Hat er mich angegriffen, der Sack? Oh, hier ist eine Höhle. Nee, der... Oh, hier ist eine Höhle, schau mal. Oh, ja. Oh. Das Spiel, ey, ist voller Überraschungen. Ja, da ist eine Kiste. Was es hier alles gibt. So. Ist noch eine Kiste. Zwei Bolzen, nicht schlecht. Drei Metallpfeile für den Kugel, okay. Wo ist die Drecksau? Ich hab ihn doch gesehen.
Ich mache das alles nur fürs Lama, ne? Ich hoffe, das ist klar. Ist der nur in der Nähe von der Insel oder kann der auch irgendwie außerhalb sein? Kugli! Ich glaube, das Höhle ist immer. Ach, du kannst hier Schmutz. Du kannst da, du kannst da Schmutz. Du kannst Schmutz sammeln, da wo du jetzt bist. Ja? Ja. So. Und für Ziegi, genau. Wenn ihr irgendwo Kugli seht, dann schreit. Da ist einer. Ich hab einen. Okay. Wie nah darf ich mich dem nähern? Bleib lieber fern von ihm, oder? Boah, sind die hässlich, ey. Boah, wie viele Pfeile braucht er denn? 3. Nee. Hat es einen geschafft. Der braucht 10 Millionen. Ist der tot? Ja. Geil. So, ich hab einen. Ab aufs Floß. Du machst Explosivdingens. Wir holen uns Lama. Aber ich will noch einen. Wir brauchen ja auch noch die Ziege und wir müssen ja auch noch an Fehlschüsse. Wir müssen ja auch noch denken. Du bist gierig geworden. Ich kenne dich ganz anders. Es ist doch, wie es ist. Es ist doch, wie es ist. So. Ich heiße auf Twitch bald nicht mehr saftiges Snoop. Insel, was denkt ihr, Chat? Wo ich Schmutz holen kann? Bei Höhlen, wo wir gerade waren, scheinbar. Mhm. Bestimmt. Nee. Ja. Also ich glaube, wir brauchen schon mehr Kugelfische, weil ich glaube, das wird beim ersten Mal, man weiß nie, wie die schießen und zielen und treffen. Deswegen würde ich das tatsächlich dann... Ich hoffe, der Hai ist noch nicht da. Ich sehe die ganze Zeit den scheiß Vogel über mir. Ja, den sehe ich auch gerade. Kann er eigentlich auch den Hai mit Pfeilen abschießen, oder? Ich glaube, der braucht nur massiv viele Pfeile. Ja. Da holen wir uns einfach irgendwann bei Raft so einen Aim-God dazu und dann. Oh, yes! Okay. Wenn du noch irgendeinen Kugeli siehst, dann sag Bescheid. Achso, ich bin auf der Insel. Ah, okay. Warte, ich speichere mal kurz. Schmutz suche. Ah. Wo findet man den? Den findet man in Höhlen. Okay. Die, wo wir vorhin waren, war keine Höhle? Nee, es war so eine Unterwasserhöhle. Okay. Helle Stellen, okay. Hier ist bestimmt noch irgendwo ein Kugeli. 100 pro. Okay, ich bin gefühlt einmal um die Insel gelaufen. Für was? Für gar nichts. Und gestimmt, wir müssen ja eigentlich erst nochmal ein Gehege bauen, ne? Genau. Es hört nicht auf! Aber das heißt, wir können das Lama eh nicht füttern, weil wir halt keinen Schmutz haben. Ne? Es gibt keine Höhlen hier. Doch. Just to let you know. Können die auch verhungern oder wie? Die werden wahrscheinlich verhungern und qualvoll sterben. Ne? Nein, stimmt das echt? Ja, die werden richtig, richtig leiden müssen dann auch. Das macht's mal nicht trauriger, als es eigentlich ist. Boah, hier unten geht's ja richtig tief runter. Oh mein Gott. Da ist auch ein Kugeli. Die Höhle ist im Berg, okay. Der kommt direkt schon auf mich zugeschissen, oder was? Mal. Vielleicht finden wir doch eine Höhle. So, er hat schon einen im Arsch. Ach, die brauchen kein Futter. Lama braucht nur Wasser. Okay, das kriegen wir hin. Alter, wie viele Pfeile überlebt der denn? So, jetzt. Wer denn, der Vogel? Nee, der blöde Kugelfisch. 3. Oh, scheiße, jetzt sterbe ich gleich. Oh, Sauerstoff. Oh. Uff. Uff. Macht voll Spaß, sie abzuknallen. Hm. Macht Spaß. So, ich geh nochmal runter. Boah, es wird immer dunkler. Ja, mit der Insel. Ja, das Problem, ich komme ja nicht in die Mitte. Ah, jetzt. Mit dem Patch können sie nicht mehr sterben. Ach, die können echt sterben. Ich raste aus, wenn unser Lama stirbt. Da hört der Spaß dann richtig auf. Hier noch ein Kugeli? Ey, wie tief geht das denn hier eigentlich? Nochmal hoch. Ach, sie können nicht mehr sterben. Ach, so gut. Können nicht mehr sterben? Nee. Ey, wie lang schwimme ich denn da nach oben? Da war die Höhle bei den Felsen. What the fuck? Okay. Ist ja absurd. Hier.
renne die ganze Zeit. Das ist nicht Rennen hier. Das ist Rennen. Also meint ihr, hier ist die Höhle? Noch weiter zurück. Hier? Das Ding hier? Uff. Hier meint ihr, oder was? So. Der Hai hat uns auch schon lange nicht mehr belästigt, ne? Taucherrüstung, nee, nur die Schwimmflösschen. Die soll ich. Ich finde halt gerade keinen Seetank. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn ihr irgendwas seht, dass ich mir den mal gönnen könnte. Seetank haben wir aber noch einiges, ne? Wie viel? Weiß ich leider nicht. Weil für die Flossen braucht man schon einiges. Mhm. Ach, Chat, wollt ihr mich verarschen? Hier ist doch nichts. Wir hätten eigentlich schlafen gehen sollen, ne? Da hätten wir es besser gesehen nochmal, was jetzt dunkel ist. Scheißendreck. Jetzt bin ich aber so gierig. Jetzt will ich auch wissen, wo der nächste Kugel ist. Im Berg, du schaust wo ganz anders hin. Teufel, danke dir. Ich will noch einen Kugeli. Ich komme ja nicht in den Berg rein. Hier ist ja nichts. What the fuck, hier ist nichts. Holy shit, Mann. Da ist ein Lama sogar vor mir. Berg? Muss ich den Kugelfisch erst erforschen? Ja, gell? Hi is by the way wieder back. Guess who's back? Es ist so süß, wie es da steht. Und da hat noch ein kleiner Süß. Oh Gott, ich muss es haben! Ich muss es haben! Komm, ab ins Meer mit dir! Ey, wo ist es hin? Es ist verschwunden, Anna, hier. Hast du das Lama? Nee, ich muss erstmal. Ich glaube, wir müssen auch erstmal. Oh, süß, wie ist der rumsteppt, wie selbstbewusst. Da ist es doch, es läuft an dir vorbei. Ich sterbe. Nicht töten, gestern ist es weg. Bitte, ich bitte, Ju. Ich werde es nicht töten. Bitte nicht töten. Ich werde es nur etwas anknabbern. Nein, bitte nicht. Es ist so unfassbar fucking süß, ich sterbe. So, gucken wir mal, wie viel haben wir denn Seetank? Nee, wir haben gar keinen Seetank, oder? Warte mal, wo? Nur einen. Wir haben nur einen. So, wo bist du, du blöde Höhle, Alter? Bist du, sollen wir mal Höhle? Kurz schlafen gehen, Ju? Damit es wieder hell ist? Ah, nee, ich hab die Höhle gefunden jetzt. Ich hab die Höhle. Oh. Ja, geil. Geil. Das schaufel ich doch gerne mal. Und Pilze hab ich. Pilze. Oh, Pilze. Pilze. Nice. Okay, wir haben den Kugelfisch erforschen, oder? Wir haben Pilze. Nicht gewusst, dass wir die brauchen. Und was ist das? Eine Kiste, noch Kiste und Schmutz. Nice, Digga. Erstmal den ganzen Schmutz hier mitnehmen. Ne, als ob hier nur das, als ob nur das Schmutz wäre. Rucksack, ey geil, wir könnten uns einen größeren Rucksack mit Leder und Wolle machen. Aber Wolle haben wir ja auch noch gar nicht. Ne. Was war das? Das war ich. Ein Niester? Mhm. Ach, den Glibber. Explosiver Schleim. Ey, du. Na, du, Kleiner. Den Glibber schmelzen. Du bist ein bisschen kuscheln. Nein, bitte bring's nicht um. Nein, ich bring's nicht um, Quatsch. Wirklich nicht? Nein. Kann ich dir vertrauen? Ja. Ich dachte, du sagst nein. Lamas kriegen wir Wolle. Ah, ja, ja. So, ich habe jetzt, glaube ich, habe ich jetzt dann drei Netzis, wo ich das Lama... Aber du musst ganz schnell noch kommen, Ju. Wir müssen doch jetzt erstmal ein Ding bauen. Ein Gehege. Ein Gehege, ja. Können wir machen. Ich ganz kurz einmal das Schmutz hier, den Schmutz hier ja, einmal, mach das ruhig, genau. Erforschen. Danke, Leute. Hier eine Wiese bauen. Oh, eine Wiese für die ja. Süßis. Yeah. Was machen wir mit den Pilzen? Eine leckere Zutat für Mahlzeiten. Ah ja, ah ja. Kugelfischkopf. Ach so, den Kugelfisch kann ich jetzt wegpacken, ne? Damit kann ich eigentlich nichts mehr machen. So. Ich habe so viele Sachen hier gelootet, ey. Was ist da los? Wie ziehe ich mir denn an, den Kugelfisch? Habe ich ihn auf? Guck mich mal an, du. Du hast den nicht an, nee. Wie ziehe ich den an? Auf E, ne? Nee, du musst den einfach beim Inventar, musst ihn nach unten tun, da wo die ganzen Shirts sind. Okay, sag mir, dass ich hübsch bin. Das sieht so schön aus, glaub mir. Vertrau mir. Boah, es ist hässlich, das Teil. Guck mal runter. Boah. Ah, stirb.
Stirb. Komm her. Ich schlafe nicht mehr neben dir jetzt hier. Aber das ist so typisch Frauen, ne? Die beste Freundin oder die Freundin, die es der anderen nicht gönnt, dass sie gut aussieht. Ja, Mann, dieser Kopf, ziehen an, alle werden dich lieben, obwohl sie weiß, dass man damit beschissen aussieht. Wer ist denn so assi, bitte? Viele Frauen. Ist es so? Ja. Guck mal, was ich Schönes gemacht habe hier. Warte, was? Oh, hübsch! Ach, wie cool, schön. Die kann man da aufhängen. Ja. So, explosives Dings. Jetzt habe ich diese explosiven Sachen und jetzt, was bringt mir das jetzt, das explosive Pulver? Jetzt hast du einen Schuss frei, oder? Echt? Nee, es muss ein Netz sein, oder? Ach so, damit kannst du ein Netz machen. In die Forschung, jetzt. Erforschen. Ach, müssen wir erforschen. Was habe ich jetzt damit erforscht? Gar nichts. Ah, hier lernen. Netzkanister, das ist es, oder? Ah, Netzkanister, okay. Dann geht's. Warte mal, sollen wir noch eine Wiese bauen für das, yeah, für das Vieh hier? Und ein Gehege, das dürfen nicht normale Dings sein. Normale, es muss schon ganz hoch sein, da muss irgendwas dran stehen mit Gehege, damit es nicht abhaut, glaube ich. Okay, ein Gehege? Was für ein Gehege denn? Achso, muss ich eins bauen aus Holz? Nee. War das ein Ja? Ich hab's nicht gehört. Das war ein Ja. Je, je. Also ein Zaun, einfach. Ein Zaun, das fällt ins Wasser, ne? Das wäre natürlich sehr traurig. Okay. Sollen wir ganz kurz schlafen, damit's hell ist? Nee, lass mich bauen. Dann baue ich das Gehege, oder? Aber ich wollte noch Kugelfische so lange farmen, weil ich habe nur 2 Schießpulver. Das reicht mir niemals. Ich habe nur 2 Muni. Bitte, 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 bitte. Du schaffst das, du schaffst das. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte. Schniel! Zaun und Wiese reichen, okay. Oh, wie kommt den Lama immer näher, Mann? Ich kann nicht mehr aufhören, ich will das für immer spielen. Ja, ich auch. So. Wir brauchen ein schönes, kleines, feines Gehege. Spawnen die Kugelfische auch wieder oder nie wieder? Die spawnen safe nochmal, ja. Wo bauen wir das hin, lieber? Hier? So viel Platz, dann hat es ja auch nicht verdient, ne, das Ding. Na, no, sag doch sowas nicht. Ich bin so frech zu dem Ding, ne? Ja, das ist so süß, wie es da durch die Gegend jumpt, so selbstbewusst. Oder? Wer findet das auch? Finden es die Männer wieder nicht süß, oder? Kann ich eine Tür bauen oder haut es dann ab? Ich glaube, das macht die Tür nicht auf. Meinst du, dass es so dumm ist? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Sehr, sehr wenig Platz, ne, dafür. Die Wand ist auch viel schöner hier. So, doch, das ist voll süß. Geh, gutes Lämmer. Ich sehe hier weit und breit keine Kugelis mehr. Stressig. Obwohl, schräg sieht eigentlich auch schön aus, ne, Freunde? Weit und breit keine Kugelis. Spawnen die nochmal oder wie sieht's aus, Leute? Da war Seetank, oh no. Genau, Seetank brauchen wir auch unbedingt. Vielleicht sollte ich mir das sogar erstmal holen. Aber da war nichts dran. Ach, die glauben nicht. Oh Gott, die glauben, das tut nicht nochmal spawnen. Hier gibt's nicht was zu spawnen. Also. Hier gibt's gar keinen Seetank. Warum ist da nichts dran? Kunststoff und Schmutz, ja, den hab ich. Scheusendrick. Ja doch, okay, ich spawn nochmal. Gut, dann gehe ich jetzt mal, ich gehe jetzt auf Kugelfischsuche und auf Seegras, weil wenn ich mir Schwimmflossen machen kann, dann kann ich die alle viel schneller fertig machen. So, guck mal. Ist doch nett, oder? Ist doch nett hier. Wahrscheinlich nur so ein Quadratmeter, so einen Fußschritt machen kann. Das ist schon schön, oder? Wir machen es nochmal ein bisschen schöner. Braucht das Lama einen Teppich oder so? Safe, oder? Warum sagst du das mit so einer Ironie? Guck mal, ich baue was Schönes fürs Lama, ja? Als Entschuldigung, weil ich war nicht nett die ganze Zeit. Stimmt. Aha. Dann noch eine kleine Lampe oder sowas. Ja. Damit es nicht schlafen kann abends.
Sei nicht so gemein. Ganz viel Seetank fürs Gnu. Ne? Alle mit Wiese. Ach so, alle müssen eine Wiese haben. Lol, ja, okay. Jetzt hast du schon keinen Bock mehr. Oh, da ist ein Kugelfisch. Ich hab einen. So. It's the moment in time. So, da ist die Drecksau. Auch den nicht. Mit dem Tipp. Oh, ich hab ihn. Ja, zwei Tiere. So. Ne? Ja, Freunde, so viel kann ich auch nicht bauen. So viel Schmutz habe ich nicht, ne? Danke, Migo. Bin wieder angegriffen. So. Ich guck mal, ob ich noch irgendwo einen Kugelfischi finde. Wir haben jetzt schon einen. Aber der, ich glaube noch einen und dann können wir es, glaube ich, wagen, auf die Jagd zu gehen. Okay. Und ich kann mit Schwimmflossen machen. Die würde ich jetzt machen, weil dann bin ich schneller. Das finde ich sehr. Ich möchte nicht mehr aufhören, Leute. Der Hai kommt auch gerade gar nicht mehr, gell? Voll geil. So. Der Rasen ist gemacht. Da ist ein Fischschwarm. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Wie kann ich die holen? So. Das weiß ich nicht. Gar nicht. Ich glaube, du wirst es herausfinden. Alter, hat der Hai viel abgenagt hier, Alter. Was ist los? Ist er gerade bei dir zugange? Der ist auf jeden Fall, hat ein bisschen hier geknabbert. Okay. Und unserem Stealth-Jäger hier. Aber das Dingens, der Zaun hier ist fertig, ja? Juhu! Geilomatico. So, oh ne, der Hai kommt, Moment. Und zack. Wie soll das Lama heißen, ist die Frage. Ja, wir brauchen uns langsam wirklich einen Namen. Den Hai hat so verspult, ey. Lumu? Oh, Lumu. Oder Keck? Nein! Doch! Warte mal, Huren. Was wollte ich jetzt gerade machen? Ah, genau. Was, Huren? Ja, sollen wir es... Huren nennen? Ja. Nein! Doch. Nicht Huren. Leute, seid mal ein bisschen kreativer. Okay. Ich hab was hier. Ich hab ein Schild eingemacht. Ich hab Schwimmflossen, ich mach dir auch welche. Guck mal, hier. Cool. Wie kannst guck du mal, jetzt wie das auch aussieht deinem Outfit hier, bitteschön. Oh, schön! Du hast sogar den Namen hingeschrieben. Mhm. Die Leute sagen Elfriede, Helga. Ja, aber Mr. Huren. Das ist so. Das Mister, ist okay, komm, wir nennen es. Ja, komm, wir nennen es Mr. Huren. Wir nennen es halt. Oh mein Gott. So, okay. Ich krieg Schwimmflossen hier. Nice. Gönn ich. Okay, Lama-Jagd. Helmut. Was, und dann deine Community entscheidet, das Lama, meine die Ziege, okay? Achso, wir werden beides fangen jetzt und beides reintun hier. Boah, ich bin jetzt viel schneller, geil. Beim Schwimmen, oder was? Ja. Damit hat der Hai nämlich auch nicht gerechnet. Stimmt das, Leute, dass ich damit schneller bin? Ich bin viel schneller. Holy shit, damit rechnet der gar nicht, der Bastard. Chat, merkst ich hab schon entschieden. Du hast entschieden? Okay. Der Name ist schon gesettet. Ich würde sagen, VIP-Ziege, Shiggy, Siegfried. Siegfried ist doch Siegfried. Das ist so Standard. Shiggy. Oder wir nennen es Shiggy. Shiggy. Da, hier, da ist auch ein Lama. Noch nicht, warte. Hey. Ich mache gerade noch Schießpulver, hol noch einen letzten Kugel und dann geht's los, okay? Ah, okay. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass wir das verkacken, weißt du? Ich würde auch sagen, wir speichern davor. Mhm. Weil es ist echt anstrengend, diese scheiß Kugelfische zu finden, muss ich schon sagen. So cool, wie schnell man jetzt auf einmal ist. Mit den Schwimmflössis. Günder. Gnujun. Gnuba. Okay, ich würde sagen, meine Mods suchen sich einen Namen aus, den ihnen gefällt.
Die Mods denken sich jetzt, oh, lass uns doch in Ruhe, ey. Ey, dann lass es Keck nennen. Es muss was Nettes haben. Was ist sowas, was leicht an der Zunge geht. Oder Lelek. Lelek. Oh, Lelek ist auch süß. Lelek ist gut. Lelek ist auch süß, ja. Ach gut, ich finde jetzt keinen coolen Fisch mehr. Komm, lass es uns tun. Ich hole jetzt kurz noch das letzte Schießpulverchen und dann let's gnew it. So, Moment, ich komme rüber. Ich glaube, wir können trotzdem noch zwei Netze machen. So, das heißt, ich habe jetzt einfach Munition. Oh Gott, ich habe Munition, Mann, geil. Danke, Adrian, vielen Dank. Lelek, Lelek, Lelek. Das ist nicht mehr da. Siehst du es? Warte. Wir müssen es gleich suchen. Such's schon mal. Das müsst ihr irgendwo komplett in der ganzen. Es kann einfach überall sein. Ich glaube, das Suchen wird jetzt halt nochmal witzig, ne? So. Ihr braucht den Netzwerker. Netzwerfer. Ja, haben wir. So, den haben wir. Wir haben auch die Muni dazu. Ich hab's. Oh, sehr gut. Steht genau vor mir. Und guckt mich an. Oh. Ist es nicht süß? Es ist fein, es ist fein. Es ist Monsieur Lelek. So. Monsieur Lelek? Lelek? So, ich speichere jetzt. Wo bist du denn? Ich komme. Wie ist es ich denn mit... Ich steche es ab, ne? Nein. Wo bist du hoch? Bist du hoch, oder? Ich bin auf der Insel einfach hoch und dann nach links. Oh, es kommt richtig nah, es hat keine Angst. Und die Frage ist auch, Leute... Oh, ich sehe es. Wie muss ich jetzt schießen? Warte, lass uns mal stehen, okay? Lass uns mal hinstellen. Oder komm mal ein bisschen näher vielleicht. Wie schießt das Seil? Schießt es hoch? Schießt es straight? Kann mir das kurz jemand sagen? Kurze Reichweite. Nah dran, wenn es rennt. Okay. Warte. Nein. Aufs Abstellen. Jetzt komm zu dir. Jetzt. Ja! 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 Wir haben Mach mal schnell ein Foto von mir, ich will es sehen. Schick's mir mal. Schick's mir. Fotografier mich. Ich muss ein Foto machen, das sieht zu funny gerade aus. Einfach ein Lama, ey. Jawollo. Geil. Da holen wir jetzt die Ziege noch. Wie sich alle freuen, ist halt so süß. Okay, ich hoffe, ich stürze nicht ins Wasser ab, ne? Oh, okay, so. Ja, wir holen noch eine Ziege. Soll ich wenn ich das Lama zum Meer schmeiß, dann frisst der Hai das bestimmt auf, oder? So, willkommen in deinem neuen Zuhause. Lama. Wo ist es denn jetzt? Ah, da. Wie kürzt man denn Monsieur ab? Oh, süß. Du kannst ihm draufschreiben, Mann. Komm, wir holen jetzt noch die Ziege. Auf geht's. Monsieur, wie der MRS? Monsieur ist voll zum Kotzen, wie man schreibt. Hm? Monsieur ist voll ätzend, wie man es schreibt. Deswegen ist es auch wieder zu lang. So, dann kommen wir, holen sie die Ziege. Ach, jeder schreibt was anderes. Wir sind entschlossen. M. Ah, ja. Also man schreibt es Monsieur. M-O-N-S-I-E-U-R. Ja, jetzt kommst du nicht mehr raus. Ich kann es einfach tragen einfach. Hör auf es zu tragen. Tragen? Hör auf zu tragen. Das ist so lieb, ne? Ich glaube, die Ziege war oben, gell? Oder? Die Ziege war oben, ja. Ich glaube, ja. Die holen wir auch noch. Also gibt es im Prinzip echt auf der ganzen Insel nur einen Lama und eine Ziege, oder wie? Das ist ja Wahnsinn. Ah, jetzt heißt es doch wirklich so, Monsieur Lelek. Monsieur Lelek. Geil. Ah, hier ist eine Höhle. Ich habe eine Höhle gefunden. Das passt, oder, der Name? Für das Gehege? Ich habe hier eine Höhle gefunden, manche ne? Manche tragen Rolex, du trägst ein Laber. Wer kennt das, kann da bitte mithalten? Warst du vorhin schon in der Höhle drin, im Berg? Ja. Ah, okay. Da habe ich Schmutz gefunden, aber da ist kein Tier oder sowas. Wir holen uns jetzt die Ziege, oder? Ja, auf geht's. Let's go! Saftige You. Ja. Also die Mods dürfen aussuchen. On the way, on my way. Einer von den Mods sucht sich aus. Sind alle süß. Ein Namen für die Ziege. Skrr. Skrr. Yeet. Yeet. Ja, lass Yeet nehmen. Yeet. Mrs. Yeet. Yeet. So. Ich hoffe, wir kriegen die Ziege auch so einfach. Das würde mich sehr glücklich machen. Du hast aber gut gecatcht, muss ich ehrlich sagen, fürs erste Mal. Ja, es war unerwartet.
Ziegi, 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 bu, 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 Ziegi, Ziegi, Ziegi. Okay. So. Okay, die Ziege wird aber ätzend runterzuschleppen, gell? Ja, ich kann tragen, wenn du möchtest. Da kannst du mal sehen, wie es aussieht. Sieht echt funny aus. Ja. Ich stürze damit der Ziege ab und dann war's. Ich springe damit absichtlich ins Wasser zum Hai. Nein! Die schwimmen dann Spaß. Auch ganz süß, gell? Kann der Hai auch die Ziegis umbringen? Weiß das jemand von euch? So, jetzt kommt wieder dieser scheiß blöde Vogel. Die kann halt auch echt überall Warte, sein, ich glaub, gell? Ich glaube, hier hoch, glaube ich. Meinst du? Aber vielleicht ist sie hier, weil sie ist doch abgehauen letztes Mal, oder? Die kann überall sein, die dumme Sau. Du hattest recht, dreh mal um. So. Nee. Ich hab immer recht. Die ist doch nicht. Immer. Immer. Ja, ich lache, aber dabei meine ich es eigentlich ernst. Spaß. Spaß. So, also eigentlich bin ich voll der Nette, aber ich hasse euch alle. Wir holen uns jetzt... Die Ziege. Oh, das ist der Vogel. Ziege, wir kommen! So. Yeet, willkommen. Yeet. Die Musik ist auch so süß gerade bei dir auch. Passt voll zu Ziegen. Da ist sie. Ja, warte. Okay, jetzt. Boom. Hab ich sie? Hast du? Ja. Oder? Scheiße, Nein. Wo ist sie? Doch, oder? Nee, ist doch, tragen. Nee, ich hab sie. Sie wäre fast runtergefallen. Ach, krass. Komm, lass uns schnell abhauen. Okay, du kannst schnell abhauen. So. Wie süß sie glotzt, ey. Ey, die wäre fast abgestürzt, ne? Die wäre fast abgestürzt, die arme kleine Ziege. Oh Gott. Einfach zwei Tiere. Voll die Flucht, ne? Wir klauen dem Vogel voll seine Ladies. Up the Ladies. Wo ist denn das? Oh, da müssen wir noch einen ganzen weiten Weg latschen jetzt. So, ich kürze ab. Geil, wir haben die Ziege, Mann. Wir haben sie. Wie süß sie guckt, ey. Du musst sie gleich auch mal tragen, beide, damit ich das auch mal sehe. Ja. Kann ich da runter ohne. Wie kriegen die Wasser jetzt? Müssen wir wahrscheinlich, brauchen wir vielleicht einen Eimer oder sowas? Frage ich mich allerdings auch, wie sie es auf der Insel generell bekommen, ne? Haustier umbenennen. Oh, du kannst auf Erde das Haustier benennen. Süß. Ja, hab ich auch umbenannt. Das eine heißt schon Monsieur Lelec. So, Monsieur Lelec, oui. Scheiße, ich bin gleich in die falsche Richtung. Ich hau gerade ab, als hätte ich was Verkehrtes getan. Ich bin auf dem Floß. Scheiße, echt? Bin falsch gelaufen, no! Ihr müsst das Feld bewässern, das habe ich schon bewässert. Das Feld bewässern? Aber mit der Flasche müsst ihr das Gras bewässern, das habe ich schon gemacht, aber... Wiese ist saftig, deswegen Wasser. Ja, aber... Aber... Natürlich beim Melken, oh ja. Aber, oh, Moment. Wurde ich gerade gehostet? Liebesentzug. Tut. Hallo, wer hat mich denn gehostet? Vielen Dank. Dankeschön. Simfinity, danke, meine Liebe. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielen Dank für dein Hostie. Dankeschön. Und frohes Neues. Merci, wie lieb. Ein Sprinkler, nee, ihr habt recht. So. Wer wässert deine Pflanze wieder. Automatisch? Scheint dir doch eine Batterie zu fehlen. Okay, oh, aber. Der scheiß Vogel kommt! Oh, shit, der will es ja richtig. Oh, richtig brauchen auch die abgesehen. Noch was zu trinken oder nur diese Wiese? Einmal Milch, gleich einmal Eimer. Moment. Liebesentzug, wir sind kein Raid, wir lassen nur Liebe da. Ah, süß. Dankeschön. Vielen Dank. Merci. Dankeschön. Oh nein, ich habe die Ziege losgelassen. Nein! Nur ich habe die Ziege losgelassen. Warte, ich hole sie wieder. Nein. Doch, warte. Kein Problem. Für mich. Und zack. Ich habe sie wieder. Oh Gott. Also, wenn ich sie jetzt fallen lasse, dann gibt es keinen Zurück mehr, ne? Ich habe. Oh Gott. Scheiße, du musst mit dem Floß vorkommen. Ich komme hier nicht rüber. Juhu! Ja? Die Ziege und ich. Ich muss sie irgendwie zu dir bringen, während der Vogel uns versucht umzubringen. Scheiße, kannst du mit deinem Floß vielleicht... Oh, ich verhungere jetzt auch noch, ich kann nicht mehr schnell laufen, Oh, shit. Oh nein, shit. Komm schnell mit dem, okay, komm her, komm. Aber ich weiß nicht, wo du bist, ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin vom Floß aus links. Wenn du dich gerade zur Insel stellst, dann geh nach links. Ich warte hier mit der Ziege, hol du sie. Und ich muss schnell was essen, weil ich verhungere gleich. Und der Vogel kann mich jetzt easy umbringen und dann lasse ich bestimmt die Ziege fallen. Oh no. Oh mein Gott, das wird aber sehr schwierig, da jetzt rumzusegeln, ne? Einfach nur schwimm nur. Du musst die nur, oh no. Du musst die nur tragen für mich, schnell, der bringt mich um. Okay, ich komm zu dir jetzt einfach, ja? Ja, von links, da sind so Steine, da stehe ich. Vielleicht siehst du mich hoppen. Gesehen, ja. Ja, genau, da, komm schnell, okay. Schwimm einfach übers Wasser rüber, schneller. Übers Wasser einfach. Ich warte hier, wir machen die Ziegenübergabe, dieser dreckige Arschlochvogel, ne? Ja, ich seh dich. Komme. Gott, ey, vergessen zu essen, Mann.
Vor allem die Frage ist, wie kommen wir da rüber, ey? Kann man so laufen? Schafft man das? Ach, das schafft man. Aber ich kann dir die Ziege nicht geben, ne? Scheiße, ich kann dir die Ziege nicht geben. Echt? Lass die fallen? Nee. Wenn ich sie fallen lasse, haupt sie weg. Ich probiere es jetzt einfach, okay, YOLO. Okay. Wir haben ja eh gespeichert, sonst müssen wir halt den alten Speicher speichern. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, oh nein, ganz, ganz nah dran halten. Ja, oh, oh Gott. Oh. Und dann springen. Ja, oh Scheiße. Oh nein. Du schaffst das. Nein. Das ist eine Bergziege. Die ist dafür ausgelegt, dass sie das mitmacht. Nein. Du spring, 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 spring. Ganz ja, ja, ich kann nicht, ich spring, bin spring, zu hungrig. Nein, oh Gott, spring, Hilfe. Spring, ja, spring. Ja, 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 oh mein Gott. Ja, du hast geschafft. Oh. Okay, let's go. Ich verhungere gleich. Oh Gott. Fast Ziege verloren. Ja, die Ziege, ey, was ein Stress, ey. Oh okay. Mein Gott. Oh Gott, ey, was habe ich nur für diese Ziege getan? Jetzt ganz, ich hoffe, ich schaffe es überhaupt mit meinem mickrigen Sprung jetzt aufs Floß, ne? Das ist jetzt das Nächste. Ja. Oh Gott, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht! Nein, ich bin mit der Ziege im Wasser aus. Es macht nichts. Okay, ich kann mit der Ziege schwimmen gehen. Okay. Oh mein Gott. Ah, die ist wasserdicht. Oh mein Gott. Wir hätten auch schwimmen können, ich das gewusst. Oh meine Güte, Ziege, was habe ich nur für dich gemacht, Mann? So. Boah, was ein Stress. Verstehen sich Ziegen und Lamas überhaupt? Oh, klar, aufhören zu tragen. Ey, leck mich am Arsch, dummes Tier. Oh Gott. So, wie nennen wir die Ziege jetzt? Was habt ihr euch entschieden? Geht. Echt jetzt? Ja. Hat es auch die Community von mir bestätigt? Ja. Yeet. So. Yeet, okay, die sind einverstanden damit, so wie es aussieht. Boah, total. Was eine Kackinsel, die ist ja richtig stressig, oder? Da wird's gleich richtig eklig. Du musst auf jeden Fall was essen jetzt, ne? Ja. Puh. Wir speichern mal. Magst du mal die Dinger tragen? Ich will mal gucken, wie es aussieht. Ja. Sehr gerne. Hey, wie geil. Oh, süß. Das Lama auch mal bitte. Okay, ich habe noch eine Idee, was wir jetzt noch machen, um das alles noch zu verbessern. Die wirken aber so, als würden sie gehen wollen, ne? Ja, glücklich ist was anderes. Aber echt. Oh, ich speichere mal. Oh, ja, Gott. Ich mache jetzt noch einen automatischen Sprinkler. Oh ja. Uff, ist das anstrengend gewesen, ey. Ich trinke mal kurz was. So, Bolzen brauche ich noch, dann haben wir es. Ich hab. Ah, gut, cool. Dann mach noch einen Sprinkler für dich. Und wir brauchen noch eine Batterie, ne? Meintet ihr? Oh. Können wir alles machen. Ist gar kein Problem, Freunde. Ja, easy. So, fertig. Also, dann bauen wir den nochmal hier. Das guckt aber grumpy. Donnerstag machen wir Genshin. Ach, nur wegen dieser blöden Lampe hier. Oh. Oh, da kommt auch direkt der Hai. Was für ein unglückliches Unterfangen. Hier passt, ne? Ja. Ja. Oh. Jetzt tun wir eine Batterie rein. Oh. Ach nee, unbenötigt noch Wasser. Ah, warte, kein Problem. Mach ich? Hab ich. Ja. Ja. Noch mehr Wasser? Ich glaube, das reicht. Ah, jetzt. Habe ich. Hast du auch hinzugefügt? Ja. So. Oh. Oh. Was denn jetzt? Bin noch runtergefallen gerade. So. Aber sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Ja. Toll. Keine Ahnung, ob der schon so ready ist, der Sprinkler. Ist der so fertig? Da steht Friedhof vorm Gehege, Alter. Oh, geil. Ja, liebe dieses Spiel. Ey, lass uns das unbedingt noch weiter zocken, weil ich muss jetzt leider weg, weil ich bin um 21 Uhr bei einer Among Us-Gruppe dabei. Ach so, wer ist alles am Start? Warte, ich lese mal kurz vor. Ich habe nämlich die Gruppe von beim Sepp gesehen. Wait a minute. Ach, Sepp ist dabei. Mental, Vlesk, Baso, Dalu, Unge, Becky, ich, Lara und noch irgendeine Person.
Das wird eine sehr wilde Reise. Ja. Dann machen wir hier Feierabend. Alter, wir haben aber viel geschafft, ne? Ja, die Community sagt, nein, Ruff, nein! Ja, Leute, hätte ich es eher gewusst, hätte ich jetzt beide gezockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah. Achso, Caruso spielt mit. Alter, haben wir mit. Viel geraftet. Gönnt euch unser Floß an, ey. Geil. Boah, nicht schlecht. Pimp mal, shit. Ich brauche einen Wassertank. Komm, wir haben wirklich einen Lama. Ich hätte es nicht geglaubt. Voll cool, ne? Ey, das ist so eine coole Stream gewesen. Aussehen. Mit so einem coolen Ziel, muss ich echt sagen. Boah, das ist das coolste Floß ever. Nice. Nice. Nicht aufhören, alle. Alle sind sad. Ja, meine auch. So traurig. So sad. Aber müssen wir Feierabend machen jetzt hier. Leider. Das ist gerade echt sad. Aber ich kann es nicht absagen, weil es sagen gerade gefühlt schon alle ab. Sagen schon alle ab? Also ich glaube, Basis ist auch nicht dabei, habe ich gerade gehört. Wer ist denn jetzt eigentlich überhaupt dabei? Kannst du mir in die Gruppe schreiben, bitte? Vielleicht gibt es ja doch noch einen Platz, Ju, weißt? Weiß nicht, ob du jetzt noch Bock hättest. Ich? Nö. Okay. Wenn mir Raft genommen wird. Okay, Ju hat eh keinen Bock, Leute. Also dann hat sich das erledigt. Nee, ich will eh noch ein bisschen an der Pix weiterarbeiten. Ach so, okay, ja klar, verstehe ich. Dann, also wenn du nächste Woche Bock hast, lass uns doch nächste Woche Dienstag nochmal weitermachen, oder? Ja. Voll gern. Ja, geil. Bitte, wollt ihr lieber zwei, oh mein Gott, die Greenstream gerade. Zwei Streams kürzer oder wieder so ein langer? Ich glaube, so ein langer fetzt schon, oder? Ja, der fetzt schon richtig, ja. Ich glaube, der fetzt schon. Fetzt richtig. Der fetzt. Der ist fetzt, Leute. Ich mag unser Floß. Ja, ich auch. Dann machen wir Dienstag Rafttag. Spielst du eigentlich auch Genshin? Nee. Weil das Spiel ich wollte aber auch nicht zu viele Spiele gerade anfangen. Ja, lieber stimmt. Wir müssen jetzt erstmal Raft beenden. Okay, wir machen länger, Community sagt. Machen wir einen längeren Stream, ja. Okay. Okay, Ju, dann vielen, vielen Dank. Yes. Bis dann. Bis dann. Es schmerzt jetzt sehr, aber es muss sein.